Das fand ich super frustrierend. Also war ich auch eifersüchtig, habe ja. ich gemerkt. Ja. Die dachten halt, ich habe das im Griff. So der Henno, der ist eine harte Kante. Mhm. Und aber, also muss man sagen, ich habe mich straight up so hart gecybermobbt gefühlt. Aber es gab immer das Gerücht innerhalb der Szene von einer schwarzen Liste von Spandau. Würdest du retrospektiv sagen, es war einer deiner unwürdigsten Momente in deinem Leben? Das war der unwürdigste Moment. <laughs> Mit Abstand. Hand of Blood ist zurück auf Twitch. In der Corner rede ich mit ihm über Shitstorms, seine Position in der Szene, Spandau- und Eventprojekte wie beispielsweise der Baller League. Viel Spaß. Wo Freunde des guten Geschmacks. Wir sind im wunderbaren Spandau mit zu Gast hier in der Corner. Chantré. Mm. Hallo. Hallo. Oh. Max. Mensch, Knabe. schön, dass du da bist. Ja, ist schön, dass ich hier sein darf. Henke, du alte Feierner. Ey, wir haben es jetzt echt, ne? Ja. Es ist geil. Wer hätte gedacht, dass die Konstellation mal zustande kommt hier? Und das hier fühlst ich du dich doch wohl. Ich find's geil. Es ist Oder wie, nicht? Es ist wirklich heimisch hier. <laughs> Mon -Chi, Chi direkt hier am Start. Es ist einfach oh, nur geil. Wir haben hier unsere Martini-Gläser. Äh, und du bist in der Corner. Und darauf habe ich mich sehr gefreut. Du machst gerade voll die Tour. Ich mach voll die, über die -Tour. tour Ja, ich bin gerade äh, in Berlin jetzt für, für zwei Tage. Ja. Und da haben wir dich Aber als Grand-Final eingeplant. Ja, ja, ja natürlich. Ich bin extra dafür jetzt hergekommen. Den hast du noch alles ab hier? Äh, haben wir noch gemacht und äh, deine Herzensdame haben wir gestern auch noch äh, besucht. So, und das war, das waren super Folgen. Geil. Super Folgen. Seht das. ihr auch jetzt im Laufe Falco der Falk, Fal 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 war die ganze Zeit in einem Video. Nice, sehr gut. Ja, ja. schön platziert. Pros. Pros. Stell dich Klingt auch gut. Max, was <laughs> richtig geil ist oder was schön ist eigentlich? Wir kennen uns schon arschlange. Wenn wir es ganz genau nehmen, kennen wir uns oder man, haben uns schon von langer sich. Zeit gesehen. Man kennt sich, aber wie lange eigentlich? Es müsste, wenn ich wenn, es jetzt richtig, wenn ich nicht. es jetzt richtig im Kopf habe, müsste das die Zeit gewesen sein, wo Simon nach Hamburg gezogen ist, also Simon Unge. Und das war 2016. Ja. Und äh, Nikolas hier nach Spandau genau, ja auch bei Freaks Nicolas, angefangen. Hat. Ich glaube, Niklas kam aber 2015 ja, oder auch Ja, aber Den habe ich auch erst ein bisschen delayed so kennengelernt. Ja. Da war ja erstmal in den ganzen Freaks for You-Strukturen und so. Genau, ich glaube, das ist auch sehr angefangen, ja auch mehrere Gebäude, so da hat man jetzt nicht unbedingt miteinander zu tun gehabt. So, aber dann hat sich das alles ja irgendwie so ein bisschen verräumt. Ja. Äh, und ja, ich bin ja so diesen Content-Creator-Weg gegangen. Niklas ist ja über, über euch dann hier in Berlin ja. gewesen, über Produktion, hat da seinen Weg gemacht. Ist ja jetzt mittlerweile dann auch in Köln angekommen, in, äh, beim, beim Experion. Und ich bin jetzt hier. Aber es war nicht immer so selbstverständlich, ja. Es war immer so. Äh, Spandau hatte man immer das Gefühl, es war so ein bisschen für sich so. Ihr habt hier ja, immer Aber ich glaube auch erst seit Corona. Ja, voll, ne? Weil davor war es so das Gegenteil. Davor hat Spandau immer so invited. Überleg mal, Ballzeiten oder? Ja, so. ihr habt viel gemacht. Ihr Main, habt auf jeden Fall viel gemacht. Also auch viel Get Together gemacht so. Und ich war auch viel mehr unterwegs. Also ich war auf 1000 Hochzeiten damals. Aber gab es ein Jugend? Ist es aus diesem, äh, aus Pandemiezweck heraus, dass du dich so ein bisschen mehr zurückgezogen hast? Ist es einfach so ein bisschen geblieben? Oder äh, ja, ich glaube, es hat so. Es? Nee, an der, also an der Pandemie hat es gar nicht. Also obviously muss alle für alle, warten, Ja, ja, klar. So, aber man hätte ja trotzdem auch digital so zusammen äh, schnacken können. Ähm, nee, ich glaube, es sind so zwei Faktoren. Einmal. Ich hatte das Gefühl, dass so äh, der Mainstream auf unsere schönen Plattformen einhergezogen ist, auf YouTube und Twitch. Ja. Äh, und dann auch Leute mit meiner Meinung nach damals problematischen Wertebildern sehr groß geworden sind. Mhm. Das fand ich super frustrierend. Fand ist, ich auch voll. Finde ich auch immer noch frustrierend. Fand ich, fand ich auch voll, also war ich auch eifersüchtig, habe ja. ich gemerkt. Ja. Äh, warum sind die jetzt so krass am Explodieren und ich hier mit... Äh, handwerklicher Arbeit? Dann ja, wahrscheinlich äh, dann auch in dieser Verhältnismäßigkeit gesehen, Genau ne? und und ähm, als dann auch Leute angefangen haben, mehr und mehr da aufzuspringen und diese Welle mitzureiten, wurde ich immer einsiedlerischer, so fast schon misanthropisch ein mhm. bisschen so. Ach, wirklich würdest <laughs> du so sagen? Nein, nein so halt Na, nicht, aber oder? so tendenziell, weißt du, ich war einfach frustriert, wie sich die Szene entwickelt, so mhm. that's, that's it. Und das zweite war was dann diese toxische Kombi für mich auch wurde. Ähm, ich habe ja damals immer viel auch ja, auf Twitter so ein bisschen Polizei gespielt. Mhm. So. Also ich finde... Anzeigen auch, Niklas Bataille ich, auf. Ich sag, auch, ich sag <laughs> wirklich, wirklich, wirklich. Aber ich sage auch, die Takes waren gut, die Art und Weise war shit. Mhm. So, ähm, ich meine, wenn ich da äh, sage, jo Leute, ihr übertreibt völlig mit dem Glücksspiel und ist auch illegal, das zu bewerben und was ja. macht ihr... Als Beispiel, mhm. dann ist das ein guter Take, denke ich. Ne? Natürlich, und, grundsätzlich. Äh, Nur ich bin dann halt irgendwann, und das kam, glaube ich, auch mit dieser Entwicklung, wo ich so frustrierter wurde. Ich habe nur noch mit dem Finger gezeigt auf andere. Und äh, also auf Social Media. Ja. Auf YouTube habe ich weiterhin einfach nur mein Ding gemacht, ein bisschen gezockt und so. Ich habe ja nie so Meinungsvideos groß gemacht. Wenn, dann war das mal eine krasse Ausnahme. Ähm, aber ja, und äh, damit bin ich auf die Schnauze gefallen irgendwann. Würdest Mit du sagen, es ist was, was dich so ein bisschen aufgefressen hast, dass du in diesen Trott reinkommst, ja immer, immer jetzt zu gucken, dass hier jeder, jeder ordentlich seinen Kram abgibt und hier nee. äh, ein bisschen Ordnung in die Szene reinkommt? Ja, es war eher, also wahrnehmungstechnisch war es andersrum. Ich habe das Gefühl gehabt, jeden Tag passiert irgendeine Scheiße und das kann doch nicht sein. Und irgendwie wird dann das immer in die Timeline gespült. Äh, und gefühlt redet auch niemand sonst drüber. Das war auch so weird für mich, dass es äh, gefühlt niemand anderen juckt, äh, wenn da Scheiße passiert. Und ähm, es war schon so ein bisschen, also ich wollte schon bewusst auch so einen Gegenpol bieten. In der Hoffnung und mit dem Wunsch, dass, dass diese Entwicklung halt jetzt nicht weiter so stattfindet, ne? Weil auch damals wusste man ja gar, nicht, ist der ja Tennis eher besser geworden, ne? muss man ja sagen. Ja. Ähm, aber damals wusste man ja nicht, wohin das noch geht. Ey, du hast ja Matan, Leon Marcher, Apuret gerade überstanden. Und dann geht's los mit äh, härtesten Zeiten von Knossi und Monte, sage ich mal so nach ja. dem Motto, ne? Und es ist ja heute nicht mehr so. Aber da dachte ich auch heilige Scheiße, wohin führt das denn jetzt noch? Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es krasser, krasser Kampf gegen Windmühlen war, so. Habe ich mich übel dran aufgefressen, habe mir auch selber keinen Gefallen getan, weil es ja auch immer super viel Stress, den man sich ja auch macht. Mhm. Und ja, mit der Danny-Thematik hat es dann für mich geendet. Und das war dann der Punkt, wo ich mich komplett zurückgezogen habe und mit niemand mehr was gemacht Aber hatte ich der, ich sag mal, in dem Fall fehlende Aktivismus anderer Content-Creator-Kollegen, vielleicht auch aus, aus meiner Bubble oder äh, aus, aus, die eigentlich, ich sag mal, in der Außenwahrnehmung gut dastehen, mhm. hatte ich das genervt? Oder konntest du es in also, gewisser Weise nachvollziehen, dass man da auch gesagt hat, ja, nee, ich will mit dem ganzen Kram einfach nichts zu tun haben. Um ich kann immer, also ich kann immer nachvollziehen und ich respektiere das auch, wenn Leute einfach sich den Shit nicht geben wollen. Ja. So einfach für die Mental Health. Weil so ich glaube, bisschen. so war das, für, also wenn ich es jetzt so retrospektiv betrachte, war es für uns so das Gefühl, dass mm. wir gesagt haben, ja, ist, wir kriegen es jetzt gerade sowieso nicht weg. Ja. So, die, die machen einfach ihren, ihren Content und solange die halt raushauen, ja. werden die immer irgendwie präsent sein. Irgendjemand wird sich darüber ja, aufregen. Das ist ja dieser klassische Satz von negativer Publicity ist immer noch Publicity und die werden sich immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann so halten und vielleicht merkt sich das von sich irgendwann aus, wenn die mal immer mehr Scheiße bauen. Ja, aber ich glaube, mit der äh, Sichtweise macht man sich sehr einfach. Natürlich, bestimmt. Weil ich glaube, es tut nicht weh, mal zu sagen, man muss ja jetzt nicht einen Riesenfass draus machen. Aber okay. mal zu sagen, wofür man selber überhaupt steht mhm. und was man auch nicht gut findet, das heißt ja nicht direkt, dass man äh, irgendwie A in den Shitstorm gerät oder B, die noch größer werden. Mhm. Aber ich verstehe auch, wenn man das absolut, wenn man einfach sein, sein Business mindet so und ja. einfach sein Ding macht, weil es ist super viel Stress, der damit einhergeht. Ähm, und am Ende des Tages sind wir EntertainerInnen, die wo, die einen Ort bieten wollen, wo ja Leute abscheiden können, oft auch, denke ich. Und dementsprechend, für mich damals war es natürlich Shit, dass ich irgendwie auch das Gefühl be selber bekommen habe, allein zu sein mit, mit der Meinung. Was dann auch natürlich noch zu mehr Frust geführt hat oder so. Und ich finde auch, zum Beispiel bei der Danny-Thematik war ja insane, was da alles abging. ist da, war ja der größte Shit so meines Lebens. Äh, reden wir jetzt bei der, bei der Danny-Thematik von dem Vorfall auf dem Rust-Server. Ja, ja, ja. Also kurz, um, um's, um alle abzuholen. Äh, es gab einen Streamer, Danny, der war viel damals in unserem, in unserem Kreis unterwegs. Also, in, wenn man sie so definieren will, in meiner Bubble mit, mit mhm. Kevin, Doubles Nebelnik auch noch mhm. viel und so. Und da gab es so ein Rust-Projekt und die Jungs, ich sag mal, waren in ihrem, sag mal, troll ja, ja, die hatten so einen eigenen Running-Gag. Genau, genau, genau. Sind halt so über den Server, Server gerannt und dieser, dieser Rust-Server, dieses Rust-Projekt war, ich sag mal, bubble-technisch. Gab es selten eine, etwas, was so krass ja. durchgemischt war. Ja. Also du hattest da, du hattest da Clashes von Content Creatern, ja. die sonst niemals Nein. was zusammen gemacht hätten. Und das war zum einen gut, in dem Falle war es Fluch. So. <laughs> ja, terrible. Äh, weil, weil, weil die Jungs dann in ihrem Trollmodus, äh, jetzt unabhängig, was um Danny danach noch alles weiterhin mhm. passiert ist, waren in ihrem krassen Trollmodus äh, und haben halt so n, so einen Scheiß gelabert wie. Hey, ja, willst du dich auf mein Gesicht setzen? So eine Kacke. So. Und das kam dann natürlich bei entsprechenden genau, Bubbles. Genau, über Voice over IP muss man auch sagen. Genau, für richtig, Leute, die mit richtig, Rust gar nichts anfangen. Genau. Können. Also du rennst halt digital rum und andere hören dich, wenn du, wenn du redest. Genau. Und wenn dann eine fremde Frau kommt ja. und du fragst mit deinen Homies, die so aus Joke, Yo, willst du dich auf mein Gesicht setzen? Und die reagiert natürlich auch mit Unverständnis und ja. geht dann offline oder so. Dann ist es halt nicht cool, weil das straight-up sexuelle Belästigung ist, egal ob es halt Joke gemeint ist oder nicht, weil es kommt ja darauf an, wie es ankommt. So. Eben. Es ist, du kannst den Leuten ja auch nicht so hinter den Kopf gucken, wie sie es dann letztendlich ja. meinen. So, und äh, man muss ja auch in dem Falle sagen, sie kannte einfach die Jungs nicht, Nein, natürlich nicht und ja. wusste das dann dementsprechend natürlich auch nicht einzutüten, was man ihr absolut nicht krumm nehmen kann. So, und äh, dann ist das natürlich komplett hochgesteckt auf Twitter, wie ja. eigentlich alles auf Twitter halt. Vom ja, breit getreten ich ich habe das dann hochgesteckt. Also ich habe dann, äh, ich habe das mitbekommen und ich kannte den Running Gag zum Beispiel auch nicht mhm. und war komplett fassungslos. So, weißt du, als jemand, der das nicht kennt. Aber hast du auf den ersten Blick geglaubt, dass die Jungs das ernst meinen? Safe, ich kannte die ja nicht mal. Das waren für Ach, mich ja irgendwelche. Ja, safe. So kam es bei Leuten an, die nicht in der Bubble Aber sind. Aber das ist, das, ist so, das ist so von dieser Wahrnehmung her so, ja, ja. so spannend, wie unterschiedlich man da so eine Einstellung hat. Weil ich habe das so gesehen und ich, wie ich na klar, ich bin ein Bias, ja. ich kenne die Jungs. Ja, ja. Ich bin vollkommen klar, ja, die machen ja die Quatsch. Ich ja, aber ich glaube, ja, aber ich verstehe vollkommen, aber man muss dass dieses das so Verständnis haben, kann. gerade auf so einem Server, natürlich, dass einen halt nicht alle kennen und verstehen, was für Running Gags und Witze man hat. Oder allein nur, wie die eigene Dynamik ist mit seinen Kumpels. Oder so Natürlich, natürlich. Und ich meine, du hast ja, du hast meine Jungs auch so ein bisschen kennengelernt, so, ja. wie wir da halt untereinander reden. Ja, ja, klar. Ey, so ja, untereinander ist ja eh noch mal was anderes. Natürlich, so, klar. Auch, natürlich, auch noch mal klar. privat ist nochmal was anderes. Aber darum geht es ja so. Ne? Privat kann man nochmal anders miteinander reden, weil man ja ein gemeinsames Verständnis dafür hat wie die Dinge gemeint sind, ja. Aber wenn man halt mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble, mit fremden Menschen interagiert, dann äh, braucht man halt auch so ein bisschen, finde ich, diese soziale Intelligenz zu verstehen, dass wenn man sowas sagt, das nicht als Joke aufgefasst werden muss. Mhm. Ich dachte damals, Digga, wer sind die denn? Kleine Rotzbengel da? Yeah. Äh, hauen da die, die Tinkerleo da so äh, in die Pfanne und äh, belästigen die, ne, straight up. Und ich war total fassungslos. Und dann äh, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, Alter. Keiner sagt was auch. Ja. Und dann habe ich äh, den Clip gepostet auf Twitter, hab aber damals, und das weiß ich noch, jetzt nicht gesagt, ey, Danny, du Wichser, bla bla bla, nach dem Motto, sondern ich habe das genutzt, um aufzuzeigen, warum das meiner Meinung nach problematisch ist, warum man das nicht machen sollte. Und äh, wie das halt wahrscheinlich für, für wie das für Frauen im Internet ist. So. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass, äh, ich, ich sag mal, die Zuschauerschaft oder, ja doch, die Zuschauerschaft rund um Danny und Co. Äh, da natürlich sehr abwehrend drauf reagiert haben. Äh, da, da wurde dann auch schon erklärt, ey, ist ein Running Gag. und Aber da meinte ich damals auch schon, Digga, okay Cool, wenn es ein Running Gag bei euch ist, aber ihr könnt nicht erwarten, dass das äh, trotzdem okay ist. Wild in der, Ihr rennt doch dann auch nicht zu Frau Merkel und sagt, willst du dich auf mein Gesicht setzen? Ja, klar. Und so, ne? muss dann erwarten, dass sie das so als Gag versteht. Ja Und, und im äh, Endeffekt ist dann schöne Scheiße immer noch Scheiße. Ja. Und äh, ja, das war dann, es hat sich komp es komplett eskaliert, weil ich dann auch den Fehler gemacht habe, da irgendwie zu diskutieren und auch. Ähm, mich habe provozieren lassen, weil hey, man muss doch verstehen, dass sind halt irgendwelche User, die dann im Namen von Danny oder eurer Bubble da ähm, ihn verteidigen oder auch mich angreifen. Das ist ne? sowieso ein großes Und Problem. Und natürlich ist da mal jemand dabei, der mich auch beleidigt. Und natürlich sind da Leute dabei, die nur provozieren wollen, denen es gar nicht um Disput, äh, Disput geht. ging es ja auch dem wenigsten. Und ähm, ich bin da halt drauf eingegangen, habe da angefangen, Leute händisch zu blocken, wenn die mich beleidigt haben. Und dann haben das andere, andere wiederum aufgegriffen, aha, er hat den geblockt, so. Und dann haben die daraus so ein Game gemacht und dann ist das übereskaliert. Out ja. of nowhere. Ähm, ich war so getriggert, muss man auch sagen. Ich war so getriggert, mich hat das so abgefuckt, weil ich dachte, Digga, was passiert da? Da wird eine Frau sexuell belästigt. Jetzt mal in meiner, in meiner View. Ja, natürlich, ne? ja. Keiner sonst sagt was dagegen. Und ich bin jetzt der Arsch und krieg den Shitstorm. Mhm. Was geht ab? Und dann ist es komplett eskaliert, weil damals auch noch der Drachenlord in Urhaft war zu dem damaligen war Zeitpunkt. Das dieselbe Zeit? Und äh, diese ganze Sift Twitter Bubble ja. ist halt voll mit aufgestiegen. Und äh, dann ist das voll eskaliert. Ich habe da versucht, Leute zu blocken, hat überhaupt nichts gebracht, hat nur das Gegenteil bewirkt. Mhm. Ist ja klar. Na klar. Das und sich dann hoch. das ging dann die ganze Woche so und. Äh, ich habe dann damals mit so einem Datenanalysten äh, kurz mal besprochen. Der hat dann das untersucht. Der hat dann auch so ein Bubble-Diagramm und so mir gezeigt, mhm. damit ich checke, was geht ab, woher kommt es. Mhm. Und ich hatte zu Spitzenzeiten während dieser Woche über 110 äh, Ad-Handy-Off-Blood-Erwähnungen -e pro Minute ne, mit irgendwelchen Beleidigungen oder bla. Muss ich mal vorstellen. Pro Minute. Das ist crazy. <lacht> <lacht> das das und, ist crazy. Und dann. Dann ist es halt so, ne, du hockst dann da, hast das Gefühl, du setzt dich für eine gute Sache ein, fühlst dich aber komplett alleine, weil ich meine, die erzeugen das, sag ich mal. Mhm. Ne, der Gegenwind erzeugt, dass man da irgendwie alleine ist. Ich habe ja. dann auch wenig Support bekommen und öffentlich hat sich da kein anderer Influencer zu, ich glaube, Stay hatte noch am Folgetag was gesagt und äh, sonst niemand. Um, und privat hat sich auch keiner gemeldet. So, man kann ja auch mal per WhatsApp, ey, ich sehe gerade Max, bei dir geht's übel ab, ey, fühle dich gedrückt, keine Ahnung wieso. Mhm. Aber ich habe dann auch viel erklärt bekommen von meinen Homies damals, die dachten halt, ich habe das im Griff. So der Henno, der ist eine harte Kante. Mhm. Und aber, also muss man sagen, ich habe mich straight up so hart gecybermobbt gefühlt. Das ist also so, ich, also so krass. Na klar, wenn du da über 100 Erwähnungen bekommst. Ja, okay. sind, also von der keine, Menge her ist es immens. Keine schönen Sachen dabei. Ja. Du hast das Gefühl, du setzt dich für eine gute Sache ein, verstehst die Welt nicht, alle sind gegen dich, keiner meldet sich privat, keiner solidarisiert sich öffentlich. Das war halt ein absolutes Scheißgefühl. Mhm. So, und dann vergeht die Woche. Und ich weiß noch, dann hat Monte sich angemeldet, dass er auf den Server kommt. Und dann fingen die Leute an, oh, jetzt bin ich raus. Dann kam Beatsmeet yeah. und Ach, zu dann kamen sie alle. Und ist auch cool, aber für mich war es damals halt die Woche komplett Arsch. Und das. Gepaart mit dem, was ich vorhin erzählt habe, in dieser das dann, frustrierenden Zeit. War also das das auch mit diesem Blog, diesem du hattest? Ja, genau. Genau, Daher kommt. Ja, ja, ach, stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt. Yeah, pass yeah. auf. Weil als es dann nicht, also ich konnte da noch irgendwas tweeten. Also irgendwie, keine Ahnung, ich paye mir ein Ei oder so. Oder oh, es wird gefressen. Und die, darunter waren halt 300 Antworten. Ja. Und äh, da habe ich dann gesagt: Bruder, was mache ich so nach einer Woche, ne? Und ähm, dann ähm, hat mir jemand ein Tool empfohlen, nennt sich Twitter Blockchain. Und es funktioniert Ich funktio glaube, es ist ein ähnliches Tool, was Böhmermann auch ja, ja, zahlt, das was Gleiche. Will. Ja. Ja. Und es funktioniert so: du wählst beliebig viele Accounts aus, ähm, und dann werden die geblockt, aber auch all deren Follower. Das heißt. Das war ja damals diese Elite-Twitter-Bubble oder so. Hier mit Sech und Co. und Drecks-User oder yeah. wie der heißt. Und, und dieser Twitter-Spiegel und so. Die waren alle am Start, Junge. Allein, ja. ist die Namen noch weiß. Ja, du, ne? ja, natürlich. Und äh, die habe ich dann schön gepickt. So, es waren so fünf, sechs Kanäle, die größer waren. So damals ja. so mit 10.000, 20 20.000 Followern. Heute haben die ja teilweise 70.000 Follower. Ja, das sehr, ich glaube, Sech ist so ein ganz Sech ist jetzt Ding bei 70, 80. Ja, ja, ist ja, voll ja. krass. So, habe ich ausgewählt, dieses Tool gedrückt. Alle Follower wurden mitgebloggt. Es waren dann so 20, 25.000, glaube ich. Mhm. Nur was ich dann nicht mitbekommen habe und nicht durch, ge, zu spät geschnallt habe. Ja. Da folgen dann auch so Leute wie Intanzi, ihr, ja. Monte. Ja. Und, dann kann, und, und, dann und dann ich, war, du ich so war so in drei Stunden Aufnahme, hockt da so. <laughs> ja. so. Und dann komme ich raus und die Welt brennt. Weil, <laughs> weil natürlich, also ich war dieser Hund in, mit der Pizza da am Tisch ja. und die Bude brennt. Weil. Alle getweetet haben, Digga, jetzt hätte auf Blatt durchgedreht, jetzt hat ja, ja, er mich auch geblockt. Ja, ja, pass, pass auf, pass auf. Ich sag's dir aus meiner perspektive wie das war. Weil ich hatte, guck mal, ich, ich, ich war natürlich biased, dadurch, dass, dass äh, Danny ein Freund war. Jo. Und äh, da irgendwie diese Scheiße reingeraten ist. Und du kennst das vielleicht, wenn, wenn Homies Kacke bauen, versucht man vielleicht noch in diese ganzen Internetdynamik, okay, bisschen Schadensbegrenzung, dass der jetzt nicht komplett irgendwie unter die Räder gerät. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, komm, dann äh, versuchst du so ein bisschen zu beschwichtigen, ja. Hab dann äh, auch einen Tweet geschrieben, hey, so und so, die Jungs haben es nicht so gemeint, bla bla, aber ich verstehe natürlich, dass, da, dass das Unmut erzeugt. Äh, turns out, dann äh, kam halt, aber ich halt diesen Tweet geschrieben und ich wusste ja nicht, dass du so einen so Blockbot verwendest. Er ja, also wusste, so, ja, niemand, ich jetzt, wusste genau, ja niemand. Und hab dann gesehen, dass du mich blockiert hast. Ich dachte mir so. <lacht> 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 Dieser Wichser. Nee, genau, genau, ich, ja, aber äh, guck mal, das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen. Das ist ja auch ja. schon wieder so ein bisschen her. So, ich saß dann vor dem Rechner und ich sehe so, Hand of Blood hat dich geblockt. Ich so, ich so, was will da von meinen ja. Eiern jetzt? Weißt du, warum, warum er? Ich, so, was, ich, hab, ich hab mit dem jetzt ewig nichts zu tun gehabt. Und da war ich auch so, ich, ich weiß nicht, was ja, da immer gefahren bin. Da ich auch immer so einen Tweet rausgehauen. Ja, ist was fährst du für Filme und so genau. weiter? Genau, und das haben halt alle gemacht. Und ich, ich weiß noch, äh, Simon Unge war da mal als Stream genau, genau. und holt übel aus und so, hey, das verstehe ich gar nicht, was er hin oder er macht und ich rufe ihn einfach direkt an so. ja. ich habe ne, hab das gerade gesehen, war so oh mein Gott, was mache und rufe den an und erkläre ihm genau das so mit ja. der Twitter Blockchain und bla bla bla. Hab dann ja auch alle Influencerinnen und so wieder entblockt. Ähm, aber ja, ich habe das damals gemacht, weil ich mir echt nicht anders helfen wusste, ne? Und dann habe ich es nur noch schlimmer gemacht. Aber also es war ich war komplett das ist halt, Pain. Und ich habe natürlich jetzt mehr das Verständnis dafür, ich jetzt ja. die Story dahinter halt kenne, beziehungsweise ja. du, hast sie, du hast sie mir im Privaten auch schon so ein bisschen, ein bisschen erklärt, äh, dass es dann nie so, ich sag mal, sein sollte oder so eskalieren ja, ja. sollte, wie es letztendlich eskaliert ist. Aber man muss sich ja mal vorstellen, also es ist da noch hintenrum viel, viel mehr passiert. Na klar. Ähm, aber letztendlich und an dem Punkt stand ich dann da, wo ich mich auch gefragt habe, was mache ich jetzt mit meinem scheiß Leben? Ähm, das alles ist nur passiert, weil ich ges öffentlich gesagt habe, dass das nicht in Ordnung ist. Absurd. Und, und warum? Absurd. Und dann stehst du halt da gepaart mit diesem anderen, was ich vorhin erklärt habe, so dass ich auch frustriert war, wie sich die Szene entwickelt hat und so. Und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, Digga, ich, das ist ja ein absoluter Kampf gegen Windmühlen. Ich tue mir selber ja gar keinen Gefallen, weil ich war ja total auch unfähig, irgendetwas zu machen. Ich war einfach nur komplett depressiv mhm. ähm, und fertig mit der Welt. Jalousien runter und irgendwie nur auf dem Bett liegen. Ähm, bin ja auch nur ein Mensch am Ende des Tages. Und dann habe ich für mich echt entschieden, dass ich gar nichts mehr sage und mich auch komplett zurückziehe. Und das habe ich jetzt die letzten drei, vier Jahre gemacht. Das war vor drei, vier Jahren. Ja. Und habe wirklich seitdem niemanden mehr. Und das glaube ich, haben viele nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe seitdem wirklich niemanden mehr auf Twitter irgendwie angefeindet oder so. Also höchstens habe ich mal erklärt, warum ich gender oder so, weißt du? Aber ja. ich hab jetzt, bin da nicht mehr, ich gehe nicht mehr raus und zeige mit dem Finger auf irgendwen und sage, du, 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 das ist scheiße, das scheiße, das scheiße. Und das ist eigentlich dann schon wieder funny, dass man so von außen das Gefühl hat, okay, Spanno, die, die elitarisieren sich, wenn ich das jetzt einfach mal so als Neologismus ja. irgendwie mir hindenken kann, äh, in ihren eigenen Dunstkreis und äh, bleiben so für sich. Und äh, von, von der Außenwahrnehmung hat sich das dann so angefühlt, als wenn man wenn man einmal eins vors Brett gekriegt hat, ja. so, und jetzt verzieht man sich in so, ein, so eine Art Protektionismus so, ja. Ja, und ja. Äh, sagt: Ja, wir sind Spandau hier. In Spandau ist alles geil, wir ja. machen unser Spandau-Ding. Ja, 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 pass auf. Ähm, also erstmal, ne, für mich war das eine sehr persönliche Sache. Das habe ich alles für mich entschieden und mhm. da ist jetzt niemand mir gefolgt oder so. Wir haben halt hier einen Haufen Heimscheißer, Digga. Das sind richtige Nerds. <laughs> ja. Wirklich. Die gehen nicht aus dem Haus. Mhm. Und wenn dann war ich das immer, der die Leute so ein bisschen, komm, lass mal, ne, hier hast du Bock auf Ball oder ey, wollen wir mal dahin oder so. Ähm, fand zum Beispiel mega geil, dass jetzt ein Kalle mal bei der Border League war oder so, weil der ist auch übelster Heimscheißer. So. Ja. Und ich glaube, ab dem Moment, wo ich mich dann auch so zurückgezogen habe und man mich auch, wenn man meinen Content nicht verfolgt, sondern einfach nur auf Social Media chillt, mich so wahrgenommen hat als der Meckerfritze, so, dann ist das halt so, ja, dann wird das Bild natürlich ähm, fertiggestellt. So, genau das, was du sagst. Und ich glaube, so war das damals auch. Ich habe voll den Idealismus so gelebt, so von oben herab. Ich habe mich auch safe als was Besseres gefühlt mhm. ähm, und war auch deshalb ja auch total frustriert. Und. Ähm, damit, damit überzeugst du ja niemanden, beziehungsweise gewinnst ja niemanden für deine Sache, wenn du irgendein Wertebild vertreten willst oder so in der Gesellschaft oder in unserer Bubble, ne? Ich glaube, das ist, das ist eine allgemeingesellschaftliche Dynamik, die viele einfach nicht verstehen, dass dieses Finger zeigen oder, oder aktiv. Ja, und oder, oder die, 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 dieses, erstmal die Schwarz-Weiß, ja. diese Art und Weise des Kritisierens, dass das eigentlich nie funktioniert. Du musst immer in einen Dialog treten vor allem nicht oder auf, Social auf Augenhöhe Media. begegnen. Vor allem nicht auf Social Media. Ne? Ja, oh, ja, ja, ja also Social das. Social Media ist eh es zum Diskutieren. Voll. Also natürlich ja. Das ist komplett sinnfrei. Nee, Aber, aber, ja. auch, aber auch in Bezug auf da, das ist ja auch viele Themen. So sei es nur unsere, unsere Social Media-Sachen, wenn du irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hast oder unterschiedliche Meinung, ja. unterschiedliches Meinungsspektrum. Und äh, in der Politik funktioniert das ja genauso, Safe. so dass, dass man Personengruppen stigmatisiert. Nur äh, aufgrund, aufgrund von einzelnen Aussagen. Ja. So. Und ich glaube, da ist niemandem so richtig geholfen heutzutage, wenn wir das so weiterfahren und halt einfach sagen, ja, nur weil du äh, das und das tust oder machst, bist du sofort ein schlechter Mensch oder ein Scheißmensch. Und ich glaube, das ist was, wo man sich schnell drin verfährt, wo Voll. vielleicht dann, äh, ich sag mal, verhärtete Positionen, ich will jetzt nicht das Wort Extremismus irgendwie sagen, aber wo verhärtete Positionen entstehen und. Äh, ich sag mal so so ja, Diskussionsspektren immer weiter auseinander. Ja, genau. Man redet, das habe ich ja im Spiegelinterview gesagt. Man redet halt übereinander, aber nicht miteinander. Ja. So. Und da entsteht ja einfach literally gar nichts. Bei. Ja, aber es kann auch, das kann ja auch ganz schwer funktionieren, wenn man halt grundsätzlich ausschließt, mit bestimmten Leuten zu reden. Damit will hm. ich jetzt nicht sagen, ja, äh, äh, sowas wie äh, wir müssen uns jetzt mit mit Nazis unterhalten oder was auch ja. so immer, sondern damit meine ich. Die, mit denen sich diskutieren lässt, so und die vielleicht eine Meinung haben, die nicht so konform mit unseren Werten ist, äh, die sind noch nicht ganz verloren. So, man kann, Voll. man kann immer irgendwie noch was diskutieren, immer noch irgendwie reden. Ja, auch Benefit of the doubt so Na, ja, gibt klar. das Gefühl gar nicht mehr. So, obwohl das ein gutes Prinzip ist. So sollte man leben. Ja, es ist wichtig eigentlich ja. Mit eines der wichtigsten ja. Prinzipien. Natürlich gibt es da auch so seine Grenzen, aber äh, im Endeffekt. Sind wir, glaube ich, alle damit ganz gut beraten, wenn wir uns mal ein bisschen mehr alle an den Tisch setzen und nicht sofort mit äh, irgendwelchen Vorwürfen einen genau, äh, Kopf schmeißen ja. oder die, den, unseren Nachbarn da also sofort denunzieren für, irgendein, für, für irgendeine Kleinigkeit? Und genau ist, das ist jetzt so ein bisschen meine neuere Angehensweise. Die letzten, man muss sich ja vorstellen, das war, glaube ich, kurz vor Corona oder während Corona. Mhm. Die, denn die Situation da. Müsste. Ich, und dann ich glaube, es natürlich, war kurz vorher. Ja, ich glaube, ganz kurz vorher. Und dann war es natürlich umso einfacher für mich, mich einzuigeln. Mhm. Und dann war das auch so ein bisschen Katalysator für diese Entwicklung, diese Corona-Pandemie bei mir. Ja, aber. da ist es ja auch, da ist es ja, guck mal, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist in dieser Corona-Pandemie, wenn wir es jetzt gesellschaftlich so betrachten, ist ja auch etwas Ähnliches passiert, dass man ja. sagt, äh, was vielleicht sogar aus der Vernunft heraus, aber vielleicht hat das nochmal viel viel zum, zum Rollen gebracht, dass man halt gesagt hat, ja, ich chill jetzt nicht mehr mit Leuten, die die Impfung vielleicht kritisch mmh, sehen. Mm. So. Und äh, eigentlich im, vom grunddemokratischen Gedanken ist es eigentlich schon ein bisschen, ist es ja fast schon ein bisschen konträr. Mmh. So, dass du halt sagst so, ja, nur weil da ja, so eine Seiten Meinung, waren also halt man muss versuchen, dann irgendwie in der Kommunikationsweise ja. die Angst zu nehmen. Ja, oder genau, Überzeugungsarbeit zu leisten, mit ja. positiven Beispiel voranzugehen, Angst zu nehmen, aufzuklären. Das ist es ja eigentlich genau. Und ne? das ist ja gerade in diesem Fall von den Beispielen, die wir gerade so hatten, das ist ja immens klar geworden, ja. dass man halt, dass sich halt Position verstärken, indem du halt sagst, nee, wir sind hier auf der richtigen Seite und was ihr macht, ist Scheiße, weil das, das ist Scheiße, das ist Scheiße und mhm. ihr seid schlechte Menschen deshalb, mhm. weil ihr euch irgendwie Gedanken drüber macht. Ob das so smart ist, ist eine andere Frage, aber man muss die Leuten halt mal irgendwie so ein bisschen an die Hand nehmen, um zu sagen, hey, guck mal. Das ist vielleicht nicht so schlau, wie ihr gerade vorgeht, aus dem und dem Grund. So, und dann trifft natürlich eine Gesellschaft in gewissem gewissen, gewissen Maße auseinander. Ja, und halt auch nicht anfeinden. Also ja. damit fängt es ja an. Das, damit ist auch so, so keinem so, geholfen. Chef Strobel hat damals mal eine äh, bescheuerte Aussage gemacht. Da ging es um eine Person, die Gewicht äh, gehoben hat. Bei Olympia erinnerst du dich vielleicht? Äh, da ist das, eine trans Person. Ja. Und. Äh, der hat halt, ja, Chef Strobel war da nicht so informiert, hat eine Panne-Aussage gemacht und ich habe ihn halt beleidigt, straight up. Ja. Dafür, weißt du? Also es ja. ist einfach, damit klärst du nicht auf, damit gewinnst du niemand für deine Seite, damit überzeugst du niemand für dein Wertebild. Und das ist halt Arsch. So, ich, glaube, ich glaube, wenn ich jetzt das, das, das Ding noch richtig vor Augen habe, dann war das so gerne. Ich glaube, von, von dem Grundgedanken, den Strobel hatte, hat es gar nicht mal so, ja, so jetzt scheiße, so scheiße gemeint. gemeint aber er hat es wirklich beschissen ausgedrückt. Also ich glaube, ich glaube es ging dann um. Also ich glaube, um es kurz abzu, abzuholen, es ging glaube ich um eine australische Gewichtheberin, mm. die in den äh, Asienmeisterschaften, Also die ist, die ist, ist eine Transfrau, genau. eben also als, als Mann quasi äh, aufgewachsen und äh, biologisches hat, ist dann Geschlecht, genau. biologisch als biologisches Geschlecht ein Mann äh, ist dann, hat dann die Transition gemacht zur Frau mm. und ist dann bei ja. den Frauen angetreten ja. im Gewichtheben und hat natürlich alles auseinandergenommen. genommen, ja. weil noch die nee, Genetik, ich glaub, stimmt nicht mal. Ich glaube, es stimmt nicht mal. Echt nicht? Nee. Aber, aber hat die nicht irgendwie, hat die nee, ich nicht, ich glaube, Asienmeisterschaft nicht. so relativ, ist sie weit gekommen also oder bei, sowas? Das kann sein, aber ich glaube, damals bei Olympia hat die nicht viel gerissen. So, aber. Es ist, ist ein Diskurs auf ja, jeden Fall losgetreten. Es war ein großer worden. Diskurs und äh, Wie man LGBTQ umgeht? Plus ist ja eh ein Thema, was polarisiert, leider. Ja. Und äh, wo man auch noch viel Aufklärungsarbeit leisten muss. Die strugglen einfach mit ihren Grundrechten so. Ja. Und ja, ich glaube, ich, äh, Chef Strobe hat damals irgendwie vorgeschlagen, warum so eine Person nicht bei Paralympics oder so mitmacht. Und das war, halt, <laughs> ja. das war halt Ich glaube, was er halt sagen wollte, oh, aber brauchen wir jetzt auch gar nicht zu sehen. Ich habe mich auch mittlerweile zum Beispiel bei ihm um Entschuldigung gebeten, als ja. ich ihn jetzt getroffen habe vor ein paar Wochen, weil ich ihn halt straight up beleidigt habe, weil ich so sauer war. Ne? Ich meine, wir müssen es nicht so krass breitreden. Hey. aber äh, im, ich, ich im, glaube, im, er hat vorgeschlagen, ey, ist es so cool, ist es so fair? Ja. Also erstmal die Frage und. Sollte es nicht irgendwie eine spezielle Kategorie geben oder so? Aber es ist halt tricky, ne, weil du dann auch Leute so voll, <laughs> ja, ein Stück weit entweder, ich weiß nicht, entmenschlich nicht, aber so in eine Sparte schiebst, weißt du, nicht dazugehörig und Ich so. finde ich, ich persönlich finde es ein unfassbar komplexes ja. Thema. Ähm, und also du hast ja erstmal hast du den, die Grunddiskussion und dazu dann ja noch die Leute heutzutage. Wir hatten es jetzt gerade erst. Äh, vor kurzem mit äh, alles, was um den DFB passiert, jetzt mit dem pinken Trikot, ja. Äh, wenn, ja, ihr macht wieder Politik und äh, die Leute in den Kommentaren, das ist, das ist sowieso eine komplett platte Diskussionskultur, ich würde mhm. sie nicht mal Diskussionskultur schimpfen, äh, die dann halt einfach wieder mit irgendeinem Scheiß in die Ecken kommen, mit, äh, ja, hier, äh, es gibt wieder 5000 Geschlechter und so ein Scheiß. Und da hatte ich ja auch einen Tweet geschrieben, wo ich dann sagte so, ey, wir sind jetzt so lange schon, seit Jahren, in diesem Diskurs und die Leute sind immer noch zu beknackt zu begreifen, dass es einen Unterschied zwischen Geschlechtsidentitäten Reaktion. und biologischen Geschlechtern gibt. Ja. Es ist nur Abwehrreaktion, Na klar. weil ne, ich glaube, es ist auch viel, so ältere Generationen und man will, es überfordert einen auch und strengt einen an, sich andauernd zu hinterfragen, das tut auch weh, nervt, macht niemand gern. Uh -huh. Und sich mit neuen Dingen zu befassen. Es nervt, wenn man einen schönen Alltagstrott hat und dann andauernd was reingrätscht und man so Gewissensbisse bekommt oder man das Gefühl hat, andere wollen einem so ein bisschen damit sich aufdrängen, man wird bevormundet. Das nervt die Leute halt alles. Na klar. Aber am Ende des Tages geht es da um fucking Menschenrechte. So, und chillt mal eure fucking Eier. Befasst euch mal eine halbe Stunde ordentlich damit. Macht euch schlau. Ich und ihr seid, seid so weit ist vorangeschritten. Ist. Es ist ja auch erstmal, erstmal ist es ja straight up nichts Wildes und ich glaube. Es tut ja auch niemand weh. worüber redet man? Es tut niemand weh. Ist, die Leute begreifen, glaube ich, nicht, dass. Dass die nichts daran verlieren. Also, denen wird ja nichts weggenommen. Ja. Also, mir, mir persönlich, ja, mir hat, mir hat ist noch nichts, mir hat noch niemand irgendwie befohlen, dass Ganz ich Gender. Die sind doch voll privilegiert. Ja. Das sind weiße Dudes mit einem Pimmel, äh, Geil. alles entspannt. Ja, alles also es ist so. So, Schlimmste, so. was uns passieren kann, ist, wenn es jetzt Wehrpflicht gibt und wir in Krieg müssen, Alter Henke. Alter, den schützen gerade. Das ist wir aber beide. auch ja wieder jetzt so eine krasse Diskussion. Ja. so, weißt du? <laughs> äh, aber das sind, sind also Sachen, weiß ich auch nicht. Ey, <laughs> nee, ich werde ausgemustert. Ich werde sofort ausgemustert. Ich auch, safe. Ich habe Heuschnupfen, Sehschwäche. Angeborener Herz. Ich kein keinen hoch. Mein Mann, Alter. <laughs> Jawohl. Nee, aber das ist, ja, das ist auch nochmal ein großes Thema. Übrigens. Thema Wehrpflicht. Gab so einen Koko -Boss, eine sehr interessante Folge. Der hat ein bisschen Stories erzählt. Hat aus er das gemacht, oder was? Der, er muss ja in Österreich, ich muss ja Wehrdienst machen. Oh! Ja, ja, ja. Und er hat so geile Stories am Start, was das ja, angeht. Ich glaube, man erlebt auch echt viel Kram, wenn man, es in der Kaserne bleibt, das ist cool, glaube ich, vielleicht. <laughs> da sind auch Safe-Dinger dabei, die Vollkommen gar nicht klar gehen. Vollkommen oder so. hart. Ja. Aber ich glaube, es ist so, weißt du, allein, dass man dann so ein paar Storys zu erzählen hat. Ja, und, und also Wilde ist, Zeit erlebt. Es hat. ist an Absurdität teilweise. Ja, das glaube ich. Nicht zu übertreffen. Also, das ist verrückt. Man ja. kann es nicht übertreffen. Ähm, Gerade auch, was in Österreich abgeht. Aber er sagt auch, habe ich auch im Privaten, da haben wir jetzt nicht in der Folge krass drüber aber im Privaten. Da ist auch, ich sag mal, politisch viel Fragwürdiges. Ja. So, ich sag mal, was, so, was, was da für Äußerungen fallen. Ja. Und mir ist das tatsächlich auch aufgefallen, als ich jetzt vor zwei Wochen in einem Fußballstadion war. Und also sowieso Fußball-Bubble ist ja sowieso erstmal ein ganz, ganz hm. spannendes Gebiet. Ja. Und da sind wir ja auch jetzt wieder in der großen, großen Diskussion, was ich gerade schon meinte, dass wir jetzt anfangen, über ein pinkes Trikot zu diskutieren. Ja, und dann so ist und das, das das Erfolgreichste aller Zeiten. Ja, ja, und das ist ja. im Verkaufszahlen. Ja. Sondern da merkt man auch wieder, dass das ein Stück weit auch in unserer Gesellschaft eine vorlaute Minderheit ist. Ja. Die suggeriert einem, dass es die öffentliche Meinung, Krawall, Aufruhr, pinkes Trikot. Mhm. Aber dann sieht man es ja an den absoluten Verkaufszahlen. Digga, das ist, die nur ein harter, das ist einfach nur eine kleine harte Gruppe im Verhältnis, mhm. die richtig lautstark sind, überall diese Meinung drunter ballern und man selber bekommt suggeriert: Scheiße, Digga, Ey, Max, das wird ja bin, übel weggeflamed. Ich bin ehrlich, ich habe es auch gekauft. Ja, same. ja Ich schwöre, fand, fand, ich, ich fand's geil. Alleine, ich gesagt, ja, ist ja, es kommt. Das Sieht doch geil aus. Das ja. ist auch nicht das erste pinke Trikot von der Nationalmannschaft. We weiß, ich, weiß ich gar nicht. Nee, Hatte die ich hatten in den eins? 90ern auch schon so mit pinken Elementen und so. Ja, und die hatten auf jeden Fall immer dieses Grüne, aber das passt ja zum dfb logo Und jetzt mal so. kurz Retalk. Ja. Das war ja bisher nur Trash-Talk. Jetzt mal kurz Retalk. <laughs> Im Mittelalter war pink eine jungenfarbe Ja, rosa für Und, Jung, und ja. blau war äh, Mädelsfarbe. Ja. So, ja, das war immer, immer ein Begriff. So, und die Jungen, Digger die, die Männer haben früher in der Barockzeit zum Beispiel hohe Schuhe getragen. Röcke. Um größer zu wirken. Edel, die lange Haare. Impos Imposant, Digga. lange Haare, Durchparfümiert. Also, wenn man hier diese Steinzeit-Logik äh, ranholt, ne? sind <laughs> Jäger, ja ja, 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 klar. <lacht> <lacht> Motorräder. <Und lacht> das, das ist alles, alles, das das alles Bullshit. Klar. Ist auch, ist, auch, ist auch grundsätzlich erstmal alles Und Quatsch. ich glaube, ja, ich glaube, es ist viel Verteidigungs- Reflex. Aber ja, um das Thema nochmal abzuschließen, genau, also es war damals so für mich echt ja nicht traumatisch, aber grenzwertige Erfahrung und so, mhm. ähm, war gepaart mit einmal der Entwicklung in der Szene, dann diesem Verhalten von mir, wo ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich muss da was gegen Entgegenwirken und dann mit dem Danny-Vorfall, wo es so geknallt hat, Digga, meine Adresse wurde ja dann auch geleakt und ich hatte Polizeischutz vor der Wohnung. So, das ist halt. Du hattest Polizeischutz. Ja, ja. Zivilpolizei. Aber kam ja. jemand? Nein. Aber es war keine geile Zeit, Henke. Nee, das glaube ich <laughs> Und äh, da habe ich dann für mich entschlossen: komm, ich mache jetzt, ich bleibe in meiner Lane und mache nur meine YouTube-Videos. Mhm. Und darauf habe ich mich in den letzten drei, vier Jahren konzentriert. Und das Witzige, oder ja, es ist nicht witzig, aber für mich war es sehr irritierend. Jetzt tauche ich wieder so mehr in die Szene ein, bin auf einmal überall, fange jetzt an zu streamen und ich merke, dass die Leute ein Bild von mir haben von vor vier Jahren, weil äh, ich ich habe also woher sollen sie auch ein anderes Bild haben ne? wenn sie nicht mein Content beispielsweise gucken aber auch selbst mein Content ist ja einfach nur auch Unterhaltung hast du das erwartet dass die Leute immer noch dieses alte Bild haben ich hab Oder, gar, also, nee, was, was hast du was erwartet hab, wie du angenommen wirst Digga, Ich habe gar nichts erwartet. Ich, also ich bin eh so super straightforward dude. Ich mache mir über sowas nie Gedanken. Mhm. Ich overthinke auch nie. Äh, erst wenn es irgendwie losgeht. Aber ich habe einfach nur gedacht, ja, in meiner Community. So, ich habe nur in meiner Community gedacht. Ja. So und ähm, ich habe einfach damit nicht gerechnet, weil ich in meinem Kopf ja jeden Tag lebe und ja weiß, wie ich mich entwickelt habe, wie ich die Dinge sehe, wo ich jetzt heute stehe. Ja, Reim. Nicht schlecht. Und die nicht schlecht. Und die Leute, äh, die mich ja dann nur über Social Media oder so kennen, die ja nicht, obviously, und wenn die geblockt sind und das Hand-of-Block-Meme äh, äh, weiterreiten. Dann ich glaube, ich bin einer, ich, ich, das tut mir auch im Nachhinein, ich glaube, ich bin einer, der diesen Begriff Hand-of-Block voll gepusht hat. <laughs> ich glaube, ich war einer der Ersten, der kommt Hand-of-Block wieder am Start. <laughs> Knabe. Head of Block. Ja. Äh, <laughs> und äh, ich war total fassungslos erstmal, was abging und habe gemerkt, dass viele so alte Gräben auch gefühlt aufgerüttelt wurden. Mhm. So, ich glaube, es gab auch in den letzten drei, vier Jahren, dadurch, dass ich auch so untergetaucht war und nur scheiß, meine scheiß Videos gep äh, gepumpt habe, gab es auch so ein, zwei Narrativen, die sich so über mich voll in der Szene verselbstständigt haben, ähm, wo ich auch jetzt merke, krass, okay. Ich quatsch mal mit den Leuten so, was ist denn da los? Ja. Woher kommt es denn? Da geht es um irgendwelche, irgendeine Kontaktschuld von Dekadent oder so. Der hat Spandau-Verbot. Das hat irgendwie Stay mal in einem Podcast mit Maurice von Bonjour gesagt. Bin ich jetzt so dekadent und, und, und Stay? Hab die mal angehauen. Jungs, also, ich, ich, also ich, ich nicht, oder? Ja. Und dann haben die erstmal erklärt, nee, ist eine andere Person, die mal in Spandau gewohnt hat, die das äh, gesagt hat. Ja. Und dann war ich auch so, okay, ja, aber ich glaube, die Leute denken, ihr meint mich. <laughs> ja, ich glaube, ich weil glaube, weil Alles, was ja mit Spandau zu tun hat, ist irgendwie automatisch of Blatt, aber überleg mal, wer alles in Spandau Content macht. Natürlich, es sind, es sind viele, ich sag mal, das es ist crazy. Es und ja die haben auch untereinander teilweise gar nichts zu tun miteinander. Es, am hat, Hut. es hat sich ja eine große, große, ich sag mal, Content-Creator-Szene hier auch schon gebildet ja. und ich glaube, du stehst als, ich sag mal, ja als Figur immer immer so ein bisschen heraus, weil du, muss man ja sagen, der Größte bist aus dem ganzen Content und wahrscheinlich auch der lautstärkste. Das könnte ich Möglicherweise, mir auch Möglicherweise, ja. ja. Äh, sei es, sei es in, in der Art des Contents machen, weil das muss ich immer sagen. Auch wenn ich, äh, so gebe ich auch zu, wenn ich dich zeitweise so kritisch betrachtet habe und da haben wir haben wir auch schon äh, private so drüber geredet, habe ich immer dich als Content Creator äh, sehr zu schätzen gewusst. Also ich habe immer gesagt, egal wie ich, wie ich über, über Max als Person denke, äh, finde ich ihn als Content Creator durchgehend krass. Darauf trinke ich. Prost. Glück auf. Prost. Prost. <laughs> nee, ähm. Und tatsächlich, was du halt gerade auch sagtest, so äh, ja, aber, äh, der Eindruck, den Eindruck, den man über Spandau hat, und äh, es sind dann auch immer, das kannst du hören sagen, es wird viel geredet, es wird viel Voll, erzählt. das ist so krass in der Szene, heilige und, Scheiße. Und jetzt wollte ich dich immer mal fragen, ja, wenn du es nicht beantworten willst, dann, <laughs> äh, dann äh, können wir es auch, können auch schneiden. Aber es gab immer das Gerücht innerhalb der Szene von einer schwarzen Liste von Spandau. Also äh, so das, das, so, äh, das, dass, man, dass man sagt, ja, okay. Dass so Leute geblacklistet werden und ja, ja. mit denen darf niemand, mit, in mit denen darf niemand was machen. komplett hanebüchend. Gab's komplett. nicht. Kam auch bei uns an. Ja. So, weil, wie du sagst, die Szene redet und viel so über Eck. Erstmal muss ich sagen, ich habe jetzt viel mitbekommen, dass über den in den letzten drei, vier Jahren viel über mich auch geredet wurde. Mhm. Und ich finde es sehr schade, dass Leute einfach nicht mal auf mich zukommen und fragen, jo, Max, ich habe gerade das gehört, stimmt das denn? So hast du ein Problem mit mir. Mhm. Weil dann wären, wir, dann wären wir schon viel weiter so. Natürlich, ja. Aber, man einfach mal, aber ich verstehe auch so, die Leute, bin ich ja auch ein Stück weit harmoniebedürftig, konfliktscheu. Mhm. Da will man jetzt auch kein Fass aufmachen und willst jetzt auch nicht äh, Out of nowhere bei einem Hand of Blood fragen, Digga, ich habe gerade das über dich gehört, stimmt das denn? So. Yeah. Also check ich auch, aber ich würde es mir wünschen, dass es so wäre, weil dann könnte ich auch ganz schnell den Leuten Zahn ziehen und sagen, alles cool, alles entspannt. Aber ja, die Szene redet sehr viel hinter den Kulissen. Und es kam auch bei uns hier an. Yeah. Und ich meine, wir sind ja auch eine Agentur in der Branche. Voll, natürlich. Und dementsprechend ist es ja auch ein bisschen business relevant, wenn da erzählt wird, ne, weil Spanner ist ja wie so eine Schublade, wo ein bisschen was reinkommt. Da ist Hand of Blood drin, da ist Instinct 3 drin, wer ist da noch alles drin, keine Ahnung. Ja. Oder wird zugemacht. So und dementsprechend ist natürlich auch für die Agentur relevant oder kann es relevant sein, wenn es heißt, ja, hier in der Spanner bubble oder hier bei Henno, die haben da eine Blacklist. Und wir haben das hier intern mal, ich erinnere mich, so gab es so ein, zwei äh, kurze, so, ja, nicht Meetings, aber wo, wo man das mal so aufgegriffen hat und kurz gequatscht hat. Ja, doch schon ein Meeting. Aber so, hey, haben wir irgendwas? Und dann haben wir mal geschaut, bei uns Asana nutzen wir so als Kommunikationstool und mhm. Organisationstool und wir haben nichts gefunden. Also es gab keine, es gab nur mal eine Liste, wo ich gefragt wurde, jo, hier, wir pitchen ja viele Kampagnen an Kunden und haben auch viele Eventanfragen, Max, wie ist das denn bei dir? Du hast ja jetzt ein bisschen zurückgezogen. Äh, was sind denn so Leute, wo du sagst, jo, wenn die da sind, hast du keinen Bock oder siehst du nicht als sinnvoll an? Ja. So, beispielsweise, ne, ähm, keine Ahnung, ich werde eingeladen zum, hier wir haben Gamevasion gemacht damals. So war so Ersatzprogramm für Games. In Hamburg war ja, Oder so ein Peace Meet event ja. Stell dir vor, ich wäre beim Peace Meet event eingeladen. Ja. So, und dann wäre dann APORED, würde ich wahrscheinlich sagen. Also damals, boah, bin ich raus. Ja. So, natürlich um Gottes Willen, ja. Genau. Und das war so, da habe ich dann so ein paar Namen eingetragen, die ich damals einfach nicht gefühlt habe. Menschen, die ich entweder fragwürdig fand. Oder die, mit denen ich mich einfach nicht identifizieren konnte, wo ja auch dann niemand was davon hat, muss man ja auch mal sagen, wenn ich mit beispielsweise einem ApoRateds mal als wildes Beispiel ja. vor der Kamera stehen würde und wir sollen da irgendwie, keine Ahnung, irgendein Minigame oder eine Challenge spielen, das fühlt ja niemand. Ist ja auch das im Endeffekt nicht, für den Kunden nicht. Nicht, nicht, äh, nicht förderlich. Genau. Wenn du jetzt beispielsweise, ihr, ihr habt eine Kampagne oder es ist eine Kampagne ja. vorgestellt, ein Dreh oder was auch immer. Ja. Und du sollst da mit Menschen zusammenarbeiten, wo du wertemäßig überhaupt nicht mhm. konform gehst. Oder sei es, ihr kommt persönlich, aber nehmt miteinander mal klar. Was auch, man kann sich einfach nicht riechen, egal. Ja so was ist ja auch das Normalste der Welt. Das passiert kann, ja in jedem natürlich. Freundeskreis auch. So gut, klar. Man lebt sich zusammen, man lebt auseinander. Das muss auch nicht immer am im Gegenüber liegen, das kann auch mal an einem selber auch liegen. Natürlich. Ähm, und es muss auch erlaubt sein, dass man Menschen beispielsweise einfach nicht in seinem Leben haben möchte. Ja. So, das ist ja das Normalste. Der ey, Welt. ich habe auch, hab auch Leute in, mein, in, in meinem Kreis oder in meinem Dunstkreis, wo ich sage, ey, als so privat mit denen rumhängen, mega geil, am Arsch könnte ich mit denen zusammenarbeiten. Nie im Leben, das wird nicht funktionieren. <laughs> ja, das gibt's auch, ja. Ja. Ähm, ja, und sowas gab's, so, aber das war halt wirklich. Einfach nur so für, für mich und für Anfragen. Und ich glaube, es wurde auch nie groß angewendet, weil da waren halt Leute auf der Liste, die sind eh nicht bei irgendeinem Event. So, ja. du, wie ich oder, oder selten. Zumindest, ja. so. nee, ich, aber ich hatte, ich hatte tatsächlich. Aber auch es schon gab mal auch oft das Gerücht, dass wir Leute irgendwie canceln würden und so. Mhm. Und das. Ey, ich glaube, das ist halt viel so. Zum einen Missverständnisse, die man eigentlich ganz gut aufarbeiten hätte können. Mhm. Ähm, und auch auf der anderen Seite, glaube ich, ich habe das Gefühl, dass gerade während der Corona-Zeit das auch so ein bisschen ähm, entstanden ist. Und das war generell in meiner Wahrnehmung eine Zeit, die als Katalysator gedient hat, wo vieles auseinandergedriftet ist. Zum einen unsere Szene, aber auch ich habe so viele Menschen auseinanderdriften sehen in dieser Zeit. Super viele Beziehungen sind Bruch gegangen in meinem Umfeld. Yeah. Ähm, und ich glaube, das war für uns alle eine komplett beschissene Zeit, für die allermeisten. Und ich habe das Gefühl, dass da auch gerade gepaart mit meinem Rückzug so viel einfach drunter und drüber ging, wo man mit ein bisschen, ja, aber ich glaube, bin ich auch viel selbst dran schuld, dass das auch so entstanden ist und Leute auch, guck mal, allein, dass Leute nicht das Gefühl haben, sie können auf mich zugehen und, und das so ansprechen, heißt ja auch schon was. Mhm. So, ne? Ich muss ja echt ein paar Dinge falsch gemacht haben. Und wenn es nur ist. Ich suggeriere anderen, man sollte, man da, wenn man gegen meine Meinung ist, dann finde ich die scheiße oder so, weißt du? Ich glaube, sowas gab es auch viel. Weil ich eine laute Meinung habe, weil ich immer outgoing war und weil ich mir dem Finger gezeigt habe, hatten safe auch Leute in meinem Umfeld ein bisschen Schiss, wenn sie mal eine andere Meinung hatten. Was super schade ist, weil das war ja nie meine Intention. Und wenn es so war, erinnere ich mich auch, ähm, zum Beispiel mit Papua hatte ich oft äh, bei, nein, nicht oft, aber ab und an echt unterschiedliche Meinungen. Wir haben dann darüber diskutiert, so auf Arbeit. Mhm. Ne? Und das ist auch in Ordnung, so soll es ja auch sein. Aber ja, ich glaube, mein Verhalten war damals sehr idealistisch, so von oben herab. Viel mit dem zeigen, habe ich jetzt nicht gesagt. Aber es, gab es jetzt, äh, jetzt straight up die Frage, gab es Situationen, wo du, wo du Finger auf die, also Pistole auf die Brust gesetzt hast und gesagt hast, hey, wenn, wenn, wenn du mit du dem was machst, dann mache ich mit dir nichts mehr? Pass auf, ähm, es gab mal, ähm, erinnerst du dich an die Zeit, wo äh, Trimax angefangen hat, mit Monte was zu machen? Ja, natürlich. ja. ja. Und war das nicht so um Fortnite-WM rum? Nee, das war ein bisschen weil, danach. Ich glaube, Pokémon-Karten kamen, dieser Hype. Okay, und dann ja. hat, glaube ich, Trimax super viel mit Monte gemacht, weil das irgendwie so ein Engel war, wo sie beide drinsteckten mhm, und m -m. so. Und ich habe ja bis zu dem Zeitpunkt giga mit Trimax gemacht. War der ja, ja auch zu Freaks for You gehört? Genau. Ja. Ja. Wir haben ja. Alles zusammen gemacht, mhm. Digga, ne? Auch bei Fortnite war ja dann unser Ding und so. Und ich war mit ihm in LA, ich war mit ihm in New York für, für Epic Games. Hier. <laughs> ja. Und äh, ähm, dann auf einmal macht er was mit Monte. Und nochmal, ne, das war zu einer Zeit, wo Monte rumgegangen ist und Frauen gecatcalled hat live on stream, ne? Eine mhm. halbe Stunde. Ja. Und problematische glaub, Dinge bei euch. der größten Skandal, die es damals gab. Ja. Oder diese Frauen sind wie Hunde, erinnere dich mal daran. Ja, so, das war ja auch. Ja, ich glaube, die Frauen-Situation Frauen, 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 ist wieder so ein Ding gewesen, der ist so. Der, ja, ja, hat, das, der hat das nicht böse gemeint, aber halt so montemäßig irgendwie so ja. artikulationsweise verkackt. Ja, so, voll. Ja. Und da kann ich auch voll verstehen, da kann ich die Kritik auch verstehen. Ich glaube, das versteht er selber auch. Safe. Das sagt er auch heute. Mhm. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass er es versteht. Ich meine, ja. wir kennen ihn wir kennen ihn ja beide. so. Ja, und ähm, wo war ich? Genau. Und dann macht auf einmal Trimix was mit dem und ich war so, hä, was. Hä? Warum? Weil damals, ja. muss man sagen, ne, heutzutage macht Monte ein äh, Winterfest, mhm. lädt alle ein und alle sind am Start so. Ja. Er ist so ein bisschen so die Sonne mhm. gefühlt. Und damals war es das komplette Gegenteil. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das noch so viele auf dem Schirm haben. Aber Monte war damals wie so ein rotes Tuchfass. So, keiner hat gewagt, mit dem was zu machen, weil er halt andauernd so solche großen Skandale hatte. Ja, und weil die alle, weil die alle Schiss hatten, dass ihre Werbefreundlichkeit drunter lag. Ja, das Kontakt und, schon und ja. auch Kontakt, ja, dass man irgendwie dann auch dafür von anderen Content CreatorInnen abverurteilt wird, weil man jetzt was mit Monte macht und so. Wurde ich, also, aber muss man, muss ich straight up sagen, wurde ich auch. Hm. Also als ich damals zu der äh, zeitweise zu, dem, zu der Mario Kart Crew so gehörte, wo wir dann immer hin und wieder Mario Kart einfach gedaddelt haben, gab es auch Zuschauer, die gesagt haben: Ey, warum, warum packst du dich mit Monte zusammen? Klar. Weil äh, ich glaube, das, das Bild über mich, ich meine ich bin jetzt nicht King of Currywurst, es interessieren sich jetzt also nicht wahnsinnig viele Leute für mich, aber das Bild über mich in der Szene war auch äh, eigentlich immer ja, der Typ ist recht based mhm. so ähm, und, und halt wahrscheinlich, was man so sagt, so well connected. Warum hat er das nötig, jetzt sich mhm. mit Monte auch noch zu verbrüdern? So. Mhm. Äh, aber für mich ist da nochmal eine ganz andere äh, Geschichte, so Vorgeschichte hinter, wie ich Monte kennengelernt habe und wie ich mit ihm zu tun hatte. Äh, andererseits muss man auch sagen, Monte und ich, wir verstehen uns gut so, aber wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, ey, wir, wir. Telefonieren jetzt jede Woche und mhm. laden gegenseitig unsere Eltern zum Essen ein oder so ein Quatsch. Schön das, auf eine Erbsensuppe. Ja, ja. Schön bei, schön bei Oma auf, auf Grünkohl. Nee, aber das. Bei, ist also, auf so einem Ding. Also ja, <laughs> aber nee, das ist, also das ist ja in der Form, der Form nicht da. Und natürlich sehe ich auch äh, Montes Aussagen und was er, was er alles so, ich sag mal, vom Stapel gelassen hat. Und mich ärgert sowas, weil ich glaube, vom Grundding ist er ein guter Typ. Äh, so aber äh, es Ich glaube, er hat einen. Guck mal, der kommt aus dem Ghetto. Und er hat ein schlechtes Umfeld. Er ist safe. aber anders sozialisiert. Und er hat safe auch nur Ja-Sager um sich herum, habe ich das Gefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er dafür viel gechallenged wird. Mmh, Und ich, ja, ich glaube aber auch, also ich das ist jetzt, ein, das ist halt ein hartes Topic. So ich, ich weiß das immer nicht so auf Content Creator Seite. Aber nee, ich habe ich habe hab so, so, hab so das Gefühl Viele sind auch einfach sehr vorsichtig damit geworden, Montana weg zu kritisieren. Krass, ja. Weil, äh, weil er halt darum, das muss man sagen, weil er so eine Übermacht ist. So. Ich meine, guck dir, guck dir einfach mal an, was, was passiert, wenn irgendwie Monte jemand mal, mal angreift hm. und dafür kann er persönlich nicht mal was, es gibt einfach so einen krassen Personenkult und so einen, ja so ein riesiges Fanzine natürlich natürlich äh, klar aber äh, die, ich glaube ich weiß nicht ob er es, ob er es selber unterschätzt man kann ich ihn ja auch mal äh, in, die, in der Corner irgendwie dazu mal befragen ähm, aber es sind ja es sind eine Menge an Leuten die ihm folgen unsagbar die unsagbar krass loyal sind und hinter ihm stehen und äh, ich glaube wenn du den da einmal irgendwie auf dem Tisch kackst. Ich es ja häufig gemacht. So, uh, ich glaube, das, das kann halt auch mal ordentlich wegfallen. Oder David auch, ne? Diese Frauen sind wie 100, ja David Hein damals losgelöst, sag ja. ich mal. Ne? Seitdem hat er nie wieder wem angefeindet. Weil der hatte da seinen Danny-Moment, so den ich hatte. Wirklich, also ich ist ja ein guter Homie von mir, David. Mhm. Und der hat da gar keinen Bock mehr, also der hat auch gar keinen Sinn mehr dran gesehen, irgendwie sowas zu kritisieren weil er nur Scheiße gefressen hat dann, ne? Und ich glaube, da haben diese, die, diese Communities so vielleicht ungewollt, gewollt so ein Exempel statuiert, ja. dass man halt sagen kann, ey, fick nicht mit uns. Ja. So, sonst passiert das. Ja. Und ich glaube, das ist halt das, was so Ich habe ja auch so häufiger gegen Monte mhm. geschossen. Mhm. Und ähm, was viele, glaube ich, nicht wissen, wir haben parallel dazu, wenn öffentlich Schlagabtausch war, auf WhatsApp miteinander Sprachnachrichten ausgetauscht. Mhm. Um nochmal quasi auf Augenhöhe sich auszutauschen. Ja. So, weil Twitter geht nur bedingt, ähm, kann man nur bedingt irgendwie seinen Punkt auch vorbringen, detailliert. Da geht es ja eher darum, ein Statement zu setzen, eine Meinung zu veröffentlichen. Aber da geht es ja, da kann man ja nicht ordentlich miteinander diskutieren. Nee. Und ich erinnere mich, dass ich, äh, dass wir parallel auf WhatsApp, als ich ihm nochmal erklärt habe, warum das meiner Meinung nach äh, fragwürdig ist, was er da macht, so, ne? Wo er dann auch das einsieht und äh, sich bedankt und er sagt, dass er sich wünschen würde, dass da mehr Leute in seinem Umfeld hätten, die ihn, so wie ich das mache, Challenger. Jetzt nicht genauso, aber so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das fand ich sehr krass. Da hätte ich gar nicht gedacht, das hat mich auch voll verblüfft. Erstmal, dass man mit Monte doch dann so rational über diese Punkte sprechen kann. Trotz auch unemotional. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite. Er dann auch so die Metaebene checkt, ähm, wo er nicht nur äh, reflektiert und den Fehler einsieht und sich dafür bedankt. Ich meine, ich kann ja auch falsch liegen, ne? Don't get me wrong. Ja. So. Aber dass, dass er das dann so einsieht und dann auch sagt, so, ey, ein Stück weit auch danke. Er wünschte sich, er hätte solche Leute im engeren Umfeld, die ihn challengen oder so. Aber warum wurde sowas, also dass ihr, dass ihr diesen privaten Diskurs habt, warum wurde das? öffentlich nie so eingeordnet. Weil ich beispielsweise höre das jetzt zum ersten Mal mm. so. Warum habt ihr das nicht gemacht? Weil ich glaube, das hätte viel, hätte viel Probleme gelöst ja, oder, oder potenzielle Probleme, ich sag mal, vermieden. Also, es ist jetzt sehr lange her, ne? drei, vier, fünf Jahre. So könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich kann mir vorstellen, dass damals ne, Jeder hat so sein Statement rausgekommen. Beziehungsweise er hat ja dann auch nie groß was dazu noch gesagt. Er hat Gefühlt Scheiße gebaut. Ich habe gesagt, das ist Scheiße. Und dann haben sich die Communities geklärt. Und, so. und, und ihr beiden habt das unter euch ausgemacht ja. und das hat sich dann so im Sand verlaufen. Ja. Genau. Und ich glaube, hätten wir dann irgendwie, was sollen wir machen, da jetzt nochmal Statements und bla, dann hätte man das, glaube ich, noch viel mehr aufgebauscht. Weil, guck mal, mein Anliegen ist es doch am Ende des Tages, einerseits aufzuzeigen, warum sowas fragwürdig ist, mhm. ähm, dass die Leute einfach das mal gehört haben. Ob sie es genauso sehen, sei mal dahingestellt, aber dass sie es mal gehört haben. Und auf der anderen Seite, dass Monte vielleicht dann auch checkt äh, oder mal einfach bei sich schaut, ey, hat er vielleicht einen Punkt, der Henno. Ja. So mehr, um mehr geht's mir ja nicht. Beziehungsweise, naja, damals war natürlich auch viel Frust dabei. Und ich wollte einfach auch gegenhalten, ne, gegen diese Entwicklung, was ich meinte. Aber äh, nochmal zu deiner Frage. Hier, Trimax hat mit äh, Monte dann auf einmal äh, angefangen, Sachen zu machen. Mhm. Und das hat mich voll irritiert. Weil, wie gesagt, das war zu genau so einer Zeit ungefähr. Ja. Äh, Monte war vor allem durch seine Skandale so äh, über seine Bubble hinweg hinaus bekannt. Äh, war schon fast ein rotes Tuch für Leute, für Partner. Für Partner auf alle Fälle, ja. ja. Und auch für Leute teilweise. Und dann sitzt er halt Trimax und äh, ballert mit den Pokémon-Karten und so. Ich und so, Digga, was geht denn jetzt ab? Ja. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach Trimax mal angerufen hab mit ihm gequatscht, mhm. habe mit ihm wollte wollte mal hören, was so seine Gedanken dazu sind und habe ihm erklärt, dass für mich natürlich jetzt schwierig ist, weil ich kann mich damit gar nicht identifizieren, was die beiden da machen, dass der da Trimix dann jetzt mit Monte was zusammen macht, der ja kürzlich dann irgendwie den letzten Skandal hatte und so, weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Und dass ja Trimix und ich machen ja eigentlich viel miteinander. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und was ich mir gewünscht hätte ist, wenn wir einfach darüber offen diskutiert hätten und dann irgendwie einen Modus gefunden hätten. Aber ich glaube, entweder habe ich es falsch rübergebracht, oder Trimax hat, das war dann auch ein bisschen überfordert mit dem Anruf und hat es nicht ganz verstanden. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich ihm dann gesagt: Ey, okay, alles entspannt, weil er fing dann an, was, wenn ich nur einmal im Monat was mit ihm mache? <laughs> und, so. und ich war so: <laughs> ja, ja, Digga, darum geht es mir doch gar nicht. Ne? Ja. Ich will einfach nur mal horchen, wie es jetzt dazu kam, was seine Gedanken dazu sind. Und dir auch mal ein bisschen nahe bringen, dass ich für mich das jetzt schon ein Problem auch irgendwie. Hat er sich in dem Moment angegriffen gefühlt? Ja, das glaube ich halt. Ja. Und das, das habe ich auch in dem Telefonat schon ähm, erahnt, weshalb ich gesagt habe, du Max, alles entspannt. Komm, mach dir einfach mal Gedanken drüber und rufst zurück. So, und dann quatschen wir weiter. Und der Rückruf kam halt leider nie. Und das war dann für mich natürlich Antwort genug. So, die haben ja auch weiter was zusammen gemacht. Und das fand ich sehr schade damals, weil, wie gesagt, ich habe über Jahre was mit Trimax. Digga, Trimax und ich haben Fortnite Battle Royale zusammen gestreamt. Da haben alle noch PUBG gestreamt. Ja. Äh, keiner hat, alle dachten so, was ist das denn für Scheiß-Comic-Grafik? Und kein, keiner hat sich verfolgt. Ne? Also, wir haben schon echt viel mit äh, zusammen gemacht, waren an vielen Orten. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und ich meine, das war dann auch alles so für mich eine weitere Abkapselung. So, ne? Und ich war ja eh in diesem einigel modus aber jetzt zum Beispiel habe ich ihn äh, bei der Baller League sieht man sich ja häufiger. Genau. Und ich habe ihm da auch erstmal direkt beim Draft Day gesagt: Du magst, keine Ahnung, was du gerade über mich denkst oder so, aber <laughs> von meiner Warte alles cool. So. Und ich habe ihm jetzt auch schon ein, zweimal gesagt: Lass mal quatschen, einfach mal, weil ich würde echt gerne mit ihm das aufarbeiten, weil ich glaube, das hat er falsch verstanden. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ich glaube, dass das auch dann ein bisschen die Runde gemacht hat. Du hast in deinem in, in dem spiegel hast du erwähnt, da wurdest du gefragt, ob es eine Verjährungsfrist für ich sag mal Skandale gibt hm. im, im Social Media Bereich. Was meinst du? Wie sollte man diese bewerten beziehungsweise was wäre eine optimale Instanz dafür, um zu sagen, okay, der Skandal ist jetzt, äh, ist jetzt langsam mal erledigt und dieser Skandal den äh, den verzeihen wir nicht so easy. Also, ich glaube, es kommt da natürlich immer auf den Case drauf an. Und guck mal, das Problem, dass, was wir ja in unserer Industrie haben, die ja. Influencer-Branche, ist, dass ähm, wir haben jetzt zum Beispiel keinen Presserat Weißt du, also eine Instanz, nee. die sagt, ey, das geht aber gar nicht, weil wir haben diese Standards und das schon. Oder eine Art von Zertifizierung oder keine Ahnung, wir haben ja gar keine Regularien. Bräuchten wir sowas? Weil. Wäre es nicht verkehrt? Ich glaube, ich glaube, es würde helfen, um ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen ähm, und auch den, den Qualitätsstandard äh, zu erhöhen ja. von Diskursen, von Inhalten und so weiter. Ich glaube, es gibt noch viel Regulierungsbedarf und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, Leuten den Mund zu verbieten, aber zum Beispiel Glücksspiel für Minderjährige. So, Das, das, das wird ja null angefasst. Mhm. So, in anderen Ländern wird das schon angefasst. In Frankreich, in Niederlanden wird darüber geredet, in Belgien ist das schon durch. So, ne? Und das ist ein heißes Thema, aber in Deutschland sind wir irgendwie nicht so weit. Ja, bei uns ist das irgendwie so eine ganz komische Grauzone. Ein bisschen wilder Westen, so die, die, die influencer uns. Nur in, in Schleswig-Holstein. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, und genau, aber um auf deine Frage zu kommen, ne, weil die, die könnten sowas, glaub, also hätten wir so eine Instanz, wäre das, glaube ich, simpler, ja. sage ich mal. Aber da wir die nicht haben. Ich denke mir, das muss halt jeder für sich entscheiden, wie er Skandale von anderen Personen wahrnimmt und einordnen. Ich komm, es kommt da sehr auf den Case drauf an. Äh, ist es ein Rassismusskandal? Ist es äh, I don't know, ne? Also man kann ja super differenzieren. Glücksspiel, Rassismus, Sexismus, Homophobie. Wo wir wieder Aussagen, bei diesen Graustufen. Halt, ja. äh, Tier, Tierqual oder I don't know. Ja. Ne? Kann ja alles Mögliche sein. Und guck mal, wir, an, wir haben doch allen unterschiedlichen moralischen Kompass mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja. So, mir ist zum Beispiel Tierschutz hilarious wichtig. Ist mir scheißegal zum Beispiel. So, ey, Spaß. Zum Beispiel. <laughs> Na, nein, aber gibt es ja Leute, ist mir zum Beispiel Nein, aber wäre wär für mich in Ordnung gewesen. Da, so, ja, nein, aber also egal ist einem ja nichts. So, nein, natürlich ne? nicht, nein. Aber man gewichtet ja, oder die Themen triggern einen unterschiedlich. Ja, und es sind einfach so Interessenabstufungen. Ja. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Ich denke mir, ey, wenn da jetzt vor, zum Beispiel und dann also ja, wobei eine Perspektive gibt es noch, die reinkommt, so wenn jemand natürlich das gerade gerückt hat. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich habe äh, während der Black Lives Matter-Bewegung, äh, da gab es, äh, genau, da ging es darum, was ist Rassismus? Gibt es Rassismus gegen Weiße? Erinnerst du dich? Ja. Yeah. Und ähm, ich habe damals... Noch nicht gecheckt gehabt oder ich glaube davor und dadurch habe ich es dann gelernt. Aber zu der Zeit gab es auf jeden Fall so einen Proz äh, ähm, Pro nee, Prozess in mir, doch, einen Prozess in mir, wo ich tatsächlich dachte, okay, Rassismusgegenweise gibt es, und ich habe es dann gelernt und dann auf Twitter aber auch mal richtig gestellt, weil ich hatte mal mit iBlali, Aiblali hatte das mal irgendwie erörtert und ich habe mich ein bisschen über ihn ja, nicht lustig gemacht, aber ich habe gesagt, der Bruder labert Scheiße. Warte mal, welche, welche Position hatte genau Aiblali? kurz zu Alblali hat er erklären wollen, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, weil Rassismus ein äh, Konstrukt ist, aus der Kolonialzeit entspringt, ja. wo ähm, die Diskriminierung äh, systemisch, äh, systematisch oder strukturell tiefenstrukturell äh, durchgeführt wurde. Ich glaube, Das Und ist eine das Definitionsfrage ist, im Endeffekt, oder? Nee, ja, aber also, 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 das, ist die, ja, aber das was, ist die Definition von Rassismus. Ja, dass er ja strukturell, genau. genau, genau. Äh, ich glaube, strukturell ist ein wichtiges Wort da. Genau. Ja. Und natürlich gibt es auch weiße Bauern in Südafrika, die diskriminiert werden. Ja. Aber das ist kein Rassismus, weil ich, sie nicht ich, strukturell ich, darunter ich leiden. Glaub, ich glaube, hm, ich glaube, das Wort strukturell ist wichtig. Und ich glaube, ähm, da muss man differenzieren zwischen dem strukturellen. Das ist doch auch geil, dass wir so ein Thema mal. Komm, ja, nehmen nein, wir mal mit, nein, so aber, Ja, aber warum nicht? warum nicht? Ich glaube, es ist wichtig, dabei zu erwähnen, äh, dass das struktureller Rassismus und so gesellschaftlich struktureller Rassismus äh, nochmal ein ganz, ganz anderes Paar Schuhe ist als vereinzelter Rassismus im, im Gesamten. Ja, aber das zum Beispiel. Also die, die Unterscheidung ist ja, was ist Diskriminierung und ja. was ist Rassismus? Ja. So, und bei Rassismus geht es einfach darum, dass wir als Europäer andere Kontinente versklavt haben. Ja. Und die importiert, haben. Ich sag mal, unsere Vor weitestgehenden Vorfahren äh, sind gut unterwegs gewesen, was sowas angeht. Absolut. Ja. Und ähm, daraus ist Rassismus entstanden. Vollkommen. Digga, es gab Menschenzoos, wo die Afrikaner, in importiert haben nach Hagen, Deutschland. Beck, Hamburg, und, ja. Und, ja. Ähm, da fand Entmenschlichung statt. Ja, das waren Tiere. Ja. Und das ist struktureller Rassismus, weil wir ihn als Weiße, als die Herrschenden zu der Zeit auch, mhm. weil wir einfach schon weiter waren, so ein bisschen auch ähm, technisch oder. Industrialisiert. Ne? Ja, ja, die Industrialisierung, safe, ähm, die Seefahrt. Und äh, das haben wir krank abused. So. Natürlich, natürlich. Und äh, das ist Rassismus. Der entstammt aus der Kolonialzeit. Und äh, den gibt es halt auch noch heute. Ja. So. Der, der, der hat den Ursprung in der Kolonialzeit. Und wir leben den teilweise noch heute aus im Alltag. Es gibt Alltagsrassismus gegenüber äh, POCs, es gibt alles Mögliche. Ja, ja fängt es an mit. Äh, ja, genau, wir geben, wir geben die dessen, Wohnung an bestimmte, ich sag mal. Genau. Nachnamenspektren nicht ab, so, so, und weil, dann, wir, weil wir und da das und das erwarten solche Sachen. Genau, und dann gibt es halt Diskriminierung. Und Diskriminierung ist halt genau das, was du, glaube ich, äh, aufzeigen wolltest, wo das im kleinen Rahmen gegenüber allen genau, möglichen Gruppen genau, stattfindet. Genau, genau. Und da ich, ich glaube, da sehe ich dann den, den kleinen Unterschied. Ob man das jetzt unbedingt Rassismus gegen Weiße nennen muss, ist jetzt eine andere Frage. Ja, auf jeden ich Fall. Glaube, ich denke, es steht nicht in der ich Verhältnismäßigkeit. Man... Ich glaube, der Rassismus gegen. Ging, wenn, wenn wir von einem Rassismus gehen, weil der steht nicht in der Verhältnismäßigkeit zu strukturellem Rassismus. Ja, und das ist Diskriminierung, Henke. Genau. Also, ja. es ist kein ja, straight, Rassismus. Ja, straight, yeah, straight up, straight ja. up, yeah. weil, ja. Weil äh, Weiße äh, wurden jetzt nicht über Jahrhunderte unterdrückt, fast nein, klar, nein, verkauft, nein, 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 importiert alles. Nein, nein. Ne? Ähm, genau. Und das musste ich lernen. Und das zum Beispiel, da habe ich mir extra, weil es war mir so unangenehm, ja. weil, guck mal, zum Beispiel Rassismus ist für mich auf meinem Wertekompass ein Schwerpunktthema eigentlich. Ja. Äh, aufgrund. Unserer Vergangenheit in Deutschland sehe ich das als etwas, was, wo ich mir sehr bewusst drüber sein sollte. Digga, mein Opa hat im Krieg mehrere Menschen umgebracht, wurde fünfmal im Panzer abgeschossen, ist immer rausgekrabbelt in den nächsten Panzer aus Überzeugung geklettert und hat, hat weitergemacht. Und ich muss jetzt mal gucken, ich bin dafür nicht verantwortlich, was, was mein Vorfahren, meine Vorfahren gemacht haben. Du hast also, äh, also unsere Generation ist dafür verantwortlich, dass so ein Scheiß nicht nochmal passiert. Das. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, was passiert ist, aber ich sollte jetzt das Beste daraus lernen und schauen, dass man, dass das nicht nochmal passiert. Und wir sind dafür verantwortlich, dass es das nicht vergessen wird. Und dass es nicht vergessen wird, genau. Ja. Und ähm, deswegen ist es mir ein wichtiges Thema und zwar mir so peinlich, dass ich diese Zusammenhänge einfach auch historisch noch gar nicht geschnallt hatte. Und deshalb habe ich so ein Thread gemacht. Ey, Leute, ich habe vor einem Jahr das zu Ivlali gesagt. Ich sehe das jetzt anders aus den und den Gründen und habe das so grob erklärt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn es um Verjährung von, von Skandalen oder so ging. Tatsächlich hat damals kein Hahn nachgekriegt, ne? Also, es wurde mir jetzt nicht ich, war kann mich, ich kann mich an diese Diskussion auch gar nicht erinnern. Genau, es war eigentlich kein Skandal. Ja. Ähm, aber, okay, nehmen wir ein anderes Beispiel: Liant. habe ich früher straight up weggemobbt. So Lion, ja äh, mit Löwenkind, ja genau. Genau, ja, habe ich straight up komplett gemolken, habe mich über ihn lustig gemacht über alles, was er gemacht hat, egal ob es ein äh, Musik war, über sein Merch, über ihn als Person. Ja. Ähm, und ich habe ihn vorletztes Jahr getroffen, das erste Mal in meinem Leben. War, war das? wollte gerade sagen, ihr hattet so einen Julian Bam Dreh zusammen? Und da habe ich so also witzigerweise erst äh, bei der Zugfahrt nach nach äh, Aachen dazugestiegen. Und saß im gleichen Zug. Ach. Und dann bin ich auf den Zug zugegangen am Gleis und wir haben uns zusammengesetzt. Und wir haben dann so noch eine Stunde anderthalb zusammengereist. Und wir haben über alles geredet. Wie hat er auf dich reagiert? Ey, der war so offen und easy. Also, mir war es voll das Anliegen, um Entschuldigung zu bitten ja. für diese Zeit ja. und über diese Zeit zu reden. Ja. Gefühlt war er daran desinteressiert. Er war so: Ja, Max. <laughs> Hast du nicht, Aber, aber vielleicht, vielleicht hat er sowieso um die Zeit schon so viel um die Ohren gekriegt, dass ihm das im Nachhinein sowieso egal war. Also, Ich glaube, er hat es verdrängt. Ich, ich, glaube, ich glaube, es ich glaube, er jetzt, ist jetzt tief und vielleicht ist es auch ja. verdrängt. Aber ich glaube, es war so eine Masse, dass er nicht mehr einzelne Personen rauspickt. Guck mal, er hat doch da auch diesen Livestream gemacht, wo er komplett am Boden war und da irgendwie unter Drogen stand. Wie David Hesselhoff, Das, so. das Paris-Ding, ja. 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 Und das hat ja alles darin geufert, eigentlich. Es war jetzt nicht nur ich, aber super viele haben ihn ja gedroppt. Er hat ja crazy viele Leute groß gemacht. Der Leint hat einfach halb YouTube Deutschland erschaffen. Der war doch das Zugpferd von dieser, von dieser Gangbubble, die es da gab. Ursprünglich, war. Ja, ja. ja. Mit Simon Desi und so auch damals noch. Ja, voll. Und ey, das tut mir, mit, ich finde es so schlimm, was um ihn, also was da alles damals passiert ist. Ja. Und ich trage einen Teil dazu bei oder habe einen Teil dazu beigetragen. Ja, und zum Beispiel dieser diese Bushido-Move auf seinem Konzert und so. Guck mal, alle waren gefühlt auf meiner Seite, haben das gefeiert und fanden es lustig. Aber eigentlich ist es skandalös, was ich gemacht habe. Mhm. So, ich habe da einen anderen Content-Creator straight up weggemobbt und habe den belästigt und alles. Und ich kann froh sein, dass ich keinen Skandal dadurch hatte, sondern gefeiert wurde. Wie weird ist das eigentlich? Ja, in einem gewissen Blickwinkel war das vielleicht unterhaltsam und lustig. Ja. Aber für mich ist das eigentlich ein Skandal und ich möchte da das aufarbeiten, das habe ich gemacht und das ist halt jetzt zehn Jahre her. Ne? Und ich glaube unter dem Gesichtspunkt sollte man da niemand mehr böse sein, der vor zehn Jahren mal Anfang 20 Scheiße gebaut hat, das aufgeräumt hat, auf die Person zugegangen ist, um Entschuldigung gebeten hat und das ist dann glaube ich dieses Gesamtpaket, wo ich fest davon überzeugt bin, wenn das eine Person macht, Warum da noch hinterher rennen? In, de, in so einem Rahmen. Guck mal, der Monte sagt auch heute: dieser Stream auf Malta, wo er die Frauen da eine halbe Stunde gecatcoi hat, geht gar nicht, schämt er sich für. Ja. Findet er richtig kacke, rückblickend. Cool. Fein for me, darum geht's doch, dass Menschen dazulernen. Eben. So, und keiner ist perfekt. So, und das kann man auch nicht erwarten. Vor allem, ich glaube, in, in diesem Kosmos, in dem wir uns befinden, wir sind alle so auf Social Media unterwegs diese kriegen diese Reichweitenverantwortung ja. und äh, das ist keine vielleicht keine Entschuldigung, drauf es ist keine, keine Entschuldigung keine Entschuldigung ja. keine Ausrede Nö. aber eine Erklärung ja. weswegen manche manche Leute so handeln wie sie handeln weil sie sich einfach gar nicht so der Tragweite bewusst sind und es ist halt ein Prozess am Ende natürlich klar und äh, ich sag mal von uns uns hat keiner ja beigebracht, ja, ihr müsst euch so verhalten in der Öffentlichkeit oder dies tun. Vielleicht haben das also haben Einzelne im Nachhinein dann. Oder so. Nein, also hatten wir von Grund auf, wenn du jetzt als Grund, von Grund auf von unserer Generation an Content Creators redest, haben wir das alle nicht. Nein. So. Und, äh, natürlich fallen dann manche von uns auf die Fresse und ich glaube, irgendjemand muss irgendwann, zu, irgendjemand muss irgendwann mal zuerst Scheiße bauen. Ja. Ne? So, damit die anderen daraus lernen. Ja. Und ich, ich denke, daraus entsteht dann so eine Art, äh, Wertesystem, was in Social Media in Ordnung ist mhm. und was nicht. Äh, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wir jetzt mit der neuen TikTok-Generation sowieso wieder leider sehr das viel aufarbeiten müssen, voll. weil die haben straight up nichts daraus gelernt aus den Fehlern, die, die unsere äh, Content-Creator-Generation oder unsere Sparte ja, gemacht hat. Mann. Ich habe eh das Gefühl, dass aktuell wir so große Schritte unternehmen als Menschheit halt auch ja. und viel zu schnell mit neuen Herausforderungen irgendwie klarkommen müssen. Mhm. Ey, ich sehe schon AI in, in fünf Jahren. Könnte das richtig grenzwertig schon werden? So. Ist mir was. Es ist, ist tatsächlich so ein Thema. Ich meine, ich würde es jetzt nicht, glaube ich, so groß aufmachen wollen, aber es ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr viel Angst macht. Ja, safe mir auch. So, weil äh, das wird ja immer unberechenbarer. So. Ich habe jetzt auf. Äh, hier, kennst du noch Niklas Kohlholtz? Ja, klar. Der, der macht ja jetzt crazy. Nix da. Äh, Vertical Content und. Da äh, oh, habe ich auch Faller mitgekriegt. Der hat mir Kevin so random gezeigt. Das ist so ja, hast du witzig. gesehen. Ja. Nix da. Wir haben noch vor, was ist ich, wie viele Jahre mit dem Mario Kart gespielt. Ja. Der geht jetzt übel krass auf TikTok, macht so ja, und so. Ja, ja. Ey, der hat, was, hat ey, was war das? Grimme Preise hat er gekriegt ja, und so? Ja. Crazy, woher? Ja. Ich habe nur irgendwann, guck mal, für mich war nix da. Ich war ja zeitweise auch ja, gut und man im Kontakt. Genau, ich war ja zeitweise auch gut in Kontakt mit ihm. So, dann irgendwann ist es so abgerissen. Dann ist er auf Weltreise gegangen. Dann hat er auch ja, zwischendurch Battle Rap? Ja, dann hat er Bellwrap gemacht, dann hat er zwischendurch <laughs> studiert. Stand-up-Comedian war er. Ja, der, der hat alles aus, der ist wie, der ist wie so ein, also so ein Tomatolix-Video als Person. So, der, das ist. Der das ist, ist ein Fähnchen im Wind. Ja, und das ist crazy. Aber gefühlt hat er sich jetzt gesettelt. Ja. ja, und das ist so geil. Jetzt hat er, glaube ich, auch irgendwie Frau und Kind und so. Ja. Und, und, und Der und macht hat, sein den, Ding. Der hat ein Video gemacht über so einen AI-Roboter, der jetzt irgendwie ready ist. Ja. Das war so creepy. Das war straight up iRobot. Das war so creepy. Wirklich? Ja. So ein Haushaltsroboter, der komplett mit dir redet, alles scannt, alles checkt. Du, du kannst ihn alles fragen, der gibt dir die Antworten aufgrund von Berechnungen. Ich weiß gar nicht, wer da letztens war. Wie in einem Film, Alter. In irgendeinem Podcast habe ich drüber geredet, wieso, wieso, äh, ich, was gemischtes habe ich, ich, weiß gerade nicht mehr genau. Äh, da haben sie so drüber ge, ge, gequatscht, von wegen, ja, wie wird die Zukunft so äh, aussehen? Wie werden wir auf unsere Kinder reagieren? Mhm. So und unsere, ich sag mal, wo schon eine, unsere vorherige Generation auf uns blickt mit ja die verzogene digitale Generation. Ja, ja. Wie schauen wir auf unsere Kids, die dann mit ihren Roboterfreunden auf ja. einmal irgendwie reinkommen? Und so ein Scheiß. Ist doch straight up <laughs> weird, oder? Falls wir bis dahin <laughs> noch da sind, Alter. Äh, ja, Hoffen wir es, Mann. Hoffen wir es. Ich würde eigentlich noch voll gerne so äh, drauf. Zu sprechen kommen und wir, haben, wir sind voll, voll reingesprungen, schon direkt, wie eigentlich das ganze Hand of Blood-Ding entstanden ist. So, wie Yo. eigentlich alles angefangen hat. Ja. Ich meine, du kommst ursprünglich, ich, ich verwechsel die beiden, ich, ich meine, das war Braunschweig, ne? Salzgitter, Braunschweig, so die Region. Salz, ja. Salzgitter, wo übel viele irgendwie random herkommen. Das ist so crazy, darüber haben wir privat geschnackt, genau. Marty Fischer kommt daher, so Klavinova. Ja. Den oh. habe ich übrigens immer für einen Hamburger gehalten. So, ja? ich dachte, immer, ich dachte immer, das ist Hamburger. Dann Gronk kommt aus Salzgitter. Aus Salzgitter Lehmstedt und ist dann nach Braunschweig gezogen. Also genau wie ich. Nee, ich komme nicht aus Salzgitter Lehmstedt, sondern Salzgitter Bad. Äh, Kuchen TV kommt aus B äh, Braunschweig. Ehrlich? Ja. So, dann äh, Tam Schäfer, der war früher in der Macht. Tam Schäfer! Ja. ja, klar! Der kommt aus Braunschweig. Den, mit dem habe ich noch voll spät noch. Also, äh, ich habe den war... vorletztes Jahr auf der Remake getroffen, habe mit dem Magic so, gespielt. So ein Atze, Alter. Ja. Ja, und äh, es ist weird, weil das ist halt so eine kleine Stimmt, Großstadt. Auch von da. So, und es kommen so random Leute von da. Das ist, weißt du, was es ist? Das ist Twitch Deutschland heim. <laughs> <laughs> ja, wie hat angefangen? Ähm, ich habe damals, äh, meine Mutter ist sehr viel mit mir umgezogen, äh, meine mhm. Eltern leben getrennt und meine Mutter ist super viel umgezogen, aber immer in der gleichen Region. Und mein Anker war so ein bisschen die Schule. Äh, auf der bin ich immer geblieben, es war die Freie Waldorfschule in Braunschweig. Bin ich immer hingependelt aus Waldorfschule? Salzgitter. War, aber wie, wie. Okay, jetzt muss ich, ich muss übelst die dummen Fragen dazu stellen, ja. Wie, wie war Waldorfschule? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Übelgeil. ist es mit Namen tanzt, weil ich hatte damals einen Kumpel, der, oder, oder wir hatten, wir hatten, der war der war eher im Freundeskreis von meinem Bruder, ich habe mal voll viel mit den Freunden von meinem Bruder rumgehangen, der hieß, der hieß Felix und der hat uns gezeigt, wie man Namen tanzt. Also und ich weiß auf. noch das F. Ja! Ja, ja so. Ey, vielleicht ist das ein, vielleicht war das, weil bei uns, uns hat das so gezeigt. Vielleicht ist das norddeutsche Dialekt für Waldorf. Vielleicht, das kann sein. Ey, das wäre krass. Pass auf, Waldorfschule. Ich versuche es mal äh, grob runterzubrechen. Ja. Ich glaube, der Unterschied zwischen staatlicher Schule und Waldorfschule ist die, dass du in der Waldorfschule erstmal die komplette Grundschule lang Eier schaukelst. Du, geh, <laughs> du gehst auf den Acker, du interagierst viel, lernst viel über Menschen kennen, Freundschaft. Äh, machst so du frösche basic, sammeln basic shit du, du hast einfach straight up eine kindheit und lernst viel soziales miteinander und auch viel so grundsätzliche dinge des lebens ja. so klingt jetzt ein bisschen hochgefasst oder philosophisch aber letztendlich ist es das wird dann wertekompass vermittelt voll absolut ja crazy ich meine du lernst auch hier äh, die himmelsrichtung du lernst einen schönen Kreis zu malen du hast seit der ersten klasse englisch und französisch aber nur mündlich das heißt wird dann Ne? Das ist ja übel geil. Ja, und aber. Das ist auf gut, der, der anderen Seite. Doch, nein, aber ganz kurz. In dem Alter lernst du doch Sprachen mit am besten. Ja, und vor allem halt nicht direkt schreiben, weißt du? Ja, ja. Und so Schreibschrift lernst du dann in der dritten Klasse. Digga, meine Nichte hat in der vierten Klasse über die Osterferien ein Bücherreferat für staatliche Schule halten müssen. Digga, in der vierten Klasse ein Buchreferat über wie, die Osterferien. Wie, wie ist man in der vierten Klasse zehn, neun, zehn. Glaube, ja. Das ja. ist crazy. Das ist crazy. Das ist Und so das ist halt in der Wahlschule ganz anders. Ja. Aber dann zieht halt ordentlich an. Und was halt sehr cool ist, ähm, du kannst halt alle Abschlüsse da machen. Also du kannst Realschulabschluss machen, erweitern Realschulabschluss, Abitur. Äh, ich glaube, Hauptschulabschluss nicht. Und du bist halt die ganze Zeit in einer Klasse. Und das ist so viel wert. Du bist einfach 13 Jahre, die meiste Zeit deines Lebens ja auch im ja. Alltag. Bist du mit den gleichen Arzen drückst du die Schulbank? Und das, ich glaube, das, das, was, das fördert einen Zusammenhalt, ja. den gibt es so auf natürlich keiner staatlichen Schule. Und ich glaube, das war ein Problem, was, äh, was, was ich hatte in der Schule, mhm. weil sich diese viele, Sozialumfelde viele, ich. immer, ja, immer niedriger Man haben. ist immer der Neue oder so, man hat vielleicht mal Schwierigkeiten, sich zu integrieren. Hey, ich weiß nicht, hast, du mal, hast du mal einen Jahrgang wiederholt? Nee. Ich, ich, ich habe äh, mein Abschlussjahr tatsächlich mhm. wiederholt. Hab's dann auch immer noch verkackt. Liebe Grüße. Grüße gehen raus. <laughs> ja, liebe Grüße auch äh, an meine alten Lehrer. Ich hab's trotzdem geschafft, Freunde. Straight up, äh, vom Boardstand zu Skyline. Spaß. <laughs> äh, ich weiß, ich weiß, ich glaube, viele von denen hätten nicht gedacht, dass ich später mal irgendwie so einen Scheiß mache. Ja. Hier. Aber ist ja. gut. Alles gut gelaufen. Äh, jeder findet seinen Weg und Schule ist auch nicht unbedingt. Ja, und das ist halt cool an der Waldorfschule. Und ja, du hast da einmal mal. Aber, wart, eine, aber eine, das eine klingt doch so geil. Ja, ist Warum es auch? hat es denn so ein Digga, ich, das war, ich bin so dankbar, dass ich auf der Waldorfschule war. Es war so eine geile Schulzeit. Alter, wir hatten riesigen Pausen und wirklich riesengroß. Die Die waren aber immer komisch. Ich habe Fußball mit Waldorfschülern gespielt. Also ja. in meinem Verein waren voll viele Waldorfschüler. Kennst du Mitchell Weiser? Ist das Waldorfschüler? Der Bremer? Ja, ja, klar. Der vorher bei Hertha und bei Bayern gespielt. hat, ja, ja, Gegen eine Klasse unter mir. Gegen den habe ich gekickt. Hä? Ja. Hör auf. Den habe ich weggegrätscht. Ehrlich? Klar. Max, <laughs> ey, wirklich. Krass. 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 Wir, aus Lübeck gibt es halt niemanden. So, und einmal in der Woche hast du halt Eurythmie-Unterricht. Aber es finden auch alle scheiße. Alle, die da hin müssen, finden es auch, auch scheiße. Ach, arschwitzig. Es ist witzig. Und es ist auch nicht es ist so, so, so aber, ein Mix aus Yoga und Gymnastik und Ballett. So. Also du tanzt ja keinen Namen. Was hat man da an? So ein Kittel, den in der vierten oder fünften Klasse nähst du ihn selber im Handwerken. Schön mit so einer Nähmaschine, aber zum Treten, nicht elektrisch. Nein, das ich habe ich zu Hause. Und ich habe auch Nemo Bettwäsche selber genäht. Nemo. Guck mal. Und das sind so Skills, digga. Die... Kann ich? ich kann ja, ist aber cool. Ist cool. Aber <laughs> dieses Eurythmie Ding, digga, das ist hart. Ich wollte erzählen, wie ich mit YouTube angefangen habe. Jetzt reden wir über Waldorfschule, das ist auch hart. Ja, so, ja wir machen viel so, auf jeden Spiele. Fall, ich musste mal übel pendeln. Äh, immer so eine Ach, halbe Stunde weit. dahin, weil das war immer im Braunschweig. Ich kam aus als Gitter, so 30 Kilometer. Ja. Und da musste ich immer mit so einem Expressbus dahin pendeln und war dann immer halt nie genau passend da, sondern musste dann immer noch mal eine halbe Stunde da chillen und warten. Halt um, oh, mein, aber das um halb Ich acht. war Dorfkind, ja. war dann in die Stadt rein. Ja. ja. Und ich hatte einen Kumpel, der ging drei Klassen unter mir. Dem ging es genauso, kam aus als Gitter. So. Was haben wir gemacht? Wir haben richtig, einfach eine halbe Stunde immer, jeden Schultag, bevor es losging, über Computerspiele geredet. Videospiele. Ja. Was war das da für damals, damals Spiele? Was hast du da gedacht? Was das denn Zocker? Ja, Star Wars Battlefront, damals Classic, so Gothic 3 kam damals raus, WoW, Burning Crusade. Junge, geil. Alles. Auch Games da immer geholt. Ähm, und wo, ist er, denn, wo ist die Kultur eigentlich hin? Das war so, so schöne Gaming-Magazine. Schöne Hefte. Und, ne? Ja, das gibt's ja nicht. alles online. Ja, schön, ja aber so, ich hatte damals die ich, ich hab die auch noch zu Hause alle. Ich glaube, das war auch von der Unterredaktion von Game Games GameStar? Ich habe die Game Endzone. Pro. Die Endzone hatte ich. Ja, ich glaube, war es nicht Konsole? Nee, stimmt, das war so ein kleines Das war für, das so war für ja. Nintendo. Ja. Nur für Nintendo. Ja, ah, es gab so geile Magazine. Auf jeden Fall, wir haben super viel über Gaming geredet. Und er fing dann irgendwann an, da war ich so in der 12. Klasse, 2010, 11. Klasse. Ja. Finge an, über YouTuber zu reden, die jetzt so, let's play. Mm. Ich weiß so, oh, Digga, was? Welchen Namen haben wir da? CK. Junge, das ist, pass auf, das ist jetzt. Den kennst Punkt. du? Natürlich. Kaum Bro. einer kennt den, wenn Bro, ich den das heutzutage ist, das nenne. Ist, da callst du jetzt einen raus. Das ist so dermaßen kranker OG-Shit. Ja, das, kann, das weiß keiner heutzutage noch. Aber die, die damals schon rumgepimmelt sind auf YouTube und so, ey, meine YouTube-Anfangszeit, Mann, wir haben uns gegenseitig. Ich hatte einen Kumpel, der hatte schon ordentliches Internet. Mm. Bruder, ich bin dahin. Wir haben vom PC gesessen. Sommer, bestes Wetter. Wir sitzen drin in der Bude, gucken uns irgendwelche Skater Videos von Alex Brosko an. Wer den kennt, krasser Inline Skater. Hab nie Inline Skater, weil man war immer ein Skateboard kind ja, Sowas, aber bei uns sowas auch. ist geil, gewesen. Sowas bei uns auch. Tony hab, Hawk Best Ofs. Ich habe damals ja? mit, mit Papo äh, mit dem den kenne ich ja seit der äh, Splatterman! Äh, ja ja yeah. den kenne ich ja seit dem kindergarten mit dem war ich 13 Jahre in einer Schule äh, in einer Klasse das ist krass. auf der Waldo-Schule, ne und wir haben auch 2008 angefangen äh, uns videos reinzuziehen hier von assassin's creed kam raus und wie man da klettern konnte dann es so zusammenschnitte mit hier linkin park drunter oder ja oh ja so, ja, bring ja Me ja, to ja, Life ja. und so ja ja äh, und dann wir so wow lass auch youtube machen und dann sind wir im garten mit stöckern haben uns geprügelt und dann hatte er so ein Programm, wo man die ganze Zeit so jeden Frame so Laserschwert einfügen konnte. Oh, Sowas ja. haben wir gemacht, ne? Und, ähm, oh, ja. Jetzt ganz kurz, wo du es gerade erwähnst, diese YouTube-Anfänge, das habe ich nie irgendwo erzählt. <laughs> du wirst das so fühlen. Wir hatten, äh, die, der Freundeskreis von Kumpel hatte eine eigene, so eine, 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 eine eigene Wrestling-Liga. In echt? Ja. Wir sind dann immer in so, eine, in so, ein, in so ein Jugendzentrum haben da jetzt, wir haben da Livestreams gemacht und so ein Scheiß. Wir haben da so richtige, richtige, Live e wir haben richtige Events veranstaltet. So haben dann immer so Matten genommen und haben uns da gegenseitig immer durch, die, durch den Raum geschmissen und so. Und ich war da immer der Kleinste. Also einfach nur so, wie man es gefühlt hat. Ja, ja, richtig es ja ist. eigentlich, also eigentlich genau das, was man nicht machen soll. Wo John Cena da steht, wo John Cena da steht, we are professionals, don't try this at home wir haben es gemacht. <laughs> wir konnten ja kein Englisch, haben sie verstanden. Sind dann da rein, so sind dann diese in, irgendwelche Matten da irgendwie Wir getan. Ey, wir hatten dann das war auch so ein Waldi, so der hat dann ist so geil, der hatte so straight up zu Hause so einen eigenen im Garten, so einen eigenen Wrestlingring, so aus Latten so zusammengezimmert, dann da diese diese Matten drunter. Und darüber so ein Laken gespannt, dass es das wie so ein Wrestlingboden aussieht. Ist da haben wir uns auch so rumgeschmissen. Ich habe das nie erzählt irgendwo, glaube ich. Wir Aber haben einen Double Chokeslam äh, auf dem Beachvolleyballfeld verpasst. Der hat gar keine Luft mehr bekommen. <laughs> Oder der war so bedient. Wer war dein Lieblingswrestler? Ähm, ich glaube damals als Kind äh, Ray Mysterio. Ja, war krass. gibt gibt's immer noch. Aber ich habe letztens mit Rabbit Hole gelandet. Mein TikTok, mein äh, also TikTok. So, fucking was? Logan Paul wrestelt gegen Ray Mysterio und macht den nass. Wie geil, aber ja, wie geil Aber ist das? In was für ein Paralleluniversum sind wir jetzt? Völlig gerade. beknackt, so und, und der macht. Und das Schlimme ist, ich mein Logan Paul so viel Quatsch, wieder schon gemacht hat. So, ja. so, also wirklich Quatsch. Eigentlich gelinde gesagt so viel Scheiß, wieder schon gemacht ja. hat. Bruder, ich habe mir hab einmal so, so, eine, so ein bisschen so Ausschnitte daraus angesehen, was er da so der veranstaltet ist krass Der ist krasses Der e macht das und so Und der so macht gut. das actually richtig geil. Ja. Und, so, und ja ich check auch, dass man das unterhaltsam geil findet, was er na, da na macht. Na klar. Ey, das ist, das ist so ein Segen für die WWE. Voll, voll. Ähm, das und Logan Paul, das kommt da kommt einer mit, 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 mit krasser Reichweite, der auch noch dieses Skillset mitbringt. Guck mal, wer ist Tim Wieselack? Wer ist Tim ja. Wieselack? Ja. Logan Paul in der WWE ist das krasseste ja. überhaupt. Safe. Das ist richtig Safe. hart. Ähm, um, Nee, ich werde doch nie vergessen, immer abends äh, heimlich Wrestling geguckt und dann, das war gerade diese, wie sagt man, der Arc, ähm, der yeah. Story-Arc, wo Kurt Angle die ganze Zeit Eddie Guerrero und Rey Mysterio so nass gemacht Alter. hat, mit, mit Engelock. Mit der so. Engelock, ja, Digga, und er kam ist, mal rein mit seiner ja, olympischen mütze ja. und dann er auf meinem Rollstuhl und so Boah, und Eddie Guerrero ist dann gestorben und so, Stimmt. hat ihn echt auch. Yeah, yeah, yeah. Das war alles so kranker Schweinekram. Die haben sowieso übelst die Storyline drum geholt. da kam ja dann. Da kam JBO. Der Mexikaner immer ja, mit Der Limousine, ja, ja, der. Ja, wobei der Cowboy. Der hat immer so einen Cowboy-Hört einfach aufgehört. <laughs> der war so. ich Mexikaner, Texaner. Oder JBL? So. JBL oder JBO? JBL, JBL, JBO ist die Band, oder? Ja, JBO, ja. Oder? Ja, ja, ich glaube, ja. Das äh, ist das ist kranker Shit. Äh, oder meine Generation, geil. pass auf meine Generation war Edge. Ja. Edge, wo Edge äh, seinen sein Peak hatte, dieser, dieser Bruder, diese Fehde zwischen Edge und Undertaker, ja. ja, wo Undertaker eben von der Leiter, das Hell in a Cell, ja. wurde eben von der, von, vom Käfig oben, ich glaube, es war so. Das war Mankind, glaube ich, den du meinst. Nee, nee, es gab auch Undertaker und Edge Hell in a Cell. Okay. Einmal Bezug nehmen, bitte in den Kommentaren. 100 ich bin mir sicher. Bruder Edge. der in die Reißzwecken geflogen ist, das war Mankind. Best, nein, nein, nein. Mankind war aber auch krank. Ja, das war der Krankeste. Danach <laughs> haben die ja alle Regeln geändert. Ja, ja, der war ja komplett dirty drauf. Aber auch Stone, 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 Cold, <laughs> Stone Cold Steve Austin, hart. Jeff Hardy? Ja. Jeff Hardy, Digga, ja. ich hatte auch die ganzen Wrestling-Spiele für PlayStation 1 und SmackDown. Das war Smackdown voll 2, geil. Das war, die, krank, das war ja. die geilste Scheiße. Ich bin jeden Tag, ey, wenn Wochenende war, direkt rübergerannt zu Alex, Digga. Alex Pohl, Grüße ihn raus. Ja, und, <laughs> und dann immer schön SmackDown 2 geballert, unsere eigenen Charaktere erstellt. Und dann immer den blutig gehauen. Und du konntest den Ring verlassen, du konntest die Halle verlassen, dann warst du äh, so in Garagen, dann konntest du noch weiter, dann warst du so in Bürogebäuden, dann ging's noch weiter, konntest du raus und war dann Einkaufsladen, digga, wie viel Mühe crazy man für die Spiel. Spiele gegeben hat, ne? Heftig. Auch, ich hab auch. So, so wie habe ich mit YouTuber angefangen? Wir <laughs> <laughs> schweifen Turbo ab. Ja, ja digga, du bist der Moderator. Ey, sorry, Mann, ja, ey. du hast recht, ja, ja, aber <laughs> macht auch Spaß gerade. Ich find's geil. Äh, nee, du hast, dann, dann, habt ihr die ersten YouTube-Videos. Also erstmal CK. CK, ja, Mann. Da, da bist du ja dann abgeschweift. <laughs> komplett aber also, CK war damals doppelt so groß wie Gronk. Ja. Der hatte 20.000 Abos und Gronk hatte gerade 10.000. Ihr müsst euch vergessen. vorstellen, zu der Zeit skaliert, das ist wie Währung, ist krass gewachsen. Da haben wir ja. skaliert, Bruder, das ist äh, Millionen-YouTuber. Der war zwar ja. ein Star. So. CK war der krasseste. Der, äh, Digga, der hat damals noch Assassin's Creed 2 raus, sein Let's Play-Alarms geguckt. Das war heftig. Hier, Fable 3 kam raus, Alarms geguckt. Und ich würde mich, würde mich mal interessieren, ob Grong ihn auch so als Inspirationsquelle vielleicht sogar hatte. Weil es war schon sehr, sehr ähnlich, so von der Art und Weise. War aber auch so die Meta. Ja. So. Ja, voll. Ne? Auf jeden Fall, mein Kumpel damals. Hat jeden Tag von CK erzählt. Und CK hat damals auch schon gelivestreamt. Der hat in League of Legends so Subscriber-Matches gemacht und so. So Community-Matches und so. War es auch JustInTV oder war es da schon Twitch? Ich weiß nee, das nicht. war schon Twitch TV, glaube ich. Oder Justin TV, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ich saß halt immer und wollte über Games reden. Ne? Und er redet über diesen YouTuber und ich war so, so fucked ab. so, okay. wie CK, Digga. Juckt mich nicht. Ja. So. Und dann irgendwann. Habe ich so, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, aber ich habe, glaube ich, dann so ein bisschen aus Trotz gesagt: Pass mal auf, kann ich auch. Ja. Jetzt haben, am Wochenende mach ich mal, lass mal eine Aufnahme machen. Geil. Dann haben wir zusammen mit unserem scheiß Medusa-Headset von Edeka 20 Euro. Ja, war das Euro. damals Need for Speed bei dir? Das nee. war mein allererstes äh, Let's Play, ja. Ja, ich habe aber sehr viel früher davor schon angefangen, so random Videos einfach zu Das ist geil, ja. Ähm, da war hier Herr Ringe Online dabei oder Willy Werkel oder irgendwelche Horror-Snacks. Hattest du auch Hugo? Nee. Hugo, der an die ja, Scheibe ja, klopft. Der, der, ja. der ist auch Crazy Buster. Der war also. krank. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen, so ein bisschen League of Legends aufzunehmen. Mhm. Und ich habe auch, keine Ahnung, da habe ich Kanaltrailer gemacht und alles. Ich habe so ein zehn Jahre Hand auf Platz Special gemacht, 2020. Da habe ich das alles nur auf der externen Festplatte mitgebracht und mal angeguckt. Boah, geil. Ja. Und ja, war halt dann so ein Hobby, hat dann auf einmal Bock gemacht. Ne, YouTube hatte man ja eh schon geschaut. Von ja, welchem Zeitraum reden wir gerade? 2010. Crazy. Und äh, Damals gab es ja auch noch Clipfish und mein Video, jetzt ja. Unreal Tournament Kit, das war schon noch davor deutlich, aber jo, das haben ja. wir ja alles miterlebt. Wir haben das ja Leo alles geschaut. Cold, der echte Gangster. Ja, Mann. Wir haben das ja alles geschaut jo. und auch Cold Mirror, so die Anfänge, das war ja heftig. Starte das verdammte Spiel. Donnerfurz und der Big Tasty. Alles war dabei. Ähm, und das hat auch einen dann irgendwie inspiriert, selber mal das auszuprobieren. Und ja, YouTube natürlich. war auf einmal voll einfach. Also, es war so von der Bedienung her auch voll zugänglich. Ja. Und die Leute hatten jetzt alle eine Flatrate langsam. Ist ja auch, Bruder. Das war weißt du was, das war 2005 noch, hatte ich noch keine Flatrate. Mehr. Das war noch dieses einen Cent pro Minute, wenn du ja. mit über Telefonkabel. Schön DSL. Hatten einwählen. wir nicht mal? Ey, wir hatten wir hatten, äh, Modem. Ja. Und dann gab es dann immer so eine Tonabfolge. Ja. Hier ist die N Modem. Ja. Tonabfolge. Schön AOL einloggen. Alter. Und dann musstest du 30 Mal versuchen. Und dann irgendwann kam die richtige Tonabfolge und du wusstest, Lucky, ich bin drin. Lucky. Und dann ging Schüler vom Setup. Und, und da, IC, ey, ich ICQ. war auf, auf dem tiefsten Dorf. Wir haben ja Knodded. erst Internet so 2009 gekriegt oder sowas. Hm. Oder 2010. Wir hatten auf dem tiefsten Dorf immer ESDN oder so einen, kleinen, so einen kleinen Stick. Schön im Norden. Ja, so einen kleinen Internetstick. Oh, dann haben wir aber Glasfaser gekriegt. Dann ging es richtig rum ja. bei uns. da waren wir auf einmal oben. Ja, und ich glaube, da gibt es halt viele Faktoren, die das dann, wo es dann einfach gepasst hat. Und dann habe ich so drei Jahre lang YouTube-Hobby technisch gemacht. Mhm. Hab da meine fünf Abonnenten pro Woche bekommen mit stabilen 50 Aufrufen pro Video Geil. und habe da ein paar Let's Plays geballert und war damals schon voll hin und her gerissen, weil auf der einen Seite habe ich, ich hab ja, ich habe die ersten League of Legends Guides gemacht, die sind größtenteils alle offline. Ja. So Jungle Guides und so und habe mir da eine Audience eine kleine aufgebaut. Und auf der anderen Seite habe ich aber super viel Horror-Let's Plays geballert. Da, und das war geil, weil da gab es so eine Szene ähm, in Deutschland hier. Holly LP gab es damals schon, das Mirko äh, LP, das falls Mirko, du den kennst, Alter. Legende. Ähm, aber auch so Kapuzenwurm, da gab es damals schon. Ähm, und das, das, das hat dann so OGs, das hat man gar nicht so das ist so traurig. Übel halt. und ähm, ja, das hat dann gut auch für Inspiration gedient und so. Mhm. Ja, und dann äh, nach den drei Jahren äh, habe ich halt angefangen zu studieren in Braunschweig, bin da hingezogen. Was wurde es? Wirtschaftsinformatik. Schweinelangweilig. Safe, hab, bin da nie hin. <laughs> Das war so Arsch. <laughs> äh, pass auf. Aber erstmal, ne? Ich wollte unbedingt ausziehen. Ich wollte unbedingt jetzt meine eigene Butze haben. Ja. Hab deswegen hier war beim Gesundheitsamt, hab da so einen Schein gemacht, konnte dann bei Meckels anfangen, hab mich da beworben. Warte, mir ist der Kontext gerade nicht klar mit Gesundheitsamt und. Ja, du Schein musst machen. erstmal so ein, wie heißt das, dass du halt in der Gastro arbeiten darfst. Ach so. so okay, ja. Dass du weißt, wie du die Hände ordentlich wäschst. Ah, und so. Und okay. So ne so ich gar nicht, doch, muss man zumindest damals musste man das machen. Äh, hab dann bei Meckels schön Bewerbung. Alter, da war ich Peak Deutsch. Ehrlich? Mir Was war es so wichtig, diesen ja. Job zu kriegen, Geil. So richtig vorbildlich. <laughs> ähm, ja, und dann habe ich bei Meckes schön geackert, habe studiert, habe damals viel Kraftsport gemacht, dreimal die Woche. Glaubt man gar nicht. Ehrlich. Ja, ja. hatte ein neues soziales Umfeld, meine erste Freundin noch, war viel los. Und da war ich dann an dem Punkt, YouTube, wo glaube ich höre ich auf. Krass. Weil ich mache das seit drei Jahren, klar Hobby, aber man will ja auch bei einem Hobby dass so vorangeht, dass man Progress hat. So ein Gefühl, habe ich halt drei Jahre auf der Stelle gehockt. Es ging gar nicht voran. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann so 800 Abonnenten nach drei Jahren und war auch viel on-off. Und dann hatte ich aber schon sehr lange versucht durchzuziehen, habe so Outlast LP gemacht und Amnesia 2 Let's Play und was weiß ich alles. Und es hat halt niemand geguckt. Hm. Und ähm, da war ich dann echt kurz davor, einfach aufzuhören. Aber im Studiengang. Die Anfänge, wo ich noch hingegangen bin, habe ich äh, in einer Vorlesung gehockt äh, neben einem Typen aus meinem, also mitkommilitone, und den kannte ich noch nicht, kannte keinen, man ja. hat sich so gerade kennengelernt, es gab auch so ein Treffen und bla. So, und vor uns saß einer, der hat auf dem Laptop League of Legends geguckt. Meint, der Typ neben mir zu mir, ey, äh, irgendwie kam er ins Gespräch über League of Legends. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Ja. Stellt sich heraus, der Typ zockt auch über viel League of Legends. Ich zocke viel League of Legends. Er kennt auch so Leute wie Gronk und so, ja. so YouTube-Szene. Ich sage ihm, ja, ich mache das auch ein bisschen nebenbei. Und er so, echt krass, ist ja mega geil. <laughs> und ich so, ja, aber ich überlege, ich höre jetzt damit auf. Und er so, nein, warum? Hm? Nein, mach nicht. Hm? Komm, wir setzen uns hin. Und dann sind wir in eine, in eine Doppelvorlesung äh, Methoden der Wirtschaftsinformatik gegangen, wo ich kein einziges Wort zugehört habe. Grüße gehen raus. <laughs> wir saßen vorne links und haben nur mein Kanalkonzept durchgepaukt. So, wir ja. haben Formate erfunden, wir haben äh, geplant, gemacht. Und dann sind wir rausgegangen nach diesem Doppelblock. Und es stand fest, es werden LOL-News kommen, LOL-Facts und äh, so OP-Guides. Oder ja, so okay, Neue hieß es ja, damals ja. noch. Damals war es noch nicht trollig. Und das war Kutscher. Ach! Der Typ war Kutscher. Okay, okay, Digga. Und der hat dann mich quasi gemanagt. Der war so hyped, der hatte gar nicht mitgemacht. Ja. Der, hatte, der hatte keine Kanäle, keiner kannte ihn. Es war einfach nur ein ass random Dude, der auch gar keinen Bock auf Wirtschaftsinformatik hatte. Mhm. Und wir haben dann einfach nur noch bei mir quasi auf dem YouTube-Kanal gelebt. Wir haben crazy gepusht, äh, wenn es irgendwie auf dem PPE einen neuen Champion rauskam, mitten in der Nacht hat der mir auf Facebook Messenger geschrieben, Max, jetzt musst du drauf, hier, der, der Charakter ist draußen, hier, der und der hat schon ein Video gemacht, wir müssen die Ersten sein in Deutschland und bla bla bla, hat so übel gepusht. Äh, dann so, keine Ahnung, Joko und Klaas haben damals so eine Umfrage gemacht, so Rentnerinterview, was ja. besser als Xbox oder Playstation 3, kam damals gerade neu raus. Kutscher kommt zu mir, das müssen wir machen das müssen wir machen wir müssen rausgehen auf die straße mit rentnern und wir fragen die nach patch notes was sie zu neuen patch notes sagen und dem neuen champion habt ihr das auch im braunschweig gedreht ja dann haben wir das erste interview interview gedreht in braunschweig ich glaube das, war das das waren die ersten videos wo du mir quasi äh, das erstmal reingespielt hast ja es ja, war mein durchbruch dann und wir reden von ich bin dann von äh, 800 Abonnenten zügig auf 10000 geklettert das war crazy zu der zeit absolut und, krass und genau und ich erinnere mich noch eine andere Sache, er schreibt mir mitten in der Nacht vier morgens: Ich habe schön Daisy Standalone gezockt. Ist ja klar. <laughs> okay. Schreibt er mir, Max, Yasu, Yasu ist raus auf dem PBE-Test-Server bei League of Legends. Yasu ist raus, muss sofort aufnehmen. Ich habe damals ernste Guides gemacht, wie man mit neuen Champions jungle. Mhm. Ich gucke mich, belese mich da, gucke mir es kurz an, gehe auf dem PBE-Spiel, so Yasu, moderiere an, kann man sich heute auch gut reingeben, moderiere ganz normal an. Ja, heute Yasu-Guide äh, bei Let's Learn LOL, bla bla bla. Fang so an. Auf einmal merke ich, Krieg gar keinen Schaden. Krieg gar keinen Schaden. Dann ich so, hä? Und dann war das ein Bug. Ich war unbesiegbar. Ja. Und dann habe ich, dann habe ich irgendwie, Gott sei Dank, schnell umgeschaltet und war so, ja, bin jetzt Level 3, wenn ihr alle Steps so befolgt habt, wie ich sage, dann seid ihr an diesem Punkt, wo ihr mal Tower, Tower <laughs> lifen könnt oder ja. zum Baron gehen könnt und den Solo macht. Und dann wurde daraus der Yasuo OP-Guide. Legendär und, und ab ich glaub, den kenne ich so, ich habe nie krass, ich ja. war nie krass und lol drin. Aber selbst ich kenne Und den. das war der erste Durchbruch, danach kam erst dieses Render-Interview. Der hatte dann so nach zwei Tagen 1500 Aufrufe. Und Kutscher, Kutscher hat mir Nachrichten geschrieben: Nächste Runde in der Eule geht auf mich. War so ein <laughs> Club in Braunschweig. Und hey, wir haben den jetzt überholt. Und so irgendein anderer LOL-YouTuber im äh, Abo zahlen und so. Und der hat mich immer krass gepusht. Und hat auch immer Ideen reingespielt und wir haben den auch in der Community gemeint, ja ja als der mysteriöse Manager. Aber da habt ihr ja voll den Sport rausgemacht. gemacht, Digga. wir haben auch drei, vier Accounts uns erstellt bei Elite-PvPs oder so Foren, wo wir ja. dann immer so neuer Guide, ich habe den gepostet und dann haben wir mit unseren anderen Accounts da drunter so kommentiert. Ja, mega gutes Video, ist ja mega geil. Ja. Danke für das Video, Hand of Blood. So, damit das mal ein bisschen Grundrauschen bekommt. Digga, ist das und krass. Also, das wir ist, haben wirklich, das ist, das ist wie ein Freund sagt, ey, mach mal meinen Stream auf, damit ich ein paar Views drauf hab. Ja, aber auf Crack, weil wir haben wirklich überlegt, okay, marketing Weißt, wir haben keinen Plan, wir haben, wir haben keine Marketing-Ausbildung, ja. studiert haben wir es nicht. Was macht Sinn? Und dann haben wir auch so Sachen gemacht wie: äh, Ich bin zu jedem großen deutschen YouTuber gegangen im League of Legends-Bereich, ne? zum Beispiel Maxim Markov, damals 50.000 Abos, waren, waren Platzhirsch, Alter. Mhm. <laughs> immer drunter kommentiert und immer spekuliert, dass wir Top-Kommentar wurden. Zum Beispiel, ja so, war raus. Maxim Markov lädt ein Video hoch mit seinem Bruder, der da Yasu zockt und auch ganz gut. Ich kommentiere drunter. Er muss aber der, dein Bruder Ivan noch ein bisschen Training bei mir nehmen. Wird natürlich übel hochgeliked, weil ja, Leute, die in der Szene sind, erkennen mich wieder, checken das. So, eingehender Link auf den Kanal. Top-Kommentar unter dem größten äh, YouTuber in der LOL-Szene. Check. So, sowas. Die ganze Zeit gemacht. Also alle möglichen Tricks angewandt und gepusht. Ja, und dann irgendwann kam ein Anruf. Jo, ähm, willst du mal hier? Wir sind Freakthrough Gaming. Ja. Wir machen League of Legends, machen hier deutschen Broadcast. Riot Games hat uns hier Lizenztestweise gegeben, die probieren aus, wer die deutsche Übertragung macht. Wir brauchen noch einen Moderator. Hättest du Lust, mal mit dem Fernbus, wir bezahlen den auch 10 Euro, mhm. äh, mit dem Fernbus rüber zu ballern? Ich so, klar. Dann bin ich da rüber geballert, hab da moderiert, dann haben wir es ein, zweimal gemacht. Kam noch ein Anruf von Hendrik Ruhe, der war damals der Manager und Produktmanager von Summoners ey, Samanas gab gab's noch nicht, aber von diesem dieser neuen Sparte bei Freaks. Ja. Yeah hat mich angerufen und ich erinnere mich noch, Kutscher und ich haben gemeinsam diesen, dieses Telefonat geführt, aber Kutscher, also hat, wir haben Kutscher nicht, hat. Kutscher hat sein Maul gehalten und du warst so mit der Kutscher hat sein Maul gehalten ja, und, war so im Hintergrund. Im Hintergrund. Und, und ich habe einfach nur das Gespräch geführt. Und äh, Henrik bietet mir einen Praktikumsplatz an bei Freaks for Gaming. Das war der Durchbruch quasi für mich, ne? yeah. Geld damit verdienen. Ich hatte eh keinen Bock aufs Studium. Und wir dann so, ich so geredet, ja, alles klar, dann tippt mich so Kutscher an. Habe ich mich so, ey, ich muss mal kurz auf Klo, habe mich gemutet. Ich brauche einen, ich brauche einen Praktikumsplatz. <laughs> ich so, ja, Mann. Ja, ja, ja. mach ich klar. Also wieder am Ja, ich brauche noch einen Praktikumsplatz für meinen Kumpel, wir machen alles zusammen. Hendrik, so oh. äh, ja, okay, check ich aus, ob das geht. <laughs> Dann hat fucking Kutscher einen ass-random Praktikumsplatz in der PR-Abteilung bei Freaks for Your Gaming bekommen für. Ja. Und wir sind. Woche darauf geführt, haben wir unsere Sachen gepackt und sind beide nach Spandau gezogen. Und das war der Beginn von Die sind von richtig reinkommitted schon hingezogen. Komplett. Ja. Alter. Ich hab dir eine Wohnung gefunden, war es andere Zeiten. Ja. Nach andere Spandau. Zeiten. Das auch. <laughs> und äh, FreeStyle Gaming hatte da einen guten Kontakt bei so einem äh, Wohnungsanbieter und da haben wir. uns Wir sind erstmal in so eine WG gegangen von anderen Mitarbeitenden von FreeStyle Gaming und dann haben wir unsere eigene WG gemacht. Ja, und dann fing das los. Dann haben wir das Inn gegründet. Dann haben wir Sola entdeckt. Dann haben wir Johnny entdeckt. Dann Wo habt ihr Sola hergeklaut? Der ich, ist doch Berliner oder nicht? Der ist Berliner Arzt durch und durch. Der kommt aus Hellersdorf, glaube ich. Ja. Und äh, ich war damals Moderator von Summoners in Das war so ein deutsches Portal für die League of Legends Szene, was wir gegründet haben. Und ähm, war eine crazy Zeit, Digga. Wir hatten vor zehn Jahren schon 8000 Viewer oder so. Ne? Also crazy. Ja und wir waren noch die einzigen, die so YouTube und Twitch connected haben und auch E-Sport. So, ja. wir waren Moderator, Kommentator, aber wir waren auch auf YouTube irgendwelche Atzen, die irgendwelche Leute durchbeleidigen und das hochladen mhm. äh, in League of Legends und äh, dann auch ein Video machen. Ja, wir sind jetzt live. Wir haben immer, wenn wir live gegangen sind, haben wir so ein drei Minuten Video gemacht, wie wir einfach nur in der Gegend rumgerotzt haben oder uns geprügelt haben oder irgendwo ja. an, oder wie. Ja, mega random. Die gibt's auch alle noch. Also ich weiß doch, dass es mal ein Meta war, dass du sagst so, hey, ja, hallo, ich bin jetzt live, komm mal hier. Ja, aber ich wir haben das auf Crack gemacht. Also das ist, ja, das, das ist, ist crazy. Das also ist, wir sind teilweise so. unter irgendeine Brücke extra gegangen und haben dann da irgendwie so uns gegenseitig massiert und dann so sexy Musik und keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, wir sind jetzt live. Und haben, ja, keine Ahnung, einfach Fiebertraum. Ja, äh, da bist du und dann weiter aufgestiegen als, 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 mit. Als Moderator mit war es dann ja. meine Aufgabe, äh, die Gäste zu organisieren für die Analyserunde. Und da habe ich mal geguckt, damals EPS. Das war so erste Bundesliga in League of Legends mhm. quasi. Und da gab es ein Team und der Teamkapitän war Sola Nico Linke. Und der sah ganz gut aus. Die Legende. Ja, und ich habe gesagt, der sieht gut aus, der kann vor die Kamera. Zack. Und dann habe ich den angeschrieben, kam der rum. Und der hat seinen Job mega gut gemacht. Der war damals 16, glaube ich, oder 17. Nee, oder gerade 18, irgendwie so. Ich glaube, Nico müsste so alt sein wie ich. Nee, wie, weil, pass auf, Wieland Welte war damals auch Gast. Jetzt ist, der, jetzt kommt, ist full circle. der kommt aus unserer Bubble. Yeah. Der war ein Viewer von Maxim damals und hat mit ihm immer äh, DoQ gespielt, um ihn zu boosten. Pass auf Max. Weißt du, was er noch davor war? Äh, Cutter von äh, Rotpilz. Rotpilz. Digga. Digga, das ist so absurd. Alles ist absurd. Digga, was, hat, was hat Wieland alles gemacht schon? Und der war bei uns in der Analyserunde. Da konnte ich, ich war krank und dann musste Sola die Moderation machen und Wieland war Analysegast. Dann saßen da zwei 16-Jährige. Das war heftig aber haben Sie YouTube gemacht für Ihre Verhältnisse? Haben Sie hingekriegt? Auf jeden Fall, genau. Dann ging das halt ab bei Freaks so. Ich habe dann 100.000 Abos geknackt 2014. Das war wirklich so. Das ist ja parallel dann zu dieser Simon Unge zeit gewesen sein. Ne? Ja, der der hat auch seine Tour gemacht. Kamen wir mal vorbei. Haben wir was zusammen gemacht. Genau, das war so voll crazy. Wir haben Videopreis gewonnen. The Main veranstaltet. Beste Zeit. Web-Videopreis, da weiß ich, da bist du das erste Mal so aufgetaucht als jemand, der auch mal äh, Tacheles redet. Auch mal Tacheles hey. redet. Und äh, es war auf jeden Fall der gute Versuch dazu. Ich weiß doch aus Zuschauerperspektive, dass deine, dass deine Rede wahnsinnig lang das war. Das war viel zu lang, Digga. Die war wirklich sehr, sehr lang. Das war sehr anmaßend. So, und, ich. und, ich, und ich, ich saß da vom Rechten so, boah, Alter, ja, ja, cooler Typ, so. Ja, Aber haben wir verstanden. Dicker, mach mal. Ja. <lacht> <lacht> Geh mal ganz Ey, jetzt. mir ist das. Also, heute sagen die Leute immer noch, mega cool, mega gutes gemacht hast, bla bla bla. An mir selber ist es schon ein bisschen unangenehm mittlerweile. Weil, aber da kommt halt dann über die, Jahre auch, die Erfahrung. Das war aber auch diese überhebliche Zeit, wo du Lion gefackt hast. Voll, genau. Das musst du dir mal vorstellen. Ich Für mich war das große Übel sowas wie die Gang oder sowas wie Lion, Bibi, Dougie, die einfach nur ihre Produkte quasi an Kids halt beworben haben. Ja. Und okay, mein Gott. So, ne? Aber, aber mal, das war für aber, mich äh, das Allerschlimmste damals. Jetzt ist ja das Witzige, was machen wir heutzutage anders? Erstmal das und was dann noch alles kam, was noch zehnmal schlimmer war. Ja, natürlich. Digga, Bombenprank von, diese ganze ApoRed-Ära, dann dieses ganze Glücksspiel, Knossi-Monte-Ära. Mann, auf TikTok, wo jede, jede zweite TikTok Drecksack einfach seine Schwangerschaft faked. Hallo. Ja, so, was ist, einfach, ist das denn? Es ist gar kein Vergleich so, und, mehr zur heutigen Zeit, aber damals war das. Das große kritische Denken vom Hand of Blood, der eigentlich nur parallel toxisch war und Lion TV und Co. abgefangen hat. Man hat das Gefühl, die Leute sind immer schamloser geworden mit der Zwischenzeit. Ja, ja, ja. Das ist also halt absurd. Oh, und, und die kommen damit durch. Das ist das Film ja. ja, klar, alle kommen damit durch. Wird so. ja niemand gecancelt. Nee, ja, eben. So. so. Was ist Cancel Culture? Kann man Gibt's nicht. Wer wird denn gecancelt in Deutschland? Hier ja. in, in, in Hollywood werden vielleicht mal Leute gecancelt. Aber in Deutschland, Digga, wer wurde jemals Bro, gecancelt? Bro, ich weiß, wer gecancelt wurde. Wer denn? Haben wir vorhin drüber geredet. Gab es einen Gerichtsbeschluss? Danny oder was? Ja. Ja. Ja, safe. Ja, das ist, das ist wo, wo ich sage, der ist cancelled. Ja, Bro. aber auch. Ja. ja. Also, ne? Ja, doch, da müssen wir jetzt nicht drüber. Ja. Genau, ich. Wir ich glaube, darüber brauchen wir nicht streiten. Das, nö, müssen wir, müssen wir das ich haben. weiß noch nicht, ich bin da nicht so tief drin, aber wenn es das ist, was ich denke, dann ist es so. So, es, es gibt ein Urteil und daran. Wenn wir uns daran halten, ist relativ klar. Ja, und da gibt es so gibt's auch keine Diskussion. Nein, natürlich nicht, gibt es ja. überhaupt nicht. Nee, und dann ging es äh, mit Freaks for You weiter, du bist, du bist größer geworden. Äh, und dann, irgendwie kam, dann kam so die Ballzeit. Ballzeit, Fortnite, genau, genau, genau. Super viel, viel mit haben, auch gemacht. Ja, the Main und so. Genau. Super viel so veranstaltet. Genau, und dann war schon mal. Du bei hattest aber auch eigene, ein eigenes E-Sport-Team, damals schon erst selber Inferno. so ein bisschen reingebohlt, hm. mit Spandau Inferno. Ja, Mann. Quasi der, muss man ja sagen, so ein bisschen der Urvater von dem Eintracht heutigen Spandau. Eintracht Spandau. Safe, Safe. Ja. das ist so die Grund-DNA. Ja. Wie kam es, dass ihr nochmal gesagt habt, hey, wir gründen jetzt einfach nochmal einen E-Sports-Verein. Ja, damit sagen, haben wir schon immer gemutmaßt, immer ja. Bock gehabt, weil ja. wir kommen ja aus dem E-Sport. so. Also auch die Insync3-Gründer, das sind ja alles Leute, die damals bei Freaks for Gaming so E-Sport gemacht haben. Und das war ja wirklich, wir reden über 2014, das war, das war zu einer Zeit, da konntest du damit noch keine Kohle machen. Das ja. ging nur über Extrameilen ja, und, und, und Mindestgehältern. Ja. So. Und das war wirklich Pionierarbeit. Ähm, das war einfach mit viel eiserner Willen und Überzeugung. Und dementsprechend ist das voll DNA von uns. Wir haben immer damit, ähm, wie sagt man? Äh, geliebäugelt. Geliebäugelt, genau. Schöner High-Five Schönes darauf. Wort, Alter. Ähm, und irgendwann kam Kevin Westphal auf uns zu. Der hat jahrelang für Euronics Gaming, oide, 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 hat der <laughs> Es gibt auch andere wunderbare Elektrofachgeschäfte. Ja. Äh, wie Mediamarkt, Saturn. Genau. Natürlich, klar. Es gibt alles mögliche. Natürlich. Konrad. Ne. Alter, genau. Holy shit, was heißt. Ja, so, und auf jeden Fall, der hat damals für die E-Sport gemacht in der ESL-Meisterschaft. Das war quasi ähm, der Nachfahre von der EPS, also ja. quasi erste deutsche Bundesliga, ja. so also in League of Legends. Und das hat er jahrelang mit denen gemacht. In Electronic Sports League. Ja, ESL. ESL, ja. Ja, und EPS war. Genau, und dann ging es über zu äh, ESL-Meisterschaft. Genau, alles veranstaltet von der ESL. Und ähm, Euronix hat dann irgendwann gesagt, ich glaube 2019 oder 2020, wir sind raus aus dem e sport Ciao erstmal. Mhm. Zumindest League of Legends. Aber Kevin Westphal gehörte der, der Spot, also der, der Startplatz. Und dann ist er zu uns gegangen und hat gesagt: yo, ich habe hier einen Free-Spot. Ja. So. Yeah. Wollen wir nicht verstarten? So, ich, wir machen was gemeinsam und äh, ich habe Bock, ihr seid geil. Wir hatten uns schon seit Jahren kennen wir uns so in der Szene, E-Sport-Szene damals. Der ja, war auch häufiger zu Gast bei, bei Sammelers Inn und so. Nee. Hä, war der verwechsel ich gerade? Ja. Kevin Westphal? Du meinst Kevin Rubiczewski. Ach, scheiße, der ja, war ehemaliger Pro-Gamer. Ja, der von auseinander auseinandergenommen ja. wurde. Ja, genau. <lacht> <lacht> Äh, auch nicht gut gealtert. Naja. Und. Äh, nee, von x pecke wurde er auseinandergenommen. Stimmt scheiße. War aber Ozlot war ein. war äh, der, war war der, der im ewige Rivale von x pecke Genau, mit genau. x, x mit Kassadin ja. am. am ja, 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 ja. Und Kevin da mit Olaf hat versucht, die Echse zu werfen. Ist auch ein undankbarer Job gegen Kassadin mit Olaf. <laughs> also da sieht es auch nicht gut aus. Keine Ahnung. Äh, nee, ist so. Okay. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall hat er das angeboten. Und dann haben wir mit Jungfermatz äh, Neut gesprochen. Und mit denen zusammen haben wir dann äh, Eintracht Spanner gegründet. Und ich habe damals zum Beispiel die ganze Launch-Kampagne ge gemacht und geschrieben ja. und die ganzen Drehs veranstaltet. Also war da auch, man könnte sagen, Creative Director am Anfang so. Ja, also diese ganzen pr stunts mit Big und so, die kommen quasi größtenteils aus meiner Feder. Fiel natürlich auch mit dem Team zusammen und die haben auch alles umgesetzt und super Arbeit mhm. gemacht. Aber ich war da crazy involviert. Und ich bin so froh, dass ich jetzt durch dieses Streaming-Ding das endlich so richtig. Rüberbringen kann, vermitteln kann, wie sehr mir das was bedeutet, wie geil ich das finde, wie das hier auch Alltag ist bei uns, weil während ich YouTube-Videos die letzten zwei Jahre gemacht habe, nur, das ist ja so spezifisch aufgenommen, okay. für so, ne, da kannst du ja nicht, da ist ja kein Platz für, übrigens, heute spielt wieder äh, Eintracht Spano gegen SK, also ja. ja, kannst reinbringen, aber kann ja niemand was mit anfangen, weißt du, du kriegst ja gar kein Gefühl dafür. Voll. Und das kannst du jetzt durchs Livestreaming, äh, Live hier machen wir immer schöne Analyse, sitzen die Jungs. Das ist halt mega geil. Äh, und ich meine, jetzt bei diesem ganzen Streaming, Streaming-Comeback etc. pp., äh, du bist so ein bisschen von dem Gedanken weg, okay, ich mache jetzt explizit YouTube-Videos, ja, bewege mich wieder mehr in dieses Livestreaming-Ding. Aber auch in der Szene wieder mehr umhergehen. Genau, genau. Äh, was waren die Beweggründe für die Entscheidung? Ja. War, war es dieses, äh, ich habe einfach Bock? War es vielleicht ein finanzieller Aspekt auch? Nee, gar wie, nicht. wie viel, nee, das wie viel hat schon das die Rolle sagen. gespielt? Das kann ich schon mal direkt sagen. Äh, ganz im Gegenteil. Ja. Ähm, wir haben Was ist lukrativer für dich? Safe YouTube. Okay. Safe. Also, wir haben jahrelang, fünf Jahre, 2018 haben wir Instinct 3 gegründet, ja. haben wir Freaks for Gaming verlassen, chronologisch, bla, bla, bla. Uh -huh, uh -huh. Und dann haben wir wirklich äh, jetzt, naja, sechs Jahre sogar, alles um mich herum optimiert, um die Hand of Blood YouTube-Kanäle. Wir haben ein Team aufgebaut. Elf Leute, die nur um die YouTube-Kanäle äh, arbeiten, das ist so verrückt, Redaktionell, wenn, man, wenn man so bedenkt, wie, wie sich das alles entwickelt hat, dass man sagt, so, ey, jetzt ist ein, an einem YouTube-Kanal arbeiten ja. elf Leute mit. Ja. Und es war so Mr. Beast artig fast schon, ne? ja. Also immer so überlegen, was ist der nächste Kniff, was ist der nächste USP, machen wir noch eine Meta-Ebene auf, alles muss heftiger sein. Ähm, und das war irgendwann eine crazy Hetzjagd, aber es war krass lukrativ. Also ich habe jeden Tag meine acht Stunden gehabt, dann konnte ich nach Hause. Mhm. Work-Life-Balance war nice. Hast du das immer so straight up beibehalten? Dass ja. du aus der Firmenstruktur halt gesagt hast, okay, ich mache jetzt beruflich Content-Creation und nehme aber auch das Wochenende. Safe. Ja. Safe, da bin ich Vorreiter von, was das angeht. Da ordentlich äh, sich auch, nicht zu verausgaben, weil der Bums, den ich jetzt seit 14 Jahren mache, ist ein fucking Marathon mhm. und kein Sprint. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig. Nee, und ähm, es war alles durchoptimiert um mich herum. Ich bin komplett fremdbestimmt. Das heißt, Leute diktieren meinen Alltag. Ich gebe alles aus der Hand und ähm, mein Outlook-Kalender sagt mir, was ansteht. So. Und das waren dann damals, also bis vor einem Jahr, echt so Aufnahme, dann Meeting, Feedbackgespräch, Aufnahme, ähm, Bewerbungsgespräch, Gesellschaftermeeting, Aufnahme. Und das hat halt crazy Headspace eingenommen, weil man ja immer bei diesen ganzen unterschiedlichen Sachen immer auch on point sein musste. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass mich das ultra gedraint hat. Also, dass man, ich würde sagen, es sind so drei Komponenten, warum ich jetzt Livestreaming gemacht habe. Ja. Einmal haben wir vorhin viel drüber gesprochen. Ich war frustriert und habe mich nur zurückgezogen und es war toxisch. Mhm. So. Also es war irgendwie effektiv, hier einfach nur sein YouTube-Game zu machen, aber sich so in der Art zurückzuziehen ähm, und gar nicht mehr mit anderen zu interagieren und nur dann sich so einzuigeln, toxisch, ist gar nicht meine DNA eigentlich. So hast du jetzt vielleicht auch miterlebt, wenn ich in Köln mal zu Besuch war nee, oder so. Wir bin haben ja mal umgemacht, kuschelt und so. Gefickt, ähm, <laughs> so, und Also haben wir nicht. <lacht> <lacht> So, Natürlich nicht. Das war das eine. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, so die letzten drei vier Jahre haben mir einfach nicht gut getan, mhm. menschlich. Dann das Zweite war, ähm, dass mich der Arbeitsalltag so gedrained hat. Cool, nur acht Stunden. Ich habe Wochenende, aber alles ist so konzipiert. Ich bin wie eine Marionette im Arbeitsalltag. Da ist drumherum alles so krank durchoptimiert. Es ist so eine Maschinerie. Es ähm, ging quasi vor allem darum, jetzt auch in einer Krisenzeit, viel Umsatz zu machen, um hier Bürobau zu stemmen, um Kosten zu finanzieren, Arbeitsplätze zu sichern. Ich halte es mir ja gar nichts ein. Ich kriege keinen Bonusvertrag oder so. Ich, ja. Das geht alles in die Firma. Zahlst du so, dir einfach ein Gehalt aus? Ja, normales Gehalt. Wir machen auch keine Ausschüttung. Äh, einfach nur mein Gehalt. Und du warst ja gestern in der Wohnung. Das ist eine Top-Wohnung, Mietwohnung. Das ist eine Super Wohnung. Aber ich brauche es jetzt hier nicht mit dem Lambo durch die Gegend. Und äh, ja, also, was soll ich sagen? Geht da alles in die Firma und muss deswegen auch so krass durchoptimiert sein. Und deswegen ent, entsteht auch so ein Gefühl, äh, dass man natürlich auch ähm, Dinge auf seiner Schulter hat, die man jetzt nicht einfach, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, morgen mache ich das frei Schnauze, weil das einen riesen Rattenschwanz inzwischen hat mit den Leuten, die hier Gehälter gezahlt bekommen, die hier einen Arbeitsplatz haben um mich herum angesiedelt. Und das ist natürlich mit der Zeit gewachsen von Jahr zu Jahr. Und da bin ich so, habe ich auch mich selber rein manövriert und es hat jetzt aber dazu geführt, dass ich halt voll abhängig war. Ich habe alles, also mein Leben steuere ich nicht mehr selber, ich gebe alles aus der Hand yeah. und das war sehr drainy. Aber wie viel gibst du aus der Hand? Alles. Also alles berufliche? Alles. Alles was geht? Alles was geht. Ist es, äh, ist dieses optimierte. Also, ich, ich kann natürlich mich einbringen. Ich kann, ich, ich habe auf Vetorecht und auf alle Hoffnungen. Natürlich, so, ja, mal, ne? ja, ja. Ähm, aber letztendlich, die ist natürlich eine Vertrauenssituation über die Jahre entstanden. Mhm. Die Leute, wir haben Modus gefunden und ich habe da sehr gute Leute. Und es wäre auch gar nicht anders möglich. Guck mal, unsere, unsere, die Utopie, die wir anstreben, ist, ich komme nur noch rein, um vor der Kamera zu sein. Der ganze andere Scheiß. Oh, Brauche mich gar küsst nicht. Ich dein Herz. So. Ich wünsche mir das genauso. Und ja, das ja. ist die, die, äh, das Leitprinzip von uns gewesen, worauf wir immer hinausgearbeitet haben. Ja. Es klingt jetzt alles sehr drastisch, wenn ich sage, ich bin fremdbestimmt und weiß gar nicht und wie und Hort. Nee, es ist einfach nur. Aber nur die, die. es ist halt sehr effektiv, weil meine Ressource ist ja endlich. Ja. Aber alles drumherum ist ja, kannst ja unendlich skalieren, theoretisch, solange voll, es wirtschaftlich voll, rentabel ist. Wenn, und wenn es nicht reicht, stellst es noch jemanden an. So, ja. genau. Nee, das meine ich ja. Also du kannst ja unendlich Leute anstellen drumherum. Genau, genau. Solange es wirtschaftlich Sinn macht, fein, aber meine Ressource ist ja endlich. Ich kann ja nicht jeden Tag durchmachen und so, weißt ja. du? Ähm, die Zeit ist einfach begrenzt. Und dementsprechend, wir haben da alles durchoptimiert. Und das hat so gedrained, weil hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Wie groß ist die Gefahr, dass äh, es Instinkt zum Problem wird, wenn du ausfällst? Naja, das ist quasi der Clou seit Gründung. Wir. Haben ja quasi, dadurch, dass ich mir einfach nur ein Gehalt auszahlen lasse, haben wir ja quasi so eine Art, äh, ich bin ja quasi Investor, so ein bisschen. Also, ja, weißt du, da, ja. das, was durch die Kanäle umgesetzt wird, das fließt halt ins Unternehmen und dadurch skalieren wir. Ja. Und ähm, wir sind halt jetzt, und das ist so die Herausforderung unserer Zeit, dass wir halt Unternehmenszweige aufbauen und andere Produkte, ähm, die halt auch wertschöpfend sind und mich dann auch entlasten, so dass ich dann irgendwann auch gar nicht mehr so hart pumpen muss. So, das ist so das große Ziel. Gut, jetzt war Corona, jetzt war Wertstoffmangel auf der Welt. Mhm. Ähm, der Bau hier, der war ursprünglich angesetzt. Wir haben ein Büro gebaut für 800.000 Euro durch die ganzen Krisen, Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, dann irgendein Kahn ist schief in irgendeinem Kanal, blockiert da alles. Hast vielleicht noch Digga erinnerst du dich yeah, Ja, Evergreen, noch? ja, klar. Ja. Oder Evergiven Nevisa. All, all, all sowas ist passiert ja. und dann ist einfach zu. Kanal? Ja, ja, genau. Ja. Und dann sind die Kosten skaliert von 800.000 auf 2.5 Millionen. Puh. So und dann hockst du da, musst du ein paar Placements pumpen <laughs> ja. Ne? Ja, ja. Ja, natürlich. Was ich, also, ey, aber ich frage ich frag mich halt, wenn jetzt, wenn du jetzt an den Punkt kommst. So, du machst gerade Streaming, lass mal das Ding mal so ein halbes Jahr ja. laufen. Und du merkst so, pff, oh, eigentlich ist es eigentlich auch nicht so, jetzt habe ich es gemacht. So. Auch nicht so geil. Was machst du dann? Ähm, Gibt es da einen Exitplan? Da muss man mit Augenmaß wieder gucken, dass man äh, zurückfindet. Safe. Könntest du vorstellen, jemals mit Content Creation aufzuhören? Ja, safe. Oder digga. vor der Kamera stattzufinden? Safe. safe, klar. Ist TV eine Option? Nein, auf gar keinen Fall. TV ist übelrotz. Würdest also, du sagen? Ja. TV ist ja das. Ey, Digga, ich habe YouTube angefangen. Wir haben doch mit YouTube angefangen, weil TV so ist, wie es ist. Da gibt es einfach alles, ist so durchpoliert, durchproduziert, unauthentisch ein Stück weit. Jetzt nicht per se, aber ne, du weißt, was ich meine. Mhm. Und YouTube fing doch an mit Broadcast yourself. Und das ist es doch. Da hockt irgendwer einfach nur irgendwelche Atzen hocken auf dem Dorf, machen da eine Wrestling-Liga mit irgendeinem Kack-Mikro, ja. äh, schmeißen sich da durch die Matratzen und ist geil. Weil das sonst nicht entstehen könnte. Also es äh, ist höchst gefährlich und bedenklich, aber. Macht es nicht, Nahrung. <laughs> äh, aber, äh, nee, was, was, was mein Denke dahinter ist, ist so. Dass ist ich irgendwann nicht? der nächste Stefan Raab werde, oder was? Nein, 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 nein. Aber <laughs> so. ist, sollte man sich so davor verschließen, dass das Fernsehen sagt, okay, äh, wir begreifen jetzt allmählich, dass wir. Natürlich gucken, was auf dem Online-Markt passiert, welche Personen da agieren. Ich meine, wir sehen so Crossovers wie beispielsweise Voll. Kevin mit, also ja, ja, mit, ja, ja. mit Joko und Klaas und ja, sowas. Ja. Äh, bist du dem gegenüber verschlossen, dass es das nicht Nein, dass ich da mal stattfinde, ist ja kein Problem, aber ich würde da jetzt nicht mein Business drauf äh, ansiedeln. So. Ich hab, okay. Das, da fühle ich gar nicht. Mhm. Ich finde das viel zu sehr Stockemarsch. Aber habt ihr nicht auch irgendwie geschaut, dass ihr, dass ihr E-Sport beispielsweise ins Fernsehen kriegt? Ja, Freaks for Gaming hat das früher mit Counter-Strike versucht. Dann gab es leider irgendeinen Amotlauf, äh, Amok-Lauf und dann hat, haben sie gesagt, nö, nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ja, ProSieben versucht das ja immer noch so ein bisschen, glaube ich. Ne? Über, über ProSieben Max. Ja, oder? ich glaube. Ja. ja, nö, ist gar nicht mein Ziel. Ich fühle mich super mit den neuen Medien, sind ja mit, mittlerweile nicht mehr neu nö nee, äh, ich, also ich bin verrückt, wirklich stolz drauf dass eigentlich ich da verrückt, Pionier dass das alles erst so 15 20 ja. Jahre existiert ne ja ist immer noch her haben wir vorhin drüber gesprochen bis wilder ja. Westen so immer noch wir müssen ja immer noch regulieren und gucken wie wir, wie wir uns einzuordnen haben und ja. was richtig und was falsch ist. keine Ahnung ist einfach wild ne neue Industrie und E-Sport ja auch Nee, und dementsprechend das war der zweite Grund also nochmal kurz der erste äh, was war der erste Digi wir schweifen immer so. Ja, gut. Ja, ab. ich schweife leider vergessen gerade. Warte mal. Der erste, der erste Grund. Ja, pass auf. Also. <laughs> ich weiß es äh, äh, genau, Alles durchoptimiert ja. durch und ja, es hat mich ja. gedrained. Genau, genau, genau. Da war, ey, so, danke. Also, die acht Stunden haben sich angefühlt wie 20 ja. pro Tag. Ähm, dann. Ich, genau, ich habe mich halt mega eingebunkert gehabt und mhm. das war dann auch so etwas, was darin geufert ist, das eigentlich toxisch war, weil es widerspricht meinem Wesen eigentlich. Ähm, und das Dritte war, ich bin halt wirklich der krankeste Gamer. Also for real. Ja. Du hast gesehen, Gamescom-Lan, alle brechen die Zelte ab. Völlig geistig, der, der Bengel hängt dann auf 4 Uhr morgens ist voll dabei. <laughs> das ist halt voll meins. Ich komm rein, versuche ihn <laughs> ich ruf rein, Segeluppe Zigarette, nichts Keine passiert. Keine nichts Ich, ich, ich konnte, Halbe ich gab da, da, war gar nichts zu holen. <laughs> Und ähm, das fand halt nicht mehr statt, weil wir nur noch MrBeast-artig Videos produziert haben. Hm. Und äh, ich habe meinen Zweitkanal gehabt, Hand of Uncut. Da habe ich dann immer ein bisschen einfach so frei Schnauze zocken können. Das ja. war Endorphin pur. Und ja, jetzt ist die Entwicklung eh und auch aus guten Gründen so, in den letzten Jahren alle stream ja. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich da mal ein Hauptkanalvideo hatte, wo ich irgendwie mal dachte, ey, können wir mal ein paar gestern doch mal einladen? Das war ein Riesenakt, weil alle nur im Stream sind. Ja. So, hol da mal Leute ran für eine Aufnahme. Ja, wem sagst du das? Ja. Wem sagst du das? Ja. ja. Und. Äh, das, das Stream ist jetzt in so vielen, also unter so vielen Aspekten, der nächstlogische Schritt für mich gewesen. A, um wieder mehr Outgoing sein zu können. Ja. Ich habe auf einmal wieder dann auch Luft und die Möglichkeiten, ähm, weil es im Livestream viel einfacher zu, zu platzieren ist, quasi mit anderen zu interagieren. Äh, Baller League, sowas, ja. na, bestes Beispiel. Ähm, dann, ich kann wieder endlich viel mehr zocken und das machen, was ich eigentlich machen will, womit du alles anfingst. Ja. Ähm, und das dritte habe ich vergessen. Wie kam, ist ja egal, vielleicht fällt es gleich nochmal ein. Wie kam das mit der Border League zustande? Dass du dir dann, ich meine, das war ja alles ja. relativ, war das Gefühl, du, du bist wieder da, du streamst wieder, du findest wieder in dem Live-Kosmos statt und dann kam alles aufeinander: Stream mit Kevin, Border League, bla bla bla. Der ja, ganze kam hintereinander weg. Äh, wie, wie kam die. Also, Boller League, League haben wir auf seit dich, Mitte letzten Jahres. Kann die Boller League auf, auf, auf dich zu? Ja, auf uns, ja. Instinct 3. Ja, ja oder im Instinct ja. 3. Im ah, das dritte war, genau. Eintracht Spannung kann ich jetzt viel geiler damit transportieren. Natürlich, ja. 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 Nö, nee, Boller League Mitte letzten Jahres und das hat halt ja nur gestartet. Das war, ist so, keine Ahnung, ich verstehe auch, wie das wirkt auf Außenstehende. Ja. Da ist jetzt so ein Henno, der hat jahrelang YouTube gemacht, mit niemandem was gemacht. In Erinnerung hat man dem mit seinem. Idealismus von oben herab, Leute mhm. anfeinden, hält sich als was Besseres. Jetzt kapselt der sich ab, man munkelt in der Szene, dass der Leute cancelt. Und auf einmal ist er jetzt hier am Livestream, interagiert mit Monte, ist in der Bowler League mit Leuten, die er früher abverurteilt hat. Ja. Jetzt hängt er sich an Kevin auch noch dran, übelst er sehr Erfolgsfan. Äh, und also eine Sache, ne? Ja. Jetzt hat er da auf einmal Skandale, Leute sprechen. Da ja, Sachen man hat sich gefragt, wo, wo, warum auf einmal? Ja genau. Vorher so, war so zügig. Ist doch übel, der ist doch übel am saugen. So. Und ich kann das ich kann es das nachvollziehen, dass man das so sieht. Aber ich kann halt nur sagen, so ist es nicht. Nee, ich finde, äh, also für mich Und hat sich das so ein bisschen wie eine wie die große Meer rundreise so ein bisschen angefühlt. Wie so eine PR-Tour. Ja, ja, keine, kein, <laughs> also ich hatte, guck mal, beispielsweise als, als dieses Video kam, ja, Hand of Platz Stream wieder. Ähm, die Schluss da, damit, meinst du? Äh, ja. Ja. Äh, das, also das letzte, was du da hochgeladen hast, äh, war für mich so, okay, ja, bin gespannt, was passiert. Mhm. Schauen wir mal. Ja. So, und dann hieß es aber auch weiter. Ja, äh, hier, dann, dann ist ja noch das ganze Baller League-Thema und so, das passiert. Ich weiß nicht, was, was, was zuerst kam. Huhn oder Ei, äh, Baller League oder äh, Schluss damit? Äh, nee, erst, erst äh, Schluss damit. Erst dann am zu Stream und dann ging Baller League. Und dann und so. Baller League. So. Und äh, dann was kam dieses ganze Baller League-Ding? Und du, ich sag mal. Du bist ja die Baller League auch nicht gerade kleinlaut angegangen, sondern mit dem Presi, direkt dicke Hose, Hans Sapai reingeholt jo. und gib ihm. Ja. So und ich habe das, hab das, alles so beobachtet, hast es erstmal so für mich behalten, so in unserem Kreis haben wir so gesprochen. Okay, krass, ja, da kommt jetzt irgendwie out, der Reach irgendwie out. Hm, wie gehen wir damit um? So, Was, das ist das, war, das, war, das war wie so, wie so äh, Fliesentisch. Äh, ne, ne, aber ich, der der ich, 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 ich versuche so so ein bisschen. Ja. Habt ihr gesehen. Der, das, Der ja, habt, ihr, habt ihr das gesehen, wie, wie keine Ahnung, wie so ein, wie, wie, wie so ein, wie so ein Warzenschwein, was so mitten in Afrika irgendwie so sein, sein Daily Business mindet und auf einmal kommt so, Kommen so Menschen an, so, das ist, was wollen die, Alter? Was ist kein cooles Beispiel gerade. Es fühlt sich, das fühlt sich so weird, weird an, so, oder es, es kam man so, so vor, so, okay, ja, hat er irgendwas vor, was ist seine Mission? So, wo wo will er hin, woher kommt er her? So, aber du bist dann einfach da. Das Ding ist, ich. So, und, und, und jeder war aber dann auch so konsequent bei uns der Meinung, boah, muss man erstmal, was dazu zu erzählen hat. Ja. So, und dann haben wir uns natürlich, oder also keiner von uns ist ja so auf dem Trichter, dass wir uns sagen, wir verschließen uns jetzt davor, wenn der das alles so, alles so meint und sich da auch so in die, in die Richtung bewegt äh, und, und auch so kommuniziert, dann benefit of the doubt. Dann äh, glauben wir dem das jetzt Aber guck mal, cool, so. das finde ich andersrum auch krass. Ich meine, ich mache da was mit mir und meiner Community aus, was jetzt für mich der nächste Schritt ist unter dem Aspekt der Selbstverwirklichung. Ja. Kommuniziere ich auch. Und dann tue ich das. Und die Leute, ich finde es cool, dass ihr mir da benefit of the doubt gibt. Ja. Yeah aber ne, man ist irritiert und äh, geht erstmal davon aus okay was ist, warum macht er das jetzt wirklich so ich ist das jetzt wegen des Geldes wegen des Fames und ich glaube das ist allgemein weil und das wiederum finde ich halt super schade weil guck mal hätte man mich die letzten vier Jahre äh, verfolgt dann glaube ich Wäre auch viel gar nicht so irritierend gewesen. Aber davon kann man ja natürlich nicht ausgehen, dass einen alle immer verfolgen und so weiter. Nee. Man hat dann noch dieses alte Bild von früher, wo yeah. wir uns gezopft haben. Yeah. Und auf einmal ist er so wieder auf dem Bildschirm. So das ist es doch. So, man genau, konnte genau, mich gut genau, missen. Genau, genau. Man konnte mich gut, okay, ja, Henno macht da seinen YouTube-Gedöns. ja, aber ja das hat ja alles nicht, ganz gut ist auf Event. Ja. Genau. QX, genau. Ja. Und auf einmal ist er jetzt präsent da. Und man kann ihn nicht mehr dodgen. So, das Na, ist mein, eher das. Ich meine, ganze, diese ganze Dynamik lässt sich ja gut umfassen mit der Frage, was soll das jetzt? Ja. So. Äh, aber das ist, Aber das finde ich halt schade, dass, dass äh, man da Hintergedanken halt hat. Nee, nein, es ist, es ist nicht. Ich glaube, es ist aber. Es ist nichts, was man irgendwie böse nehmen darf, sondern es ist so eine, so eine Erwartungshaltung, weil man wir glauben, alle. Ist alle, erst alle ja, es ist erstmal skeptisch. Ja, es ist eine Skepsis, die darauf beruht, dass wir alle von diesem ganzen Social Media Game schon so dermaßen ja. häufig enttäuscht wurden, ja. dass wir alle also sagen so. Ja. Ach so, und, du meinst, weil ja, weil schon weil so viel viele Quatsch passiert doots, ist, auch weißt du? Immer looten und, ja, 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 genau, genau. Okay. Und das war einfach okay. Wir verschließen uns nicht davor. Wir gucken erstmal. Und jetzt haben wir, ich sag mal, wir haben jetzt auch äh, den einen oder anderen Abend so rumgehangen. Hm. Und äh, ich bin jetzt zu jetzt einem so Punkt, dass ich sage, ich, ich bin straight up überzeugt. So, das ist cool. So. und ich find's geil, dass sich das so bewegt und dass du dich auch äh, wo, wo für mich der erste große Move war, wo ich so gesagt habe, okay. Ja, vielleicht, äh, vielleicht ist das echt cool, dass er wieder am Start ist, so, mhm. wo du zu Monte so Outreached hast, so während der Baller League. Mhm. Und äh, da dachte ich mir halt, ey, Aber habe ich? Naja, du bist ja in den Stream gekommen. Wo Aber ihm wo ich mit der Dose. Ja, ja. So. Also das war für mich so, 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 ein, mhm. so ein diplomatischer Move zu sagen, okay, ja, äh, weil ich, ich, glaube, ich glaube, der alte Max hätte es nicht gemacht. Nein, auf gar keinen Fall. So. von vier vier dem meine ich das. Äh, Max von vier Jahren, oder äh, Hand of Blood, hätte, ja. hätte niemals bei der Boyer League mitgemacht. Niemals. Genau, 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 genau. Alleine, um alleine, sich einfach auch dagegen zu positionieren, dass da kritische Akteure dabei sind. Genau, und das meine ich. dass, dass du alleine wieder so auf den Events bist, so, dass du mit uns quatscht dass, dass man so merkt, okay, wenn wir jetzt auf die ganz, ganz alten Stigmatisierungen, die ich vom Stapel gelassen habe äh, vorhin, ja. wird das jetzt so. Spannau geht wieder in die Welt hinaus. Ja. So. Und das ist doch geil. Und das finde ich aber auch krass. Guck mal, ich mache ja einfach nur das, was ich für richtig halte. Ja. Und was ich fühle. Ja. Und natürlich wird da ja der wirtschaftliche Aspekt hinterfragt, weil hier Leute abhängig sind. Ich kann ja nicht einfach machen, was ich will. Nee. Eben. So. Ja. Das wäre nicht verantwortungsbewusst gegenüber meinen, äh, KollegInnen. Mhm. So. Aber an sich mache ich ja erstmal das, was ich, was ich fühle. Der nächste Produktzyklus vielleicht. Ich hinterfrage mich ja häufiger alle Jubeljahre. Ich mache häufiger so Schluss damit Videos, wo ich den Modus ändere. Und äh, ich, ich mache einfach nur das, was ich als richtig erachte. Und es wird halt in der Szene voll das Ding draus gemacht. Das fand ich schon interessant. In vielerlei Aspekten. Erstmal, dass man äh, eine gesunde Skepsis vielleicht an den Tag legt, erstmal. Ähm, und, und schaut, was, was ich damit plane und was ich mache, ähm, und alles so auf dem Prüfstand ist. Ähm, aber ich habe auch umgedreht dann halt schnell das Gefühl gehabt: krass, ich muss irgendwie jetzt viel mich beweisen, viel mit Leuten reden, und ich werde aber auch ein Stück weit auch nicht in Ruhe gelassen mit meinem Move jetzt einfach. Und dann habe ich für mich entschieden, komm, ich bin jetzt einfach viel, noch viel mehr am Start, als ich eigentlich geplant hatte. Und gehe auf alle zu. Na, zum Beispiel auf dich bin ich bei der Motorsause Aftershow, bin ich zu dir gegangen. Henke, Digga, äh, oder du bist auf mich sogar zugegangen. Wir, wir, ich oder glaube, so. wir sind aufeinander ich, zugegangen. Genau, ja, genau. Aber es war so generell mein Modus, auch an dem Abend viel mit Leuten quatschen, auch vom früher neue Leute kennenlernen. Es gibt ja jetzt eine ganz neue Generation, die Jungs, die kenne ich ja alle noch gar nicht. Gloryx, Pabu, was weiß ich. Aber, aber ich fand's ich, ich, das so geil, dass wir bei der Motorsause in dieser Zwischenzeit, wo wir in dieser äh, Kommentatorenkabine saßen, bis ah, ja, ja, da ja. das erste Mal erst so richtig wieder ja, begegnet sind ja. nach ja. einer sehr, sehr langen ja, ja. Zeit. Safe. So, wir haben zwischendurch sonst nie so richtig Nö. geredet. Genau. so da war noch nicht mal irgendwas so, irgendwie. Ja, aber da ganz konkret so. gesagt: so, ey, ne, ich habe kein Problem mit dir, keine Ahnung, ja. was früher war, drauf geschissen. So. So. Schnee von gestern. Genau, genau, kann. richtig. Und das so. ist so geil. Und äh, ich auch bei bei den Streamer äh, Awards so auch viel auf Leute zugegangen, auch viel mich deren Fragen gestellt so, mhm. aber auch viel einfach nur vermittelt. Ey, ich habe kein Problem mit euch. Ich will niemand was Böses. Ich check, dass vielleicht jetzt in der Zeit, wo ich mich zurückgezogen habe, Narrativen gesponnen wurden oder irgendwas ne durch die Blume gesagt wurde, wo man sich unsicher ist. Aber, und ich check auch, dass das Bild von mir von früher ein vielleicht hartes ist, yeah. ähm, was viel auch so schwarz-weiß gedacht hat oder so. Aber der Max von heute ist nicht mehr der Max von vor vier Jahren, Digga. Ich bin über 30. Ich habe auch keinen Bock. Ich will einfach nur zocken und will, will einfach nur äh, wieder unter Leute kommen. Und ich stelle mich aber dem gerade gerne. Also es ist ein Change-Prozess, würde ich mhm. sagen. So, der geht doch jetzt echt lange. Aber es ist okay und es glaube ich auch. Natürlich. Ich, ich glaube, ist auch der sinnigste Weg. Ja. Und ich meine, ich hätte jetzt auch einfach darauf scheißen können, einfach nur hier streamen können in meiner Bude mhm. und nicht mehr auf Events und hätte frustriert sein können, dass Leute mich so vielleicht auch ein bisschen wie mit einer Pink Sette erstmal behandeln und ich nicht so gut aufgenommen werde und dafür ja. kämpfen muss. Weil das ist es ja auch, muss man ganz klar sagen. Ich muss irgendwie dafür kämpfen, wieder, wieder akzeptiert zu werden. Ähm, und ja, aber so ist es halt gerade. Und ich denke, es ist gut, wie es ist. Ja, es gab diesen Livestream mit Kevin, ne? Du hast da eine Cod-Story erzählt. Ja. Und du hattest aber noch eine weitere Story angeteased. was Weißt du, weißt du was, das, was da war, welche du meintest? Weil ich wollte wissen, welche das ist. Habe ich da irgendwas noch gesagt? Zu? Nee, du hast, es war auf jeden Fall, ich kann ja sagen, Cod-Story. So, Fall... Ich glaube, ich habe die angeteased und dann habe ich die aber später erzählt. Ehrlich, dann habe ich es gesehen. Ja, ich habe mir in beide Ärmel gekotzt mal. Hä, <laughs> hey, wie? Kennst du die Story gar nicht? Nee, okay, nein, dann, nein, erzähl erzähl ich, erzähl erzähl dann erzähl ich dir. Dann erzähl ich dir. Ich muss einmal auf die Uhr. Wie, viel, wie spät haben wir 20 vor schon. Okay. Dann oh, 20 vor schon? Er dann erzähl ich dir jetzt einmal. Okay, mach mach zügig. Zügig? Nein, wie, wie viel Zeit du noch hast. Okay, pass auf. Ich war jung und naiv. Mhm. 18 ungefähr. 19. War ja. eh voll der Spätsünder. Ja. Nie feiern gegangen mhm. oder Hauspartys, wenn da so ein bisschen. Und Alkohol, ja, noch nie so eine richtige Grenzerfahrung gehabt, weißt du? Mhm. Nur immer sporadisch. Und da war Magnifest in Braunschweig. Ist quasi so Was? das Altstadtfest. So, ah, da kommt okay. die ganze Stadt zusammen in so ein enges mittelalterliches Viertel, ja. also, wo alle so eng an eng die ganze Zeit sich durchdrücken, oh, weißt du? So, yeah, so ein Altstadtfest. Yeah, yeah. Geil. So, und wir haben vorgesoffen beim Kumpel außerhalb. Der hat da gegrillt. Wir haben da ein paar Mexikaner getrunken. Ich habe mir fünf Bier reingestellt und dann kam er: Jo, ich habe hier so einen weißen Wodka. der knallt übel. Oh nein. Hat jemand Bock? Und ich halt so, ne, Wollte mich beweisen so, dieses typische klar. So und dann sollte ich da mal ein Glas hinstellen und das war halt so ein Ikea Pokalglas. Kennst du die? Diese typischen Ikea Gläser, die so. Äh, so eingekurft sind ja yeah. acht sechs, sechs acht mal, yeah, so yeah, mal yeah, und das dann oben ja. sich nochmal mal so leicht auffächern ja. und dann nochmal größer so ein Glas habe ich ihm hingestellt so ein Ding Für ein da, <laughs> dann hat er da diesen Wei so irgendwie 45 50 Prozent Wodka da reingegossen ja er so sag Stopp und ich so <lacht> <lacht> nein so dann war das Ding halb voll bis zu dieser Rille wo das noch mal größer wurde und ich sag so Stopp und dann ex ich das weg das war mit der dümmsten Moment meines Lebens, kann ich euch sagen, Freunde. Das war einfach so dumm. Einfach nur, weil ich cool sein wollte. Ja. Weil ich jetzt aufschließen wollte. Naja, ich war der Gamer, ich war hier Magic-Karten und hast du nicht gesagt, so ein bisschen nerdy, hatte lange Haare, Kutte. Geil, äh, geil, geil. Und wollte er jetzt mitmischen bei den coolen Jungs. Obwohl die mich dann nie krass. Naja, so ein bisschen Dynamik hast du ja immer. Ne? Mhm. Aber ja, hab den weggezogen. Und dann brauchst du ja erstmal so zehn Minuten, ehe das zündet. Ja, ja, klar. Ne? Und wir sind dann losmarschiert zum, zum Magnifest. Und dann, hat's dann Sind mal schön in die S-Bahn rein, schön in eine Tram. Und ich merke so in der hat Tram. Hat Braunschweig in der S-Bahn. Klar. Ja, so Tram. Ja, ja, Lübeck hat das nicht. Und ich saß da so in der Tram und merke auf einmal, hm. oh, ist irgendwas passiert. Ja, ja. <laughs> so, ich habe auf einmal gemerkt, kennst du das, wenn hin sich so der Speichel so zusammenzieht alles? Oh, i. Und man schon so merkt, <laughs> so übelste Speichelproduktion. Ja, 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 ja. genau. Ich habe dann ich saß dann da so in der Tram und habe das dann so ausgespuckt, weil ich gar nicht, ich wusste ja gar nicht was abgeht. Dann auch so schwer schluckt dann Ja, zu. genau. Ja. Und äh, die Jungs auch schon so, Max, ist gut. Mhm. Ja. Dann kommen wir da an, fahren so eine Viertelstunde, 20 Minuten, ich steig aus. Ich sehe nur so diese Straße rein zum Manifest Blackout. Und ich erinnere mich dann nur noch so fetzenweise, kennst du diese riesen Tonnen mit diesen runden Öffnungen auf so Altstadtfesten oder so? Ja, klar. Oder auch Festivals und so. Ja. Ich nur noch fetzenartig, wie ich mich so durch die Masse dränge, zu diesen Tonnen und komplett reinkotze. <laughs> komplett. Die ganze Zeit. Ja. So nur so von Tonne zu Tonne gearbeitet. Ey, ist das krass. Mit den Jungs. Und dann, <laughs> dann wache ich irgendwann auf, erst mitten in der Nacht vor dem äh, Braunschweiger vor den Schlossarkaden. Die haben so Schloss wieder aufgebaut und da sind so Arkaden drin. Mhm. Und ich wache auf. Sitze an so einem Beet am Baum. Es ist so ein Baum und drumherum ist so rund so eine Bank. Weißt du? Und ich sitze da, sehe das Schloss. Also das ist so, woran ich mich wieder erinnern kann. Ja, das also ist wie so, aus so einem so ein Film vorbei. gerade. Ich finde genau. so geil. Alle Jungs sind weg. Keiner mehr da. Neben mir sitzt aber ein anderer Kumpel. Der Johannes. Grüße gehen raus. Johannes. Die alte Feiernatter. <laughs> ähm, und bei dem hatte ich nämlich verabredet. Bei dem wollte ich übernachten. Weil ich kam aus Salzgitter, weißt du? Ich musste wohl ja, pennen. Und er sitzt halt neben mir, Max, lass mal nach Hause. <laughs> Und nicht so, ja. Und dann sind wir darüber gewackelt zum Rathaus, so 500 Meter runter über die Straße zum Bus. Und das Magnifest war gerade vorbei. Tausende von Menschen strömen aus diesem eng verkackten mittelalterlichen Viertel zum Bus. Wie spät war das da? Ja, das war so wahrscheinlich 0 Uhr, 23 Uhr. Ah, ich dachte, ich ist ja schon nächster Morgen wieder. Ja, für mich war mitten in der Nacht auf einmal was. <laughs> wir gehen da zum Bus. Das ganze Magni-Viertel will in Bus. Da fahren so drei Busse vor. Wir gehen da rein. Alle gehen da rein in diesen Bus. Und das war auch noch, äh, hinten war so offen, so dieses, wenn so alle sich so gegenüber sitzen, weißt du, das Ende vom ja, Bus, ja, ja, so ja, ja, genau. und dann sitzen einfach nur alle und gucken sich an, so. Also da sind nicht so Zwischenbänke, sondern dieses große U. Ja, ja genau, genau, genau. Und ich sitze halt so links und rechts, Uli und Herbert, irgendwelche Randos. Äh, alle stehen auch so eng an eng, hängen sich an diese Lederriemen und so. Der Bus geht los und es ist natürlich so ein Gelenkbus, digga. Und ich ganz hinten sitze da so durch die Altstadt und auf. du bist einmal schön durchverdegutiert. Ja. Und meine Magen ging, die hat sich beschwert. Heilige Scheiße. Mhm. Und ich hab dir erzählt, ne, ich hatte so Kutte. Ja. Aber nicht so Weste, sondern so eine Regenjacke hatte ich als Kutte. Ich habe mir über so eine heftige Regenjacke äh, hinten so aufnäher mit Metalbands und so mhm. äh, draufgenäht. Und die hatte ich an. Und ich war so, Mensch, Scheiße, ich muss übel kotzen nochmal. <laughs> ich muss jetzt nochmal unnormal kotzen. Yeah. Aber ich habe ein Skill, so ein, so ein Hidden Talent. Mhm. Ich habe noch nie in einen geschlossenen Raum gekotzt. Ich habe es immer geschafft, irgendwie rauszukommen. Irgendwie du gerade genickt oder ein Wackel das Ich habe sogar mal in aus, aus ich habe sogar mal in den Klavierflügel gekotzt. Hauptsache ich kotze Wie? nicht in den Raum. Was wirklich? Ja. Wann passiert das? Ja, wir haben eine, ich habe mal eine Tornhalle illegal äh, aufgesperrt. Aufgelassen nach der Schulzeit und okay. haben wir in der Turnhalle eine Party gemacht. Ja. Wur, wurde erwischt? Und in der Turnhalle ist halt auch die Aula, so Bühne mit Flügel und, und Wie, wie schief ging das? Gar nicht. Alles gut gegangen? Alles gut gegangen. Für mich nicht, ist eine andere Story. Ja. Keine Konsequenz? Doch. Für? Meine Gesundheit. <lacht> 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 ja, weil wir bleiben mal im Bus. Natürlich. <laughs> ich merke, ich muss auch nochmal kotzen. Ja. Und. Äh, da war noch keine, also ich kam nicht raus, war alles voll. Der ja. Bus war proppen voll und der hat auch nicht angehalten. Da war keine Station. Was habe ich gemacht? Hab mir ohne meinen Ärmel gekotzt, komplett. Das hat hier so richtig über die Armbeuge unten so geschwappt, war imprägniert. Regenjacke, das ist <laughs> die wie diese so, Tashi-Socken-Story. Alter, dann halte ich den Arm halt so. Dass das halt, also wenn ich ja so mache, fließt ja alles raus. Wie so ein Konditorschlauch. Genau, genau. So, merke ich, aber ich muss nochmal kotzen, der war schon voll. Ja, was machst du da? So, absolut. ich nochmal so. <laughs> hab ich nochmal den linken Ärmel komplett eingekotzt. Ich habe gar nicht mehr wahrgenommen, wie das so war. Ich kann dir nicht sagen, weil das sind die ersten Fragen, die jetzt kommen. Ja, muss wie war Geruch das für die Leute? Haben. Ja, dann? ja, eben. Weil man saß ja so, das nee. war ja wirklich alles eng und voll. Ja. Und da sitzt irgendein Typ übel verknüttelt. Und kotzt sich in die Ärmel. Digga, das ist ja unnormal. Ich glaube, das war, man könnte fast meinen, oder würdest du retrospektiv sagen, es war einer deiner unwürdigsten Momente in deinem Leben? Das war der unwürdigste Moment also, <laughs> Mit Abstand. Und ich penne ein. Und ich penne dann ein. Und das Warte, wenn du die ganze ja, Scheiße dann in der hast. Die kotze ja. ja habe da nicht reingeschissen. So, und ich penne halt ein. <laughs> und das nächste, was ich mitbekommen ist Johannes. Bei dem ich übernachten wollte, der auch mit dem Bus saß, brüllt durch den Bus, dass wir da sind. <laughs> ich werde so wach und bin komplett der Situation mir bewusst. Ärmel noch oben. Um. Ich stehe auf. Sorry, muss mal durch. So mäßig. Dann gehe ich halt raus und bin erlöst. Da hast du und alles raus? Glaube ich, ja. Und dann äh, gehen wir einfach nur in seine Bude. Oben, da lag noch einer auf meinem Schlafplatz, habe ich runtergetreten und da habe ich mich hingelegt und habe gepennt. Nächsten Morgen wache ich auf, die Story ist noch nicht zu Ende. Oh mein Gott. Nächsten Morgen wache ich auf. Ich geh, du musst dir vorstellen, das war für uns damals die Villa Kunterbund bei Johannes. Mhm. Die hatten so eine dreistückige Villa. Äh, die hatten damals Pflegekinder und es war wirklich so. Sehr chaotisch da und die hatten oben so eine Einlegewohnung mit, mit Bad und Küche und da haben wir immer Hausparty gemacht, da hat niemand gewohnt, alle haben am Wochenende da immer gepennt, da lagen so Matratzen rum, wir haben mhm. da zusammengelegt und so eine riesen Disco-Kugel aufgehangen, das war unnormal eine geile Zeit, Geil. da habe ich gepennt. So, dann dementsprechend ich kann mich da schon aus. Ich war da fast heimisch, zweiter Wohnsitz, mhm, dritter. kommst rein, holst du eine Wurst aus dem Kühlschrank. Ich gehe erstmal runter in die Fans, Küche. Ja. Ich gehe runter in die Küche, mach mir Kaffee oder ja, so. Ne? Ja, klar. So, und dann musst du dir vorstellen, von der Küche unten bei den Eltern ging so drei Stufen runter in den Essbereich. Und über diesen drei Stufen hing so, da ging ja auch die Decke so stufenweise runter dann. Da, hing, da haben die so äh, Kleiderhaken reingebohrt, wo die. Die Tassen aufgehängt haben. Es sah so sehr, sehr cozy aus. So, weißt yeah. da hingen so die Tassen an diesen Haken. Da hing aber auch meine Jacke auf links. Äh, nee, nicht auf links. Meine Jacke hing da einfach nur ja. auf, mit den Ärmeln. Und ich so, ich bin so in der Küche. Warum hängt da meine Jacke? Yeah. Und ich weiß gar nichts mehr, was passiert ist, ne? Ich weiß gar nichts mehr. Ich nehme so die Jacke runter. Ja, muss jetzt auch los. Zieh die mir an. Und es. Alles bröselt auf meiner Haut. So von der Jacke ab. Und ich war so, hä? Wusch, dreh die auf links, alles porös, staubt, Dreck fliegt. Und ich so, hä? Ist meine Jacke kaputt? Wird die porös? Geht da jetzt so das Innenfutter ab oder so? Ist ich habe es gar nicht gecheckt. Ich merke dann aber, es ist so eine braune, trockene Scheiße. Was ist das? Gehe zum Waschbecken von der Küche, von den Eltern und schrub erstmal diese Restkotze, diese getrocknete, gebröselte Restkotze, schrub ich von der Innenseite der Ärmel ehrenlos ab, ohne zu wissen, was das ist. Ja. Das ist eklig. Dann war ich komplett ready für die Abfahrt, ziehe die Jacke an, fahre zum Bahnhof, fahre zurück nach Salzgitter. Komme da an, kotze in meinem Vorgarten von meiner Mutter, gehe oben rein. Und dann kam langsam die Erinnerung. Und dann habe ich realisiert, was, was, was alles Was für eine Legende du bist. <laughs> das ist eigentlich, Und das ist die, ein, also also der, der krankesten oder schlimmsten. Die Moral, Absturz, der, Geschichte, die Moral ja. der Geschichte ist: Geht's mit dem Alkohol langsam an? Step by step, ihr müsst niemand was beweisen. Alkohol ist pures Gift letztendlich. Ist nicht gut für eure Gesundheit, schädigt euch durch und durch. bisschen mal ist gut. Wenn <laughs> Wenn du Bock hast, wenn es fühlt, ist ja auch so in unserer Voll. Gesellschaft tief verankert, so. Es senkt die Hemmschwelle, du kannst ja mal einen lockeren Arm so haben, aber wirklich geht's Step by Step an. Fühlt euch nicht genötigt. Diese Gruppendynamik-Situation hat mich damals fertig gemacht und hat in all das geufert. Voll. Ja. Also, das ist halt. Das, das ist wirklich widerlich gewesen, <laughs> Ja. Digga, ganz kurz, was mich gerade interessiert, ich hab's hier aufgeschrieben, ich wollte das irgendwie geklärt haben. Äh, du hast im Spielinterview Kanupolo er, äh, erwähnt. Ja. Was ist Kanupolo? Kanupolo Polo ist, du äh, sitzt in so einem Kanu, ja. so ein ein mann mhm. und äh, die Öffnung machst du zu mit so einem Neopren-Überzug, äh, dass du wirklich komplett abgeschlossen bist. Du mhm. hast so einen Neopren-Anzug an mhm. und hast so einen football so einen rugby -Helm. Und es hängen über dem Wasser zwei Tore, äh, die sind relativ klein. Und ähm, zwei Mannschaften treten gegeneinander an und die müssen so einen Volleyball ins gegnerische Tor äh, werfen. Habt ihr so Paddel dazu? Ja, und alles ist erlaubt. Du kannst sie unter Wasser drücken. Das Erste, was du Erschießen? lernst Schießen. Safe. Okay. Ab und zu so eine Gun raus. <laughs> äh, nee, aber es ist quasi wie Rugby auf dem Wasser. So ah, in Kanus. Digga, ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört. Krass, das ist echt ein Ding. Also ja? auch, auch äh, Gerade Deutschland ist da Wo sehr gut das dabei. Wo kommt das her? Boah, kein Plan. Ich habe ich hab früher halt, ne, dadurch, dass ich immer viel umgezogen bin mit meiner Mutter, mhm. war ich überall immer der Neue in jedem Dorf und bin in irgendeinem Verein gejoint und habe alles Mögliche gemacht. Wirklich Fußball, Tennis, Handball, Bogenschießen, Leichtathletik, Kanu Fußball-Lieblingsverein? Wahrscheinlich AC Mailand. Das ist, das ist ein Stranger Call. Hm. AC Mailand. Hm. Ich du da, wie kostet noch auf AC Mailand? Irgendwie nee. durch einen Spieler oder so? Nee, das Ding ist, ich habe äh, dieses typische, so Vater oder Eltern oder Familie sind Fan ja. und man wird dann auch Fan. Das hatte ich halt nie. Und ich habe Ligenfußball auch nie verfolgt, wenn dann immer nur so Event-Fan, so Weltmeisterschaften, da dann aber auch alles aufgesaugt. Und das kam erst mit FIFA 17 oder 18. Da habe ich reingestartet und hatte übel Bock auf Traden. Und was musst du dann machen, wenn du richtig traden willst? Du musst sie liegen. Du musst wissen, was abgeht. Das sind ja alle dynamisch, die Karten. Du musst ja kaufen, verkaufen. Ja. Ich habe keinen Bock, da Euro reinzustecken. Also habe ich getradet. Und dann habe ich angefangen, mir immer auf YouTube die Highlights, die Zusammenschnitte aus allen Top 5 Ligen mir reinzuziehen. Mhm. Ja, und dann bin ich so in Ligenfußball reingekommen. Und Ach. bis heute gucke ich alles. Straight up. Straight up alles. Ja. Aber deswegen habe ich nicht so, ich habe nicht den Region, ja, Eintracht Braunschweig halt, so ein bisschen regionaler Bezug, aber ist ein Lutsch-Verein äh, ja. so ein bisschen. Ja, ist doch scheiße. Digga, ich weiß noch, wo die in der ersten Liga aufgestiegen sind. Das, das, das war, war was Großes. Scheiße. Das war was richtig Da weiß ich auch noch, wo ich war. So, also jeder Braunschweiger weiß noch, wo er war zu dem <laughs> Zeitpunkt. So. Ich war im Saturn-Alter, wollte mir irgendein Game gucken, äh, kaufen und hin bei der Fernsehabteilung, mhm. die ganze Fernsehre, überall lief das Spiel. Und es liefen so die letzten fünf Minuten. Geil. Das war so krass. Und alle stehen dann nur so, alle Braunschweiger stehen dann nur so. Das war so kranke Scheiße. Wo warst du beim 7-1? Deutschland-Brasilien? Ähm, bei Freaks for Gaming in meinem äh, Büro, ich habe den Darius OP-Guide geschnitten. Und auf dem zweiten Monitor habe ich äh, Deutschland gegen Brasilien geguckt. Das war erschreckend präzise. Wo ja. warst du? Ähm, wir hatten so ein Public Viewing. Mhm. Ja, okay, okay, okay. Ey, im Finale war ich hier äh, Public Viewing vor dem Brandenburger Tor. Ehrlich, ja. also irgendwie Komplett so. Komplett alleine. Übertrieben viele Leute. Komplett alleine. Das ist krass. Und äh, vor mich haben sich noch welche geschlagen vor dem Spiel. Da gab es richtig Massenschlägerei. Argentinier gegen Deutsche? Ja, nee, 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 Deutsche einfach, die sich. Einfach also so. Ja, okay, fair. Irgendwelche gut. Assis, die sich da in die Wolle äh, bekommen haben. Ja, du, Henke, ich muss langsam einen Stream starten. Pass auf, pass auf, ja, ich weiß, ich weiß. Wir machen jetzt ganz schnell im Schnelldurchlauf. Mache ich mit dir noch das Cornerbuch durch, dann sind wir auch durch. Okay. Ey, wir haben voll, das sind jetzt boah, zwei, wir Stunden, sind so zwei Stunden. Das sind crazy drei. viel abgesch. Ey, das war wirklich krass. Also, Cornerbuch ist unser Freundebuch. Mhm. Das, das machen wir immer in der Corner. Äh, machen wir ganz schnell durch. Maximilian Knabe, Name, Spitzname Max. Ja. Henno. Oder Maxi. Henno. Im, im, online Henno. In der Grundschulzeit Maxi, weil es gab noch einen anderen Maxi. Max. Ja, ja. Aber ja. an sich Max. Alle Wenn man Lüge. dich auf der Straße trifft, einfach Henno. Ja. Ja, ne? Das ist gut. Ja. Äh, wann hast du Geburtstag? 1.8. Das ist, ist das Löwe? Ja. Stark. Äh, was ist deine Lieblingsbeleidigung? Boah, das ist schwer. Ich habe so viele. Ja. Muggel? <laughs> Muggel ist gut. Muggel <laughs> ist gut. Wollen wir das nehmen? Ja, oder äh, Muggli. <laughs> das sag ich immer zu Metashi. Ja, ist ein guter. Ja. Ähm, tatsächlich, geheimes Talent hast du eins? Äh, ich kotze nie in geschlossene Räume. Sehr gut, das sehen wir so mit. <laughs> Unangenehme Story hast du auch schon erzählt. Ja, ich erzählt. Hast du eine komische Angewohnheit? Irgendwie Marotten? Äh, ich mache immer den irgendwie. <laughs> <Ja>. Ist mir <laughs> ja. aufgefallen in ja. Videos. Äh, ansonsten glaube ich nicht. Also an dir rumzuppeln. Also ich zuppel immer so am Bad rum. Ah, ja. aber da braucht den man glaube ich. Für, immer. Ja. Glaub ich. Ähm, was findest du richtig scheiße? Menschen? Ja. Ja, ist ein bisschen, bisschen Sehr, ist ja, ist sehr frustriert. Was finde ich richtig scheiße? Ich finde ähm, richtig scheiße, wenn man irgendwo kacken ist und dann haben die nur dieses ganz, ganz, ganz dünne Klopapier. Um, um ja, genau, ja, Scheiß Ist scheiße. Das ist, ist, scheiße. ist wortwörtlich scheiße. Was magst du gerne? Gerne mag ich. Äh wenn Pass auf. Das, das hatte ich bei, bei Zabix und äh, Philo. Ja. Die Kanten kennst du das? Bitte sag es. Ja. Ähm, es gibt in Kneipen so Kotzstationen. So, da hast du so zwei Griffe. Ja. Es ist aber auch irgendwie fragwürdig, das. Und da kannst du reinkotzen. Ja. Ja, das finde ich gut. Und das kannten die nicht. Das kannten die doch, gar nicht. Das kenne ich doch. Aber dann Was sind schon die auch gesehen. zu jung vielleicht. Ja, maybe. maybe. Ähm, und ich finde es gut, weil da können die Leute, die sich richtig ein reinorgeln, da abkotzen und sauen die Klos nicht ein und kotzen niemand an, so weißt du? so ein Pragmatismus, der, der fehlt. Komm, wir manchmal. bleiben aber Klo, deswegen dann ist es eine runde Sache. Finde ich gut. Was war dein Abischnitt? 2,4 oder 2,5? Stark. Aktueller Lieblingssong? In Deutsch hatte ich 13 Punkte. Uh -huh. Maschine. Danke. Hast du einen aktuellen Lieblingssong? Nee. Also ich habe 1000 Playlists. ein. wenn dir jetzt einer einfällt. Müsste jetzt einen rauskommen. Ja, äh, Winter Sun, äh, Sons of Winter and Storm. Geil. Nehmen wir so. Und das brauche ich zuallerletzt eine Weisheit. Eine richtige, eine richtige Max-Weisheit. Okay. Also, ich glaube, dass man. Pass auf, wir leben in der Zeit. Wo, und so ist es mir ergangen, und ich glaube vielen anderen auch in meiner Generation, ich glaube den Kids heutzutage geht das noch viel mehr so, äh, wo man aus der Schule kommt und gar nicht so richtig weiß, wohin man sich, ja. äh, wohin mit sich. Weil einem viel so weiß gemacht wird, äh, was erstrebenswert ist gesellschaftlich, und viel Druck gemacht wird, auch aus dem Elternhaus natürlich. In der Schule wird ein gewisses Bild äh, gebildet mhm. und. Ich, bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich sehr lange aufgehalten habe mit Dingen, die ich gar nicht machen wollte, die mir keinen Spaß gemacht haben, die mich frustriert haben. Und vielleicht war es gut, diese Erfahrung zu machen, um ja. zu wissen, was man eigentlich will. Aber meine Weisheit ist, dass man das machen sollte, was einem Spaß macht. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen, ähm, wie sagt man, ja, ich bin halt in einer Position, wo sich das vielleicht leicht sagen lässt. So, maybe, ja. Aber tendenziell, ich habe Praktikum gemacht bei VW, Planung, Karosseriebau. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ich wollte irgendwie unbedingt Geld machen auch. Mhm. Und das, ich bin damit nur auf die Fresse gefallen. Ich habe nur gemerkt, das ist komplett zum Kotzen. Das macht mir gar, nicht, gar keinen Bock. Und dann habe ich ziemlich straight aber einfach nur das gemacht, was mir Bock gemacht hat. Und dann ist man, glaube ich, auch erfolgreich, wenn man das macht, was einem Spaß macht. Ähm, dann ist man damit automatisch erfolgreich. Und, ja, und, und ich, ich glaube, wenn man, Ende, das, wenn man das gut macht, dann kommt das Geld vielleicht auch irgendwie hinterher. Und am Ende ist es auch gut, finde ich, im Leben keinen Plan zu haben. Weil ich glaube, niemand hat wirklich einen Plan. Man nimmt sich vielleicht irgendwie was vor, ja, ich will mal ein Haus haben. Ja, und ja, Aber wenn man halt keinen Plan hat, dann ist halt, glaube ich, die Reise so der Fokus. So Dann lebt man das wirklich. Der Weg ist das Ziel. Ja. Straight up. Mensch. Max, haben wir es geschafft? Ey, das war richtig geil. Digga, ich hätte nicht gedacht, dass das drei Stunden oder an die drei Stunden. Das ist geht. die längste Cornerfolge bisher. Ja? Mit Abstand, ja. Bisher die längste war, glaube ich, eine Stunde 40 oder so. Holy die shit. Wir haben jetzt zwei Stunden 30. Okay, es tut mir leid. Aber wir sind auch beides übelste feiernatter. Ey, das äh, war aber auch geil. Schnatter Schnattermäuse. Schnatter ja. Ja. Das war, ey, das war richtig, richtig geil. Ja, hat Max, sehr ich sag Bock dir gemacht. eins, wenn du das alles hören willst, ja. Wo, wo gehe ich dann hin? Auf ja, welche da geht, pass auf, Du kannst auf Spotify gehen. Mhm. Ihr könnt es auch noch sehen auf ARD, ZDF, Mediatheken. Geil. Ja, Kannst du gucken. Wir sind ja am Funknetzwerk. Ja. Dann kannst du noch auf YouTube gehen. Ach das Da nicht. ist der Videopodcast. Und hören natürlich ne, für die Lauscher auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Ah, also Spotify, iTunes. Genau. Dieser auch. Wenn du willst, krass. Na klar. Das ist ja der Hammer. Freunde, wir sind auch schon in der Endcard. Hier kommt ihr zu einem Video von Worldwide Wohnzimmer. Da war Max zu Gast im Podcast von äh, Sauna Club Susanne mit den beiden Twins. Hier kommt ihr zur letzten Corner. Bewertet gerne das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Ciao.